Herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal von Mini Paradise, einem neuen Video. Ich bin Robert. Und ich bin der Marcel. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Du wirst das immer so richtig geil, aber ich habe keine Lust. Ja, musst du kurz mal. Was ist das hier nehmen? So. Warte. Ja, ihr Lieben. Wir stehen heute hier zusammen, schon ganz lange her auch, dass wir mal zusammen ein Video aufgenommen haben, oder? Nee, ich glaube, das wurde nur immer nichts, oder? Wir hatten schon mal ein paar AOS-Videos sogar aufgenommen, ja. Wo wir etwas witzige Missgeschicke immer hatten und deswegen wir leider das Video nicht fertig aufnehmen konnten, Sound vergessen und Mikrofon und bla bla bla. Aber jetzt ist mal wieder soweit. Robert hat nämlich unseren Video gesehen mit How to Start Age of Sigmar als Stream, wo wir einfach so grundlegend erklärt haben, wie Age of Sigmar funktioniert. Für jemanden, der Interesse hat an dem Hobby und mit dem Spielsystem anfangen möchte. Und wir dachten uns, eine coole Fortsetzung, das war ja übrigens deine Idee, eine Fortsetzung davon könnte sein to How to Start, machen wir jetzt ein, How to Play. Und wir versuchen euch mal mit an die Hand zu nehmen. Für diejenigen, die jetzt noch nie auch gespielt haben, die jetzt den nächsten Schritt machen wollen und sagen, hey, geil, wie spielt man sie jetzt eigentlich wirklich? Und deswegen werden wir in zwei kleinen Armeen, also einem kleinen Match, aber versuchen, die einzelnen Züge und so weiter alles ziemlich genau zu erklären, wie was funktioniert. Wie haben wir die Armee zusammengesetzt, die Armee auch ein bisschen detaillierter erklären als sonst. Und deswegen eigentlich so eine Art Guide, so ein richtiges How-to-Play. Nicht zu sehr theoretisch, nicht zu sehr im Detail. Wir wollen nicht jede einzelne Phase mit den Regeln genau erklären. Ich glaube, die Regeln haben die meisten gelesen, aber wir wollen es im Spielfluss sehen, aber eben mit mehr Infos zu den einzelnen Details, vielleicht auch so unsere Überlegungen. Ja, so Gedanken sind halt, gerade wenn man vielleicht von einem anderen Tabletop-Spiel kommt oder jetzt wie ich. Ich meine, ich spiele ja schon lange eigentlich AOS, aber natürlich leider nicht so regelmäßig. Deswegen ist das eigentlich für mich, ne, auch mal wieder neu anfangen. Gut, wir haben vor ein paar Wochen, ist es ja ein paar Monaten auch. Nee, ist noch gar nicht so lange her. Ist nicht so lange her. Aber auf jeden Fall, wenn man nicht so richtig drin ist, man vergisst ja vieles. Und wenn man die Gedanken einfach mal so gesagt bekommt und mal an die Hand gelegt bekommt, was für Gedanken dahinter stecken sollten, um Synergien vielleicht nutzen zu können, so Kleinigkeiten, weil vollständig innerhalb muss das und das und so. Ne? Also diese taktischen Überlegungen vielleicht einfach, um ein bisschen mehr Spaß an seiner eigenen Armee zu haben, um auch vielleicht einen eigenen Spielstil seiner eigenen Armee erst überhaupt erkennen zu können und so. Das ist, denke ich, das ist gerade cool. Also aber auch bei vielen Grundregeln, wo man es nicht genau richtig, wie peilt man, wie funktioniert das, wie ist Sichtlinie. Auch bei diesen ganzen Faktoren wollen wir halt einfach mal genau ein bisschen darauf eingehen, wie sich das im Spielfluss auch wirklich darstellt. Und einfach ein bisschen auch die Gedanken, was man vielleicht so plant, was man vorhat, warum bewegt man jetzt die eine dahin, genau. Was will man so erzwecken, dass wir so ein bisschen unsere Gedanken immer mit euch auch einfach teilen, damit ihr verstehen könnt, wie wir das jetzt vielleicht machen würden. Nicht auf so einem hochkompetitiven Niveau, sondern auch erstmal überhaupt um. Geht ja nicht, Entschuldigung, ich bin ja dabei. Du bist ja schon. Macht sich immer ganz klein, in 40k ist ein ganz guter Spieler. Ja, gut, aber ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, es tut mir leid. Also, wie gut bist du auf Tier 3 bei 40k auf dem Ranking? Du bist der Beste von uns. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Das ist dauernd hoch, runter irgendwie, keine Ahnung. Weil gerade so unendlich viele Turniere sind. Ja, richtig. nee, aber stimmt, Robby spielt nicht so oft AOS, deswegen ist es immer ganz schön, ihn erst mal mitzunehmen. Es gibt ja manchmal, kommt man mit den Regeln ja auch ein bisschen durcheinander vielleicht nochmal, aber wir wollen euch allen auf jeden Fall genau das alles mal zeigen. Step by Step, mit Erklärungen, mit dem jeweiligen Hintergrundinformationen, ein bisschen dabei drücken. Wir haben es schon lange nicht mehr gesehen, persönlich. Und wollen das einfach mal an so einem schönen Abend mit euch auf Video zelebrieren. Und eben jeden, der den Einstieg jetzt gewagt hat, oder vielleicht auch diejenigen, die schon sehr viel Erfahrung haben, trotzdem nochmal so ein cooles Erlebnis. Vielleicht gibt es ja auch ein paar kleine Tricks, die man so selber noch nicht richtig auf dem Schirm hat oder da mitverfolgt oder verstehen will oder fleißig mitdiskutieren will, was man anders macht. Daher ist das sowohl für Einsteiger als auch Veteranen eigentlich die Idee. Gerade vom besten Skavenspieler Europas, ne? Es geht. Und nein. Er hat mir vorher gesagt, dass er das hasst, wenn er so betitelt wird. Also wir waren ja gerade beim Thema T3, da können wir ja mal kurz da drauf kommen. Richtig, und da würde jeder sehen, wenn er sich meine Wertung anguckt, dass ich irgendwo Platz 200 bin. Weil ja, ich erst ein Turnier mal mit ihm gespielt habe. Welchen Platz hast du denn in Belgien? Nicht 200. Richtig, da bist du besser als in Deutschland wahrscheinlich. Vielleicht, aber es war auch sehr viel Glück. Aber egal.
So, das ist auf jeden Fall die Ausrichtung. Was haben wir heute dabei, lieber Robert? Robert hat eine meiner neuen Lieblingsarmeen dabei, die ich jetzt angefangen habe. Deswegen finde ich das super cool, was er spielt. Er spielt das, was er schon ein paar Mal gespielt hat. Und ich stelle meine Uhr dagegen. Hatten wir nicht eigentlich auch mal mit denen eine coole Serie gestartet mit How to Play Against Every Army oder so? Jeder gegen jeden? Ja, einmal gegen alles hieß genau, das. Einmal gegen alles. Ja. Das war auch im 4K-Bereich haben wir das ziemlich weit gemacht auch. Und AOS-Bereich haben wir das tatsächlich angefangen. Das müsste man eigentlich auch mal weitermachen. Können wir mal weitermachen. Übrigens zählt das ja fast dazu, weil gegen die Oge hast du, glaube ich, noch nicht gespielt. Ich habe gespielt gegen... War Nighthound auf dem Video? Nighthound hatte ich auf jeden Fall. Ja. Dann hatte ich deine. Nee, was war denn das? Die Beastman. Die Beastman hatte ich. Und dann ging es irgendwann so im Sand wieder. Ja. Deswegen ist das auch eine coole Fortsetzung davon. Jetzt gegen die Oge auch mit. Wir spielen 1250 Punkte, haben auch ein bisschen kleineren Tisch genommen und spielen einen Battleplan aus dem General's Handbook. Auf jeden Fall. Shifting Objectives heißt das. Das erklären wir euch aber auf jeden Fall gleich nochmal alles in Ruhe, wenn wir auf dem Table und auf dieses Board angucken und die Armeevorstellung gemacht haben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass das A zu diesem Video kommt. Die Idee finde ich übrigens sehr, sehr gut, weil wir haben bei unserer How to Start Age of Sigmar auch sehr, sehr viel gute Rückmeldung bekommen, weil sowas nicht so oft und so viel gemacht wurde. Wir haben übrigens, falls du beim Video soweit geguckt hast, auch gemacht, wenn man ein Budget von 150 Euro hat oder 125, was kann man kaufen? Haben wir sehr davon gekauft. Auch ziemlich witzig. Jetzt, ich habe auf jeden Fall, und wir haben unsere beiden Armeen auch so aufgebaut, wenn man jetzt anfängt bei so einem normalen Start, beispielsweise bei Silvernet, was der Robert ja spielt, mit so einer Start Collecting, was kriegt man alles da raus, was baut man zusammen und wie erweitert man dann seine Armee so ein bisschen, um jetzt so eine 1250-Punkte-Spiel machen zu können. Das ist zum Beispiel das Konzept bei den Silvernet allgemein. Und bei mir, bei den Ogern, gab es ja auch diese Feast of Bones Box. Ich habe jetzt auch alle Bestandteile von dieser Box genommen und habe sie um ein paar Einheiten erweitert, sodass wir also zwei Standard-Armeen, wenn man so will, für so einen Einsteiger perfekt darstellen kann, wie das so aussehen würde. Habe ich tatsächlich auch fast, bis auf eine kleine Zauberin. Wobei ich da auch ehrlich sagen muss, dass ich genau die ich jetzt getauscht habe, am Anfang tatsächlich auch mal geproxt habe, um einfach zu gucken, was kann die. Also, aber ansonsten habe ich auch echt eine Start Collecting da stehen, definitiv. Ja. Und vor allem, ich sag mal, man bekommt vielleicht auch jetzt mal gezeigt, wie sinnvoll das tatsächlich ist, so eine Start Collecting. Also es gibt ja durchaus Armeen, da ergibt das ja gar keinen Sinn, dass man sich überhaupt eine Start Collecting kauft, wenn man vielleicht kompetitiver spielen will. Aber ich glaube, also zumindest bei den Silvernets ist das top. Also ich habe jetzt Silbern angefangen, ich habe mir erstmal, mein erster Einkauf übrigens waren zwei. Absolut. Zwei Start-Collecting, ne? Ja. Plus Battletome und Triaden, Trilord oder was auch immer du baust. Ja, also total cool, ja. Also Start-Collecting ist schon, es gibt ein paar, wie du sagst, die nicht ganz so passend immer sind, aber grundsätzlich sind die der perfekte Einstieg. Für recht wenig Geld, viele Figuren und unterschiedliche Bauweisen. Bei Silbern kann man ja bei den großen Modellen variieren, da gibt es drei unterschiedliche Bauvarianten. Und von Triaden kann man eh nie genug haben. Ist auf jeden Fall eine Top-Box. Kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Cool. Ansonsten werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal am Anfang bei der Armeevorstellung auch mitnehmen. Die Armee erklären, die Armeeauswahl erklären. Auch letztendlich einen Blick in das Battletome kurz werfen. Diese, ich weiß gar nicht, heißt das bei Silbernet Lichtung? Wir gucken kurz. Also bei Ogern weiß ich, das sind Stämme. Was der, was, dass man sich so eine Unterfraktion eben aussucht. Die gucken uns auf dieser Seite einfach auch mal an. Das sind jetzt die ganzen Namen, ich weiß ja nicht, wie die heißen. Ich glaube, das sind Lichtungen, wenn ich auf Seite 71. Was haben wir hier? Awakened, also erwachte Wälder. Nee, das ist die War Scroll von dem Wald. Der heißt dann Wildwood. Das ist komisch, ne? Ja, steht nicht so richtig dabei. Aber wir gucken gleich. Ich meine, es wären Lichtungen oder so. Hat, heißt bei jeder Armee auch ein bisschen anders. Prinzipiell geht es aber darum, dass man sich immer eine Subfraktion auswählt von den Silvernet oder von den Ogen jetzt zum Beispiel, die man spielt, die dann verschiedene Bonis bringen und die jetzt bei der Armeezusammenstellung eine Rolle spielen. Und das erklären wir kurz, was wir da gewählt haben, was das bringt, wem man das zuordnet und wie das funktioniert. Das zeigen wir euch jedenfalls mal im Detail. Und dann starten wir auch schon bald in unser Spielchen.
spielen halt, wie gesagt, 1250 Punkte, 5 Runden, ganz normales Age of Sigmar spielen nach Punkten und hoffen auf ein schönes Spiel, einen schönen Abend, viel Spaß. Mhm, werden wir haben und euch natürlich auch, weil Content momentan ist wahrscheinlich auch nicht immer regelmäßig da, deswegen auch für eingefleischte Profis einfach mal zurücklehnen, sich einen Kaffee nehmen oder eine Cola, Bier, was auch immer. Und mal ein bisschen das wie die nette Gerede zuhören. Wie die Präferenzen halt so sind. Ganz, ganz wichtig, eine kleine Ankündigung. Wow, das kommt von dir. Die 40K-ler, weil die das die meisten Leute, die gerade Age of Sigmar eben gucken, haben eine neue Variante für einen Battle Report, der nennt sich Fast Forward Battle Report. Das ist total geil. Ich bin fasziniert davon. Das ist eine sehr, sehr kluge Idee. Muss ich mal loben. Mag Idee mal loben. Lobe ich unsere 40K-Sparte mal. Das ist ein Battle Report. Das ist ein Battle Report, wo gespielt wird. Wir nehmen das von hier oben mit der GoPro auf. Das ganze Spiel, und wir spielen das selber einfach durch. Und wir gucken uns, also die beiden Spieler, die das gespielt haben, gucken sich das Video oder das Spiel danach auf Video an, im schnellen Zeitraffer. Genau, also es läuft so, keine Ahnung, 4, 5, 6 Mal schneller. Und man kommentiert das dann zu zweit vor der Kamera, Mikrofon logischerweise. Und hat jetzt so aus 40K-Sicht, und das ist wahrscheinlich beim AOS genau das Gleiche, man bekommt ja im normalen Battle Report immer das Spiel gezeigt und man sieht es wirklich so aus der Ego-Perspektive. Und von oben hat man im Prinzip, gerade was so diese taktischen Analysen, also es geht eher so ein bisschen in vielleicht taktischeren, kompetitiveren Bereich, hat man ganz andere Analysemöglichkeiten von oben, weil man das Movement genau betrachten kann. Man kann halt wirklich genau sehen, wo habe ich jetzt im Movement, was beim 40K-Bereich, ich sag mal Aufstellung, und in der Aufstellung, in der Bewegungsphase wird das Spiel zu 60-70% gewonnen, sage ich jetzt mal grob. Und genau diese Fehler kann man halt analysieren und geht dann im Prinzip aus primär dieser Sicht durch das Spiel, durch zu zweit. Total cool. Und weil auch wir auch sehr oft die Anfrage hatten, könnt ihr mal irgendwie kompetitive, nicht nur Streams und so, die Listenbesprechungen machen, sondern eben auch mal Battle Reports machen auf kompetitive Sicht, weil wir sehr viele Gastspiele hatten, wo auch wirklich so diese Spaß natürlich im Vordergrund steht und wo auch letztendlich der Battle Report richtig leben soll. Aber durch diese Variante spielt man das Spiel zügig und gut. Das Problem ist halt auch, du sagtest es gerade, aber es ist wahrscheinlich auch aus dem Grund gewachsen, weil man, wenn man einen normalen Battle Report filmt, hat man natürlich dauernd die Kamera dabei und man ist extrem dauernd konzentriert, auch dass das mit dem Film, dass das alles passt. Mhm. Und da hat man tatsächlich die Möglichkeit, wirklich zu sagen, ich mache jetzt mein Spiel komplett konzentriert, deswegen auch so überhaupt die Möglichkeit, ein kompetitiveres Spiel zu machen und das auch zu zeigen, weil man da definitiv sagen kann, ich habe diese Variable mit der Kamera nicht, die mich dauernd eigentlich auch mal ablenkt vom Spiel. Und da ist man wirklich im Fokus, wenn das beide zulassen, und dann gibt es ein geiles Spiel. Ne? Und genau das werden wir auch für die AOS-Sparte machen. Mann und ich wollen auf jeden Fall schon mal einen Einstieg machen und genau das mal ausprobieren, wie das bei uns so klappt. Und wir stellen uns das eigentlich mindestens, hoffentlich, genauso gut wie bei den 40K-Lern vor. Da hat es mir sehr gut gefallen. Und dann können wir dieses ganze Kompetitive ein bisschen besser abdecken, weil wir können einfach zocken und im Nachhinein alles resümieren und dann betrachten mit euch zusammen, wie haben wir was gemacht, unsere Gedanken mit euch teilen, weil wenn die Gedanken teilen beim normalen Battle Report auch nicht so gut funktioniert oder schwierig ist, dann stellt man ja euch immer vor unverändernde Tatsachen und da kann man alles teilen, alles erzählen, was man sich gedacht hat und auch direkt Fehler erkennt, was man hätte besser machen können. Das gefällt mir sehr gut. Das auch fürs eigene Spiel, ne? Sich selbst da vielleicht so ein bisschen zu steigern, und das ist echt gut. Und Manu müsste sich ja nicht steigern, für mich wäre das dann schon mehr relevant. Naja, aber nicht, wenn du Skaven spielst, oder? Und dann nach Belgien fährst. So, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video und wir steigen jetzt ein in unsere Armee, ins Board, und dann fangen wir an. Armeeverstellung der Silvernet. Wie gesagt, Robert, Teil 1250 Punkte. Silvernet, ich glaube, du hast 1240, glaube ich. Genau. Wir können jetzt schön sehen, wie gesagt, bei uns auch immer wichtig, wir spielen immer nur Bemalfiguren. Wenn ihr zu Hause spielt, ist natürlich kein... Könnt ihr auch unbemalt spielen, auch mit grauen Sachen, so haben wir alle angefangen. Das ist für alle natürlich erstmal richtig Bock, einmal die Figuren zusammenzubauen und einfach zu zocken. Deswegen ist das erstmal nicht ganz so wichtig, aber für uns, für Videos ist es natürlich viel schöner, wenn alles bemalt ist. So, wir sehen in der Mitte der General der Armee hier, das ist der Tree Lord Ancient.
Ein wunderschönes Modell übrigens und ist auch eins, was man aus der Start Collecting direkt bauen kann. Und der Treeload Ancient ist ein Zauberer, das heißt, der bekommt das Keyword Wizard, hat dann von Haus aus immer schon einen Zauber auf seiner War Scroll. Und in dem Armeebuch selber, beispielsweise bei den Silvernet, gibt es auch eine eigene Zauberlehre. Und ein Zauberer dann kann sich aus dieser Magielehre immer einen zusätzlichen Zauber von diesen 6 auswählen. Oben steht beschrieben hier mit W6, man könnte auch würfeln. Man kann aber auch einfach sich einen aussuchen. Klar, wenn man Spaß spielen will, kann man würfeln. Man kann sich aber auch, wenn man möchte, fester einen aussuchen. Zusätzlich kann jedes Silvernet Armee, das heißt jeder Zauberer in der Armee, auch den Zauber Wachstum sägen. Damit könnte man auch so einen neuen Silvernet Wald, was die, ich sag mal, die, das Gelände der Silvernet nämlich ist, auch noch auf das Spielfeld beschwören. Das kennt jeder noch zusätzlich. Dann gibt es eben diesen Arcane Bolt und Mystic Shield, das sind die 2 Standardzauber, die auch jeder Zauberer kennt. Das heißt, der Treelord Engine selber kann einen Zauber wirken, kennt die 2 Standardzauber, kennt den Zauber auf seiner eigenen Warscroll-Karte, kennt den Zauber Waldbeschwören aus der Silvernet Armee und darf einen Zauber aus der Leere wählen. Das heißt, das hat, man hat als Silvernet-Spieler jetzt für so einen Treelord Engine, der einen Zauber kann, unfassbar viel Auswahl, was man zaubern kann. Und den hier zum Beispiel, könnt ihr jetzt auch hier sehen, haben wir den Zauber 5 gegeben. Das ist die grünende Harmonie. Ist ziemlich spannend, weil wenn zum Beispiel Dryaden gestorben sind, darf man eben D3 Modelle wieder zurückholen oder von diesen Spite Revenants oder eben vom Konot Hunter sogar ein Modell wiederholen. Ganz cool, wenn man bei Konot Huntern, das sind diese Dreier-Truppen, die man hier sieht, wenn da mal jemand sterben sollte von den Bogenschützen, kann der Ancient selber für einen Zauber wieder einen auferstehen lassen. Es kann natürlich nicht über die Anfangsstärke von 3 drüber hinaus sein. Also es muss ein Gestorbener sein und der kann wieder aufstehen. Ziemlich coole Fähigkeit. Wenn man jetzt die Armee zusammenstellt, darf man sich immer eins, das hatten wir am Anfang auch erwähnt, von diesen Lichtungen aussuchen. So eine Lichtung ist kein Muss. Man kann auch sagen, man spielt nur rein Silvernet. Aber wenn man jetzt eine Lichtung wählt, hier Robert hat sich für die Krummwurzel entschieden, dann bekommt man eine zusätzliche Fähigkeit, die für die ganze Armee gilt. Es gibt eine Befehlsfähigkeit, das können Helden grundsätzlich ja auch, Generäle, nicht nur der General, sondern Helden. Die kennt auch jeder Held, die könnt ihr benutzen für einen Common Point. Der General bekommt eine Eigenschaft, die wird ihm zugeteilt, in dem Fall jetzt der Treelord Ancient. Und es gibt nochmal ein Artefakt der Macht, was man zuteilen darf. Jede Armee, nämlich die sich zusammenstellt, darf der General ja ein General's Trait, so nennt man das, und ein Item aussuchen und vergeben. Wenn man jetzt eine Lichtung wählt, ist eben diese Auswahl aus der kommende, also von der Generalseigenschaft und von dem Item schon der Slot belegt. Wenn man jetzt noch ein Battalion spielen würde, darf man natürlich auch noch ein zusätzliches Artefakt wählen. Das haben wir jetzt aber erstmal, um es recht einfach zu halten, haben wir darauf verzichtet. Das heißt, über die Auswahl der Krummwurzel darf jetzt der Robert alle Trefferwürfe von 1 wiederholen, von allen Attacken seiner ganzen Armee, wenn sie innerhalb von 12 Zoll um einen Zauberer stehen, das heißt innerhalb von 12 Zoll von dem Treelord Ancient oder hier von der kleinen Zauberin der Branch Wrath. Eigentlich ziemlich coole Fähigkeit, zumal das ja auch für ihn selber gilt, weil er auch immer in sich selber natürlich innerhalb von 12 Zoll steht oder eben halt auch auf Nahkampf- und Fernkampfattacken. Das macht meiner Meinung nach zum Beispiel Krummwurzel sehr, sehr stark. Das ist die grundsätzliche Fähigkeit, die Krummwurzel bringt. Die Befehlsfähigkeit, ich persönlich finde die nicht so gut. Damit kann man als Held eine Einheit wählen, zu Beginn der Nahkampfphase, für einen Common Point. Dann bekommt diese Einheit einen 6er Retter. Ein Save after Save. Als Generals Eigenschaft bei Krummwurzel, was der Treelord Ancient jetzt bekommt, ist recht stark, weil er darf jetzt immer, wenn er einen Zauber wirkt, er kann ja einen pro Runde wirken, wenn er es schafft, diesen Zauber erfolgreich zu wirken, dann und nicht gebannt wird, dann darf er eine Einheit wählen und darf W3 Lebenspunkte heilen. Beispielsweise bei ihm selber, wenn er Schaden bekommen hat, oder auch bei den Konotanten, weil das Modelle sind, die mehrere Lebenspunkte haben. Und dann kann er da von irgendeiner Einheit, sobald er eine Zauber erfolgreich gewirkt hat, wieder W3 Lebenspunkte zurückholen. Und das Coole daran ist jetzt, das erfordert er, wenn man Krummwurzel wählt. Jetzt kann man auch ein Item geben, gibt der Robert nämlich auch dem Treelord Ancient. Hier darf man jeweils für seinen Zauber- und Bannwurf immer anstelle von 2, 3 Würfel benutzen und sich die 2 besten aussuchen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Zauber dann erfolgreich gewirkt wird oder man besser bannen kann, ist deutlich höher. Also eine coole Krummwurzel, so ein bisschen diese magische Silvernet-Lichtung, ist auch ziemlich cool. Passt auch, Silvernet ist so ein bisschen Magie-Armee. Und jetzt als Treelord Ancient, eben diesen zusätzlichen Zauber, hat der Robert sehr viel Auswahl, um eben gleich im Spiel jeweils um einen Zauber zu wirken. Wie das dann alles passiert, funktioniert und was das nur für Effekte hat,
Das zeigen wir euch gleich auf jeden Fall nochmal im Spiel selber. Wir hatten ja die Branch Rev als zweiten Held schon erwähnt. Die darf natürlich auch einen Zauber aus der Leere wählen. Für die hier haben wir den Zauber Nummer 2 gewählt. Robert möchte gerne Nachwachsen haben. Nachwachsen ist auch ein Heilzauber. Nur noch etwas stärker, weil der Cast Value sogar nur eine 5. Das heißt, mit 2 Würfeln eine 5 ist recht einfach. Und man kann da sogar W6 Lebenspunkte heilen. Allein über Überlegung her, wenn der Lord Ancient zum Beispiel Schaden kriegt, kann er sich über seinen eigenen Zauber heilen. Und die Branch Rev könnte ihm auch noch zusätzlich um W6 heilen. Das heißt, hier kann man sehr, sehr viel Lebenspunkte wieder zurückholen. Richtig starkes Modell, deswegen diese kleine Branch Rev für 80 Punkte, glaube ich, nämlich nur. Dann seht ihr vorne als Battleline ein 30er Block Triad. Das ist ein riesen Block. Das ist, glaube ich, mit so die Lieblingstruppe vom Robert selber, spielt er sehr gerne. Ja. Als so eine Einheit, ne? Man kauft ja immer 10er Blöcke und bei Triaden kosten, glaube ich, 10 Stück 100 Punkte. Und wenn man 30 spielt, das ist die maximale Punktzahl, die man ausgeben kann. Also 3x10 spielt als 30er Block, kriegt man sogar Punktereduzierung und der kostet, glaube ich, 30, 270 Punkte. Dann haben wir noch einen 10er Block Triaden hier drüben auch als Battleline. 2x3 von den Konot Huntern jeweils. Hier drüben, ein bisschen ganz schön fernkampflastig. Und dann haben wir noch recht günstig, um Objectives anzugreifen und über Flanken zu kommen, 2x5 Spite Revenants. Das sind Attacken, die haben viele Attacken, die Modelle, und kosten nur 60 Punkte. Mag ich persönlich auch sehr gerne. So hast du für nämlich 120 Punkte nochmal 10 Modelle mehr. Ist eine sehr solide, gute Liste für 1250 Punkte. Und mir gefällt das sehr gut, was du hier spielst. Muss ich sagen, würde ich selber sogar auch ungefähr so spielen, wenn ich jetzt auch ein bisschen denken würde, ich will versuchen, meine Listen ein bisschen zu maximieren, finde ich das Niveau schon sehr, sehr gut. Wir können jetzt vielleicht einmal Bögen in Schwertkämpfer oder Sicheln einmal austauschen zum Beispiel, aber ansonsten ist das Konzept ziemlich cool gewählt. Wichtig ist nochmal zu erwähnen, finde ich auch mal, es gibt hier solche Warscroll-Karten, die kann man sich immer vorne hinlegen, kann man zu jeder Armee auch mal mitbestellen, das ist immer eine große Empfehlung. Leider gibt es nicht immer von allen, die immer noch vorrätig, muss man vielleicht bei eBay und so noch immer noch mal gucken. Aber auf der Watchful-Karte, die kann man immer so ganz cool an die Seite legen. Hier dann, kann man sich immer hinlegen und sieht dann immer das Einheitenprofil der jeweiligen Einheit, sodass man nicht immer im Buch blättern muss. Kann ich somit immer wärmstens empfehlen. Wie die Aufstellung gleich losgeht, wie das funktioniert bei Silvernet selber, zeigen wir gleich nochmal im Video. Ansonsten wäre das jetzt 1240 Punkte Silvernet. So, ein Endless Spell ist noch dabei. Achso, ein Endless Spell noch dabei, den Glade Worm, der auch... So zeigen wir. Ja. Der kann übrigens auch, wenn er kommt als Zauber ins Spielfeld, Endless Spells nennt man das, die sind dann Modelle auf dem Spielfeld, die sich bewegen können und immer wenn er sich bewegt, kann er, glaube ich, Silvernet-Einheiten heilen und anderen Einheiten, die nicht Silvernet sind, Schaden machen. Ein kleiner, cooler Worm, ja. Der ist noch Teil der Mehr. Kostet 30 Punkte, ne? Ja. Hier haben wir nun auf der gegenüberliegenden Seite 1250 Punkte von den Ogre Maw Tribes. Ist auch eine recht hübsche Armee, also jetzt nicht mal die Bemalung an sich, sondern die Ogre selber. Sind solche wilden, coolen Typen, die man mit Fußvolk spielen kann, aber eben auch mit Mammuts und so ein Rhinox nennt man die, wie hier drüben dargestellt. Sind schon mal zwei Einheiten, die als Rhinox dabei sind. Und diese Armee ist jetzt so wie diese Feast of Bones Armee dargestellt. Das heißt, in dieser Feast of Bones Grundbox hat man zum Beispiel den Tyrant bekommen, man hat Leadbecher bekommen, das sind solche Schützen mit einer großen Bombe drauf, so eine Art imperiale Kanone von früher. Und Standardeinheiten zu Clutons nennt man die. Und das ähnlich wie es bei den Silvernet ist, kann man bei den Ogre Maw Tribes auch einen sogenannten Stamm auswählen. Und die Wahl des Stamms bei den Ogern hier ist der tiefer Bauch-Schlund-Stamm. Ich muss ehrlicherweise immer zugeben, die Begrifflichkeiten sind in Deutschland ein bisschen schwierig. Auf Englisch klingt es ein bisschen hübscher. Das Coole ist, deswegen spiele ich auch so viele von diesen Lettbällchen. Die haben in meinem Tribe, eine Reichweite von 18 statt 12 Zoll. Das steht extra in der Fähigkeit mit angegeben. Und ich kann, wenn meine Befehlsfähigkeit einen von diesen großen Iron Blastern auswählen, die haben einen Schuss mehr. Ist ganz nett, der General, das ist der Tyrant selber. Der hat beispielsweise, die Gegner haben -1 auf Verwundungswurf gegen ihn, weil er ein Narbengeflecht besitzt.
Und das Artefakt der Macht, das heißt, einem muss ich ja auch oder darf ich ein Artefakt zuteilen, ist hier ziemlich witzig, weil das ist das Knobler-Sprengfass, also ein Fass, wo so ein kleiner Knobler drin hängt. Das heißt, Knobler ist kleiner als ein Goblin. Und damit kann man einmal im Spiel so ein Fass auf den Gegner werfen und darf dann auf tödliche Verwundungen testen. Das ist eine ziemlich coole Fähigkeit, aber ist aber nur einmal pro Spiel, das man machen kann. Hat aber einen coolen Effekt und könnte viel Schaden machen. Ist daher ganz spaßig. Ist das ein Knobler? Das da oben ist ein Knobler, der sitzt. Jawohl. Sehr witzig. Hier auch. Kleiner Typ. Ich glaube, hier unten übrigens ist auch der Fahrer. Unten ist auch einer. Oh ja, sehr witzig. Ja, da sitzt unten drin und fährt das Ding. Sieht man das? Ja, ganz gut eigentlich. Hier, ganz ein witziger Typ da unten sitzt da. Ich glaube, bei mir hat er nur keine Arme, um ehrlich zu sein. Stimmt. Ich war irgendwie bescheuert dran zu kleben. Man sieht es ja, wie gesagt, eh nicht. In meiner Mail zu neben dem Tyrant gesellen sich noch zwei weitere Helden, ein Butcher und ein Firebelly. Der Firebelly hat sogar seine eigene Lehre, das heißt, er kann hier von 3 Zaubern einen auswählen, während der Butcher hier einen auswählen kann von 6. Ich kann euch mal kurz sagen, der Firebelly kriegt hier noch die Aschewolke. Damit kann man Gegner in der Nähe, die in der Nähe von ihm stehen, minus 1 auf Hit geben. Und der Butcher, wie sie es gehört, muss natürlich den Zauber Rippenbrecher haben. Allgemein nur, weil der Name so cool ist. Und da kann man dem Gegner minus 1 auf einen Safe-Wurf geben. Ansonsten ist meine Armee recht einfach zusammengesetzt. Ich habe 4x2 von diesen Leppwälchern, spiele 2x3 von den Klutons, so Nahkämpfer, die bei mir mit 2 Einhandwaffen ausgestattet sind. Dann spiele ich einen Iron Blaster, um ein bisschen Druck auch mal über den Fernkampf zu machen, obwohl ich auch sehr, sehr viel Fernkampf habe. Und dann habe ich hier drüben nochmal ein bisschen schnellere Kavallerie dabei, 2 Mountfangs. Und so versuche ich gleich im Spiel mal vielleicht Druck über die Flanken zu bekommen, um den Robert ein bisschen zu attackieren. Aha, aha. Aha, aha. Jetzt könnt ihr schon, wenn ich immer ein bisschen hochgehe, allein schon das Spielfeld so ein bisschen sehen. Ganz, ganz cool, das zeige ich euch jetzt gleich nochmal im Detail. Wir haben jetzt gerade die Armee-Aufführung gemacht oder Vorführung. Wir werden jetzt die Aufstellungszone abschließen und alles aufbauen und dann euch nochmal aufs Spielfeld holen und alles erklären, wie das Spiel jetzt abläuft und wie man im Spiel letztendlich auch gewinnen kann. Hier ist das Spielfeld. Wir haben aufgestellt. Hier sind die Ogre Maw Tribes und gegenüber befinden sich die hübschen, abgebrannten Silverlet vom Robby. Ihr seht jetzt schon, beide Armeen besitzen so eine Art Scenery, also ein Geländeteil, was für die Fraktion dazugehört. Bei den Ogern ist das hier der Great Maw Pot, also so ein cooler, großer Essenskessel. Und der Robert darf schon auch am Anfang so einen kleinen Wald aufstellen von 3 bis 6 maximal von diesen einzelnen Bäumchen, um einen großen Wald darzustellen. Und in der Mitte liegen hier bei uns die Mini Paradise Objective Marker und in dem Spiel Shifting Objectives ist immer 1 der 3 Objectives für die ganze Schlachtrunde immer 3 Punkte wert und die anderen beiden 1. Das heißt, wir ermitteln mal ganz kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6 welches. Das heißt, in der Mitte ist jetzt an der ersten Schlachtrunde das Objective 3 Punkte wert, wenn man das kontrolliert. Kontrolliert bedeutet immer, man hat am Ende seines eigenen Zuges mehr Modelle innerhalb von 6 Zoll um das Objective, also um den Mittelpunkt. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen größere Objectives, aber ich glaube, die sind immer nur 3. Ne? Normalerweise geht es halt also noch 3 Zoll weiter. In so einem großen Umkreis wird halt gemessen. Also und wer da mehr... 6 habt, bei euch wären es 12 oder... Nee, genau, 12 Durchmesser in sich und 6... 12 habt ihr? Nein. Der Durchmesser ist 12 und der Radius 6. Okay, krass. Alles klar, dann sind die natürlich noch größer, ja. Das heißt, wenn jetzt jemand da am Ende seines Zuges, zum Beispiel der Ruhe will jetzt vorlaufen, alle 3 holen, kriegt er am Ende Runde 1 Punkt und hier 3 Punkte. Dann hätte er am Ende seiner Runde 5, weil er in seiner Runde die Objectives eingenommen hat. Wenn ich dann dran bin, kann ich halt versuchen, mehr Modelle in die Objectives-Reichweite reinzubekommen, um eben dann am Ende meines Zuges mehr Modelle drin zu haben, um die Kontrolle zu übernehmen. Aber so viel erstmal dazu. Wichtig ist, es gibt für jedes Geländeteil immer auch eigene Regeln. Es gibt halt Geländeaufstellregeln, aber es gibt auch immer nochmal Aufstellungsregeln für das Geländeteil selber in dem jeweiligen Battletome. Da könnt ihr mal nachlesen, zum Beispiel beim Robertsbaum ist es so, das muss halt weg von meinem Territorium aufgestellt werden, also weg von der Mittellinie, 6 Zoll weg um ein Objective und 1 Zoll weg von irgendeinem anderen Gelände. Ihr seht, alles wurde eingehalten und das Objective und das Gelände vom Robert kann platziert werden.
So, das ist erstmal so viel alles zur Einführung. Wenn bei euch am Anfang, wir haben alle auch mal klein angefangen, ihr seht das. Bei uns ist natürlich jetzt schon ein bisschen anderes Material, Matten, Spiegelände und so weiter vorhanden. Wir haben früher auch alle so angefangen mit einer ganz normalen Platte auf dem Küchentisch und die Blumenvasen von der Großmutter hingestellt und einfach gesagt, das ist ein Wald und Vollgas. Es geht auch erstmal gar nicht darum, sondern erstmal überhaupt in das Spiel reinzukommen. Deswegen nur für euch mal als Hinweis. Das hier ist auch wirklich gar nicht so kompliziert, sowas zu haben. Mittlerweile sind die Preise von solchen Matten und Geländesachen gar nicht mehr so teuer, ne? Also es geht auf jeden Fall, ich sag mal so, für ein bisschen gebastelt kriegt man auf jeden Fall für 100, 110 Euro eine schöne Platte, würde ich sagen. Für zu Hause, ne? Dann kann man sich noch einen coolen Tisch bauen. Es gibt auch so fertige Spieltische, ne? Die man zusammenklappen kann und wegstellen kann. Also gibt es schon sehr, sehr viele coole Sachen. So, nämlich, okay, dann haben wir unsere Aufstellungen fertig gemacht. Es wird jetzt immer abwechselnd eigentlich aufgestellt. Man würfelt am Anfang einen Würfel mit einer Seitenwahl, wer von welcher Kante spielen möchte. Ich habe mich dann für die Seite entschieden, Robert für der drüben. Dann haben wir angefangen aufzustellen. Ich habe angefangen, Robert war nach dran. Aber ich habe länger gebraucht zum Aufstellen, weil man darf immer eine Einheit aufstellen. Robert war früher fertiger als ich. Das heißt, Robert darf nun entscheiden, zu Beginn der ersten Schlachtrunde, wer anfangen soll. Und er hängt nämlich dran, ab der zweiten Runde gibt es nämlich immer einen Indie-Wurf. Das bedeutet, es wird ermittelt, wer dann in der jeweiligen Schlachtrunde zuerst beginnt. Es kann deswegen bei dem Age of Sigmar Spieler dazu kommen, dass ein Spieler auch mal zweimal hintereinander dran ist, weil er mit einer Schlachtrunde beendet und mit einer neuen anfängt. Und dann spricht man hier halt eben von einem sogenannten Doppelturn. Und das hört sich am Anfang sogar auch immer viel, viel stärker an, als es ist, weil das kann sich teilweise auch nachweislich immer hinten raus auch nochmal wiederholen für den anderen Spieler. Hat aber sich in das Spiel jetzt mittlerweile sehr gut etabliert, auch wenn ich zum Beispiel auch noch nicht der größte Fan davon bin, gehört es aber zum Spiel dazu. Jetzt darfst du entscheiden, wer anfängt. Was für eine Reichweite haben die Jungs? 18. Und der? 24. 24. Oder nee, der 30. Schießt der schlimm? Nö. Dann fang du an. Okay. Dann hat der Robert entschieden, wir wissen nun Bescheid, was die Objectives gibt, wie viele Punkte es gibt. Er sagt, ich beginne die Runde und wir fangen nun an mit der ersten Schlachtrunde und mit dem ersten Zug von den Ogre Maw Tribes. Command Phase. Jawohl, Helden Hero Phase, ja. Command Phase ist bei 40k. Ist das bei 40k Command Phase? Ja. Okay, geil. Der Tyrant selber, also mein General, der darf immer, der hat immer einen großen Namen, wenn er aufs Spielfeld geht, weil alle Tyrants der Ogre haben einen großen Namen. Und man kann sich also aussuchen, ich mache das jetzt mal randommäßig, ich würfe einen W6, dann bekommt er nämlich jetzt einen zufälligen Namen von diesen 6 Stück, die es zur Auswahl gibt. Ich habe eine 4 gewürfelt, das heißt, das Modell selber hat einen Move Characteristics von 8 anstelle von 6. Also hat er einfach grundsätzlich 2 mehr Move, weil er ist der Longstrider. Cooler Typ, kann ich euch jetzt schon verraten. Das ist eine absolute Maschine, der Tyrant. Und in der Heldenphase bekommt jeder Spieler immer noch einen Command Point, also einen Kommandopunkt, Befehlspunkt. Das haben wir hier drüben gekennzeichnet, also das ist meine Seite, Robbys Seite. Und in der ersten Runde sind wir und ich habe einen Command Point. Und ich kann leider nur einen Zauber wirken, weil sonst nichts in der Reichweite ist. Ein Zauber ist ein Standardzauber, den ich wirke. Ein Mystic Schild, das wirklich mit dem Butcher. In der Nähe von meinem Objective bekomme ich plus 1 auf meinen Wurf vom Zaubern. Das heißt, ich würfel jetzt mit beiden Würfeln, bräuchte eine 6 und würfel eine 4. Das heißt, ich kriege nochmal eine plus 1, habe eine 5 und das reicht dennoch nicht, um den Zauber erfolgreich zu wirken. Andernfalls hättest du ja eh noch die Chance gehabt, dann den Zauber zu bannen, also meinen Gegenspieler. Was mit einer 11? 12. Nee, du kriegst nur 11. Du darfst nur die zwei besten Würfel nehmen. Ach so, stimmt. Der Robert hat das Artefakt, der Engine, der darf 3 Würfel nehmen, die 2 besseren immer nehmen. Mit einer 11 hättest du ja noch gebannt. Und somit ist bei mir schon, das geht sehr schnell, die Hero Phase rum. Und ich bewege jetzt meine Einheiten. Wie das funktioniert, können wir kurz einmal erklären, dann bewegen wir sie. Und zwar hat jede Einheit immer ja eine Move Characteristics auf der War Scroll stehen. Beispielsweise von 6. Wir machen das immer recht einfach. Wir gucken jetzt ein Modell, meistens das, was am weißen vorne steht, ziehen das jetzt 6 Zoll nach vorne und nehmen dann die anderen und schiebt die dann auf die gleichen Höhe hinterher. Da muss man nicht meistens sich auch bei jedem Modell einzeln messen. Gerade jetzt, wenn die in einer Reihe stehen, ist das ja auch recht einfach, um da hinterher zu ziehen, weil es da keine Unklarheiten gibt. Was man noch machen kann, jede eine, die sich bewegt, könnte man auch rennen lassen. Das bedeutet, man kann ein W6 zusätzlich werfen,
und gucken, um wie viel man sich weiter bewegen möchte. Wenn man aber rennt, darf man dann mit einer Fernkampfeinheit zum Beispiel nicht mehr schießen oder eben auch keinen Angriffswurf mehr ansagen, wozu wir auf jeden Fall später heute nochmal kommen. Somit ist das ungefähr, wie das Bewegen der Figuren aussieht. Jeder hat ja seine eigene Bewegung, das heißt, ich kann jetzt mit meinen Helden hier auch entscheiden, wie ich mich bewegen möchte. Kann die hier auch vorbewegen. Und mit denen hier zum Beispiel mache ich das mal live, mit denen würde ich jetzt zum Beispiel rennen. Das heißt nur eine 1 und die Kollegen haben eine 6er Bewegung. Und weil sie Oger sind, dürfen sie sich, sofern kein Gegner in der Nähe steht, 2 Zoll weiter bewegen. Das heißt, ich habe mit denen eine Bewegung von 9. Dadurch sind die Typen sogar sehr schnell unterwegs. Und die Mountfangs hier drüben, die haben eine Bewegung auf der Bosco von 9. Und 2 mehr wäre hier dementsprechend schon 11. Ihr seht das schon sehr, sehr weit. Jetzt könnte ich sogar immer noch rennen, auch noch wieder 6 dazu machen. Aber ich belasse das jetzt erstmal bei einer 11er Bewegung und versuche, das Objective etwas länger zu halten. Jetzt könnte ich ein bisschen überlegen, wie ich den Zug plane. Hier habe ich ja gesagt, die können 24 Zoll schießen. Fahre ich mit dem auf jeden Fall mal hier hin. Und meine Ogre Clutons, mein Liedbecher, kriege ich auch 8 Zoll nach vorne. Und mit denen hier hinter würde ich sogar noch rennen. Hier habe ich eine 5 gewürfelt, dadurch sind die recht schnell. Haben eine 6 plus 2 sind 8 plus eine 5 sind 13, sind sie schon sehr schnell unterwegs. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr Einheiten bewegt, dann müsst ihr immer eine Einheit auswählen, die ihr bewegen wollt und bewegt dann auch nie die. Es geht jetzt nicht, dass ich eine Einheit sage, ah, ich bewege den mal hier zur Seite kurz und bewege den hier irgendwie durch, das geht einfach nicht. Ihr müsst nacheinander bewegen und immer eine Einheit für eine Einheit, damit das gekennzeichnet ist, mit welcher Einheit ihr euch jetzt bewegt. Der Tyrant, mein großer General, der hat auch eine Grundbewegung, hier hatte ich ja eben gesagt, von 6 durch seinen Namen eine 8. Und der würde auch rennen, der hat aber noch nicht so viel Lust als Longstrider. Der bewegt sich hierhin. Jetzt habe ich nur, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich habe hier 2 durcheinander gebracht. So, okay, so ungefähr würde jetzt eine Bewegungsphase aussehen. Ich habe ungefähr gut auf die Seiten mich positioniert. In der Mitte des Objective habe ich auch mit meinem General eingenommen. Und nach der Bewegungsphase, nachdem ich also alles bewegt habe, darf ich jetzt in die Fernkampfphase kommen, sofern ich die Fernkampfwaffen habe und darf damit versuchen, auf meinen Gegner zu schießen. Schussphase! Jawohl, wir sind in der Schussphase und jetzt kann ich gucken, zum Beispiel meine Leadbecher. Leadbecher haben eine Reichweite von 18 Zoll, das heißt, ich kann jetzt mit beiden, weil das wird pro Modell gemessen, mit beiden jetzt zum Beispiel auf die Triaden schießen. Das heißt, ich wähle eine Einheit aus und sage, hey, die beiden Leadbecher sollen auf deine Triaden schießen und dann führe ich diesen Fernkampf auch erst aus. Das heißt, ich muss nicht erst alles ansagen, ich kann jetzt situativ entscheiden und ich würde jetzt anfangen und sagen, die beiden feuern auf deine Triaden und die Typen haben 2 D3 Schuss. Das heißt, ich muss erstmal ermitteln, wie viele Attacken die haben und dann ermittle ich mit 2 Zweien, habe ich nur 2 Schuss. Und ich würde dich jetzt auf die 4 plus treffen. Das heißt, 2 Würfel mit 4 oder mehr würde ich dich treffen. Einer ist eine 6, der trifft. Und der andere muss jetzt noch auf die 3 plus verwunden. Das habe ich geschafft mit einer 3. Und du darfst jetzt einen Rüstungswurf machen, einen Safe-Wurf. Ich kriege, wenn die Einheit aus 10 oder mehr Modellen besteht, normalerweise habe ich einen 5er Schutzwurf, dann kriege ich plus 1 auf den Schutzwurf. Heißt, da er kein Rent hat. Jetzt doch, ab 1. Echt? Dann wieder auf die 5. Genau, hältst du auf die 4 und somit auf die 5. Ah, dann ist ja eine weg. Und ich mache einen Schaden, jawohl, dann stirbt eine Triade. Jetzt kann man natürlich gerade jetzt beim Wegnehmen, bietet sich das an. Wir wissen ja, die beiden haben geschossen, die schießen noch. Wenn jetzt mehr Modelle gehen würden, würde ich natürlich gucken, dass ich die Modelle dann so wegnehme, dass tendenziell die Einheiten, die von ihm noch schießen können, nicht mehr auf die Jungs schießen können, wenn es relevant ist. Aber hier ist das jetzt, glaube ich, nicht so relevant, deswegen nehmen wir jetzt einfach die hier um. Das ist aber ein sehr taktisches Element, auf jeden Fall, dass man eben da schon gucken kann oder aus dem Sichtfeld rausbekommen, aus der Reichweite rausbekommen. Genau. Sehr gut.
Die nächste Einheit sind die hier, die beiden LED-Becher. Die haben auch noch die Triade im Sinn. Hier muss man immer gucken, was das Modell ist, was man sehen kann. Zum Beispiel er hier kann jetzt nicht durch den Wachturm durchgucken, um diese Triade hier zu sehen, sondern er kann nur diese Triade hier sehen. Das heißt, ich kann auf die zielen. Hätte er Robert jetzt noch die beiden wegnehmen können, wäre nichts mehr in Reichweite gewesen. So hätte man jetzt da schon einen Unterschied gesehen. Das ist immer ganz wichtig bei Sichtbarkeit, dass man eben eine Linie ziehen kann und das Modell sehen kann. In den Regeln ist das immer so beschrieben, dass man sich auch runterbeugen kann und gucken kann, ob man eben die Figur sehen kann. Prinzipiell reicht es, sobald man irgendetwas von der Figur sehen kann. Egal was, Hauptsache man kann sie sehen. Hier machen wir das gleiche. Das sind wieder die zwei Stück, die auch W3 Schuss haben. Hier mache ich mal ein 3er und ein 1er, also 4 Schuss auf dich mit einer 4 plus mit 3 Treffern. Und jetzt verwunde ich dich auch auf die 3. Dann mache ich 2 draus. Auf die 5 wieder. Kein Problem. Sehr gut. Die Rüstung der Bäumchen hat standgehalten. Als nächstes wähle ich die beiden Liedwäsche aus und die Konatander, den ich gerade angetatschelt habe, sind beide drinne. Hier auch wieder 2 Stück, auch mit 2x D3 Schuss. Hier machen wir mal 5, wir steigern uns immer ein bisschen. Die treffen auf die 4 auch, nur 2. Und die verwunden auf die 3, eine. Da haben wir einen 4er, 5er wegen Rent. Genau. Und nicht geschafft, das heißt, man macht eine Verwundung. Die Jungs haben 4 Wunden. 5 also sogar. Also haben wir, einer hat jetzt noch 4 Wunden. So. Jawohl. Genau, kann man auch immer mit Markern hinlegen. Wir machen immer Würfeln, damit man so mal gut erkennen kann, welcher jetzt gerade Schaden bekommen hat. Wichtig ist, wenn eine Einheit, also ein Modell Schaden genommen hat und man bekommt das nächste Mal Schaden, muss das immer das Modell bekommen, was bereits schon die Lebenspunkte verloren hat. Also es muss tot gemacht werden, bevor jemand anders eine Wunde kriegen kann. Ist immer ganz wichtig. Deswegen muss man auch echt immer so ein bisschen drauf achten, gerade wenn man irgendwie im Nahkampf was vorhat oder generell im Positioning irgendwie was machen will, dass man die Wunde dann anfangs so platziert, wie es dann auch im späteren Verlauf Sinn ergibt. Genau so sieht es aus. Ja, da ist aber die dicke Kanone noch. Die dicke Wumme will dir nochmal einen rein zwitschern. In die Jungs wieder? Auch in die Konatander machen wir mal. Die hat 24 Zoll, das ist dicke drinne. Und die hat aber nur einen Schuss mit der dicken Wumme. Und die trifft auf die 4 plus. 3. 5? Nein. Treffen wir schon mal. Jetzt verwundet sie auf die 2. Was? Ja klar, wenn die Kanone trifft. Ja, dann brauchen wir eine 1. Das ist gar kein Problem. 5. Und mit minus 2. Das heißt. Ein 6er. Jawohl. Nur eine 6 würde dich retten. Eine 3. Und sie macht W6 Schaden. Ach du lieber Himmel. W6. Komm, jetzt aber eine 1. Machen wir eine 6. Ui. Das heißt, der hier ist weg und der ist runter auf 3. So schnell geht's, Leute. So schnell geht's. Da wissen wir auf jeden Fall, was wir hier wegmachen müssen. Aber wir können ja heilen. Oh, stimmt. Guter Zauber. Jetzt ist meine Fernkampfphase rum. Nach der Fernkampfphase kommt die Charge- oder Angriffsphase. Jetzt kann man mit einer Einheit, die zum Beispiel in 12 Zoll steht, steht keine von mir, könnte ich jetzt versuchen, mit 2 Würfeln eben den Angriffswurf zu schaffen. Da wird einfach die 2 Würfel, das Wurfergebnis zusammengerechnet. Und wenn die Reichweite beispielsweise 8 beträgt und ich würfel eine 8, dann könnte ich meine Modelle in Angriffsreichweite bringen, also vorrücken. Wenn ich den Wurf nicht schaffe, dann dürfen sie sich eben gar nicht bewegen. Wichtig dabei ist, ein Wurf ist nur geschafft, wenn der Wurf, das Wurfergebnis ein halbes Zoll vor dem Modell auf jeden Fall beendet wird. Also wenn eine 7,5 notwendig wäre, gemessen, reicht eine 7. Ehrlicherweise, wir müssen auch nicht immer ganz so kleinlich sein. Meistens würfelt man auch erstmal und guckt, ob das überhaupt gepasst hat oder nicht. Weil Angriffe ansagen und würfeln kann man, sofern man im 12 Zoll ist. Ansonsten darf man es erst gar nicht probieren. Und dann kann man auch selber noch nachmessen, wo man hinkommt, ob man jemanden erreicht oder auch wen man erreichen will. Das heißt, ich muss keinen Charge ansagen. Wenn jetzt ein Modell von mir hier stehen würde und ich würfel eine 10, dann könnte ich mir aussuchen, wo ich jetzt genau hingehen will, weil je nach Wurfergebnis eröffnen sich ja vielleicht auch noch ganz andere Optionen, wo ich meine Modelle hinbewegen möchte.
Ansonsten haben wir jetzt nach der Angriffsphase kämen noch die Nahkampfphase, die Combat Phase, die haben wir jetzt nicht, weil wir keinen Nahkampf haben. Kommt gleich. Genau, kommt auf jeden Fall sicherlich heute noch. Und zum Abschluss, damit wir alle Phasen durch haben, gibt es noch die Moralphase, ist immer sehr spannend. Battleshock Phase nennt man das, ist somit, ob die Einheiten Moral beweisen, und zwar wenn sie Einheiten verloren haben, müssen Einheiten immer einen Moralwettest bestehen, und zwar deshalb, weil dann die Einheit keine Angst bekommen soll und irgendwie Modelle aus der Truppe weglaufen. Battleshock muss nur eine Einheit machen, die Modelle verloren hat. In dem Fall haben wir dieser Runde, also in diesem Zug, die Dryaden ein Modell verloren und die Körnertander ein Modell verloren. Jetzt guckt man sich diesen Mutwert auf der War School an. Eine Dryade beispielsweise hat 6 Mut. Für jeweils 10 Modelle pro Einheit darf man immer 1 auf den Mutwert drauf rechnen. Das heißt, da wir noch über 20 haben, hast du also eine Mut 8. Und eine ist gestorben. Das heißt, wir ziehen 1 von der 8 ab, sind wir bei 7. Und wenn man jetzt mit einem Würfel über die 7 Würfel würde, würde man die Differenz an zusätzlichen Modellen eines verlieren. Aber nur mit einem Würfel. Das bedeutet, da du eine 7 hast, kannst du mit einem Würfel da gar nicht drüber würfeln. Und deswegen kann in dieser Battleshock-Phase von den Dryaden keine weglaufen. Die sind eben zu resistent, weil eine ausgeschaltete macht der Truppe nichts, dass irgendwann sagen würde, ey, wir haben Angst, wir laufen hier weg. Jetzt gucken wir nochmal die Körnertanter dagegen. Die haben Mut 7. Das heißt, wir haben einen verloren, sind wir bei 6. Auch mit einem B6 ist es nicht möglich, über eine 6 zu würfeln. Deswegen ist diese eine verlorene Körnertante eben nicht so tragisch, so dass die Körnertante auch selber da keine Angst bekommen können und sind resistent. Wenn jetzt 2 gestorben wären, hätte ich jetzt geschafft, 2 umzubringen, hätten wir die 7 minus die 2 gerechnet, wären es bei einer 5. Dann hätte der Robert testen müssen, wenn er eine 6 gewürfelt hätte, wäre ja 1 mehr als 5 gewesen, dann wäre noch ein Modell geflohen. Das wäre natürlich bei Körnertantern sehr tragisch gewesen. Aber zu deinem Glück, lieber Robby, kommt es erst gar nicht so weit und wir können die Modelle einfach so aus dem Spielfeld entfernen, weil keiner sonst mehr fliehen kann. Deswegen haben wir das Rundenende und oder Zugende, und am Zugende gibt es jetzt eben Punkte, und zwar für mehr Modelle in einem 1 Objective kriegt der Spieler, der gerade dran war, Punkte. Das bedeutet, in diesem Objective habe ich mehr Modelle, weil du keins hast. Hierfür kriege ich 1 Punkt. Hier bin ich drinne, kriege 3 Punkte, hat mir am Anfang ermittelt. Das hier ist Mehrwert in dieser Schlachtrunde. Und hier drüben bin ich auch drin und du hast nichts. Das heißt, ich bekomme für diese Runde 5 Punkte, 5 Victory Points. Und meine Runde endet damit. Und das Gleiche, was wir jetzt auf meiner Seite gemacht haben, der Robert hat ja jetzt nur zugeguckt und musste ab und zu sich ein bisschen verteidigen. Und jetzt ist das Schöne, jetzt ist eben sein Zug dran. Und der kann jetzt mit allem, was er hat, versuchen, mich zu verprügeln oder mir es zurückzuzahlen. Um es so zu sagen. Yeah. Zug Nummer 1 in der ersten Runde. Zug Nummer 2. Da hinten ist er. In der Heldenphase. Hiermit geht's auch los. Der Treelot Ancient. Darf. Einmal pro Schlacht. Umsonst. Jawohl. Innerhalb von 18 Zoll einen Wildwood beschwören. Das war früher mit Würfeln, das ist jetzt zum Glück alles nicht mehr. Das darf er einmal echt umsonst hier. Und jetzt mache ich das einfach so, innerhalb von 18 Zoll, 1 Zoll weg von dem Gelände. Genau. Hole ich mir jetzt einen Wald und ich mache das vielleicht nochmal so ein bisschen an meine Truppen dran hier. Genau. Ist total cool, die Fähigkeit an sich. Wichtig ist hier das Wording, weil es heißt vollständig innerhalb von 18 Zoll. Das bedeutet, alle Elemente des Geländestücks müssen innerhalb von 18 Zoll sein. Wenn da stehen würde, nur innerhalb von 18 Zoll, muss nur irgendein Teil innerhalb von 18 Zoll sein. So musste der Robert gewährleisten, dass vom Ancient das ganze Stück alles innerhalb von 18 Zoll ist. Sehr gut, das konntest du einmal in deiner Heldenphase machen. Genau, dann mache ich mit ihm die grüne Harmonie. Jawohl. Und zwar darf ich dann W3 getötete Modelle wiederholen. Von den einen. Von dem Körnertander. Also bei ihnen wäre es einer. Genau. Ja. Bei Triaden sind es W3. So. Kommt auf die 7. Ich darf ja 3 W6 nehmen und suche mir dann die 2 höchsten aus. Ach, du nehmen wir mein. Nehmen wir das. Ich versuche zu bannen. Kannst du nicht? Doch, ich krieg bloß 1 auf Bann. Ich könnte es schaffen mit einer 13. Wenn die in Nähe vom Geländestück sind. Habe ich aber nicht. Okay. Das heißt, das ist natürlich nicht schlecht.
Er hier kommt wieder. Jawohl. Und jetzt kann er, weil er einen Zauber erfolgreich gewirkt hat, eine Einheit innerhalb von 18 Zoll war es, glaube ich. Jawohl. Ne? Um W3 heilen. Genau. So, um 1. Dann ein, dann ist der wieder hoch auf 4. Ah, 1 noch mehr, wären wir alle vollständig gewesen. Ja, achso, ich kriege übrigens auch ein Komma. Ja, habe ich hier schon hingemacht. Ja, und dann können wir auch schon mit ihr loslegen. Sie kriegt auf die 7. Sie, da drüben ist das? Wo ist sie denn? Hier ist sie. Jawohl. Auf die 7 bekomme ich 10 Dryaden dazu. Genau. Das ist ein Beschwörungszauber. Och, Leute. Nee. Ups. Ja. Auf die 7 kann er 10 neue Triaden beschwören. Das ist eine sehr interessante Spielmechanik, weil dann bekommt ein neuer Einheitenblock. Und der Typ denkt gar nicht, dass ich button kann. Der ist schon auf der Suche nach seinen 10 Triaden. Überlegt euch das mal, ihr lieben Leute. Ich versuche erstmal zu bannen hier mit meinem Firebelly. Nee, habe ich nicht geschafft. Mist. So. Und die Regel ist, wenn man eine neue Einheit immer aufs Spielfeld beschwört, bei ihr steht halt drin, dass sie in dem Wald aufgestellt werden muss und 9 Zoll eben von einer feindlichen Einheit weg. Jetzt hat der Fuchs sogar den Wald so clever aufgestellt, dass er die 10er-Truppe sogar da reinstellen kann und kann sie damit eben zu seiner Armee hinzufügen. Also kommt er jetzt sogar theoretisch gesehen über diesen 1240-Punkte-Stand hinaus und hat nochmal für 100 Punkte neue Triaden aufs Spielfeld gehört. Ist aber geholt. Ist aber eine unfaire Spielweise, oder? Mhm. Hast du mir beigebracht. Ja, genau. Ich. Perfekt. So, während Robert das noch aufstellt, seht ihr das jetzt hier in dem Wald schön rein. Das ist halt unfassbar schön. Übrigens bei Silvernet mit diesen Wäldchen aufbauen. Die bringen sogar noch viele, viele andere schöne Vorteile. Die haben jetzt noch keine Relevanz gehabt, denn, ja, wir können es euch mal sagen, immer wenn ein Zauberer einen Zauber wirkt um einen Wald, kriegen feindliche Einheiten, die in der Nähe stehen, auf die 5 plus nämlich auch noch D3 tödliche Verwundungen. Das heißt, wenn der Engine sich jetzt zum Beispiel weiter nach vorne bewegt oder zwischen zwei Wälder stehen, können feindliche Einheiten, die egal um welchen Wald stehen, immer dann tödliche Wunden bekommen für jeden Zauber, der da gewirkt wird. Das ist sehr, sehr coole Mechanik. Also das Schöne ist ja eigentlich auch hier, weil ich sie beschworen habe, 9 Zoll weg, in meiner Command Phase, jetzt kommt meine Movement Phase oder Shooting Phase, Movement Phase, kann ich sie ja nochmal bewegen. Das heißt, also. Bewegen dürfen die sich, glaube ich, nicht, nur chargen. Sicher? Ja. Dann, okay, schade. Ja. Sie gehen mir nämlich gerade so durch den Kopf. Ja, aber ansonsten, genau. Also chargen dürftest du schon. Das ist halt noch das Coole dran. Und sind halt nur 9 Zoll weg. Und sie sind halt natürlich eine, die sogar jetzt innerhalb des Objectives stehen. Und da im Objective zum Beispiel mehr Modelle zählen und ich habe nur 1 drin und dadurch holt der Robert jetzt hier schon 2 oder 3 drin, hat allein schon durch die Beschwörung jetzt die Kontrolle, hätte er die Kontrolle auf das Objective. Ziemlich, ziemlich cool so. Okay, dann ist, glaube ich, die Heldenphase an sich so durch. Was wollte ich auf jeden Fall nochmal zu den Silvernet dazu erwähnen. Es gibt ja immer so treue Fähigkeiten, ihr habt es eben bei mir gehört, die Ogre können sich 2 Zoll weiter bewegen, wenn sie halt keinen Gegner im Umkreis haben. Bei Silvernet ist das zum Beispiel so, man kann eine Einheit, anstelle sie auch am Anfang aufzustellen, an die Seite stellen und dann entscheiden sie halt später in irgendeiner Bewegungsphase, ich glaube maximal in der 4. Um so einen Wald aufs Spielfeld zu platzieren. Das heißt, sie kommen dann einfach raus, erscheinen an dem Waldrand immer. Oder man kann auch Einheiten von durch einen Wald irgendwie durch die Pfade laufen lassen und kommen dann dürfen auf dem anderen Wald aufgestellt werden. Das kann man mit einer beliebigen Silvernet-Einheit pro Runde machen und mit den großen zusätzlich immer noch. Das heißt, der Ancient kann zum Beispiel ohne sich zu bewegen sich auch einfach hier rausbloppen kommen. Ist auch immer eine coole Strategie. Gefällt mir gut. Du hast dir schon Gedanken gemacht? Schießen gleich, oder? Erstmal bewegen, aber ja. Also, stimmt, war ja so. Ja, dann bewegen wir jetzt erstmal. Und ja, Spite Revenants, 5 Zoll. Jetzt muss ich halt echt überlegen, ich bin ja auch so ein bisschen raus, aber will ich jetzt in den Nahkampf gleich oder nicht? Aber wir gehen jetzt einfach mal, wir gehen jetzt einfach mal nach vorne, die 5 Zoll. Hier drüben ging es ja schon los. Und wie geht's weiter? Hier, Triaden, nach vorne. Triaden-Attack. Warte mal, da müssen wir nochmal genau messen. So. Jupp. Die haben 7 Zoll, ne? Jupp. 7 Zoll Move. Ne, ihr seht jetzt schon, der Robert hat sich so grundsätzlich jetzt näher in Position gebracht. Für den Angriff. Für den Angriff. Genau. So, die Kernet Hunter, denke ich, bewegen wir. Eigentlich müssen wir das auch gar nicht. Aber. Einfach mal ein Stück, die haben 5 Zoll.
Tree Lord Ancient hat 5 auch nur. Der ist ja auch super langsam eigentlich, ne? Jupp. Der ist nicht so schnell. Aber einen guten Fernkampf, der Kollege. Ja, aber da ist halt echt mit Angriff dann nichts mehr. Dann haben wir die Jungs hier hinten, die advancen. Rennen, meint er damit? Ja, die rennen. Die haben richtig Bock, wie ihr seht. 6. 6, die haben schon, dann sind wir bei 11. So weit wollen wir, oder? Wollen wir so weit? Ah, warum nicht? Ja, eigentlich, warum nicht? Dann halte ich auf jeden Fall das Missionsziel hier. Hinter der Hütte kommt er hervor, da. Ja. So. Dann halte ich dann nämlich gleich. Ach so, die dürfen sich ja nicht mehr bewegen. Nee, dann wird es schwierig mithalten. Aber warte mal, wir haben jetzt, du hältst, wenn du 6 Zoll vom Mittelpunkt jetzt aber, ne? Hm. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Modelle drin. Du hast viel drin, auf jeden Fall. Und übrigens denken wir uns, alle meine zählen doppelt. Ach gut, dann, warte mal, dann ist das Quatsch. Dann mache ich. Die Oge haben eine Sonderregel, und zwar dürfen zählen normale Infanterieeinheiten immer zweifach bei der Ermittlung der Kontrolle als 2 Modelle. Und wenn ich jetzt einen Mammut hätte, das würde sogar als 10 Modelle zählen. Das ist ganz cool für die, also als Fraktionstreuefähigkeit für die Öger. Die rennen auch? Die Triaden hier hinten? Die Rollo. Die haben auch Bock. Boah, was ist denn hier los? Du würfelst aber. 7 plus 6, Junge, Junge. So ist das, wenn man mit meinen Würfeln spielt. Super, ne? Ja, bei mir nicht. Tatsächlich doch überlegen können. Aber so weit gehen wir jetzt nicht. Ups, das kann natürlich auch immer mal leicht passieren. So. Ich habe jetzt 2 Zoll weniger bewegt, deswegen ziehe ich die jetzt so nach. Bei normalen Battle Reports, wenn ihr die guckt, kennt ihr das ja bei uns, dass wir grundsätzlich die Bewegung selber nicht als solches aufnehmen. Aber jetzt, gerade in diesem Einführungsvideo, ist das halt nochmal besonders wichtig, damit man das einfach mal auch sieht, wie jetzt ein Spiel so auch bei uns immer funktioniert. Wir machen da an sich ja auch nichts anderes als ihr alle auch. Also immer messen von dem ersten Modell aus, sieht man jetzt auch wieder beim Robert ganz gut. Und die restlichen, die weiß er ja, die stehen jetzt auf der gleichen Höhe. Die kann jetzt einfach nachziehen, sodass man jetzt nicht theoretisch gesehen von jedem einzelnen Modell nachmessen muss. Kommt auch immer ein bisschen daran, wie genau man das immer nehmen will. Aber grundsätzlich will ja auch hier von uns jetzt ja keiner mehr bewegen, als er eigentlich darf. Deswegen hat sich das so ein bisschen etabliert, beim ersten vorne zu messen, den auf maximale Bewegungen zu ziehen und dann die restlichen hinterherzustellen. Ich sag mal so, auf dem Turnierniveau macht man da, guckt man schon manchmal ein bisschen mehr. Ist jetzt der, wenn jetzt einer hier vorne hier zum Beispiel hier rüberlaufen würde, dann würde man schon gucken, muss das auch sagen, welcher das ist. Aber für die heimischen Spielchen auf dem Tisch, auf dem Heimattisch, da sollte man sich immer auch als Mitspieler so finden. Deswegen. Jetzt mit den 13 Zoll, ich habe ein bisschen was abgezogen, dann ziehe ich das nach vorne. Ich denke, das sollte jetzt alles. Aber ihr seht, easy gehen, jetzt ja. Greife ich hier schon mal ein bisschen ein. Ich bin ja ein begnadeter Silbernet-Spieler seit neuestem. Und beispielsweise, ne, die Wälder von den Silbernet sagen grundsätzlich auch aus, zu dem, dass sie im Gelände sind, dass man durch einen Wald nicht durchgucken kann. Das ist besonders wichtig. Das heißt zum Beispiel, meine Schützen von hier hinten können durch diesen Wald nicht die Leute sehen, die hier hinten stehen. Aber der Robert hat es jetzt selber erkannt. Die Konotante hätten zum Beispiel nicht durch den Wald durchgucken können, um auf meine Modelle zu schießen, weil eben die Base durch den Wald durchgegangen wäre. Deswegen haben wir es mal kurz korrigiert, das passt schon, damit die 3 Konotante an dem Wald vorbei zum Beispiel Sichtfeld haben. Das ist hierbei besonders wichtig, das macht aber ebenfalls die Wälder auch ziemlich stark, weil sie eben die Silvernet-Einheiten verbergen können. Somit bist du mit deiner Bewegungsfahrte fertig. Jo, Schussphase. Okay. Dann starten wir mit der Shooting Phase. Ja. Und du möchtest anfangen mit den Cornet Hunter. Die haben immer 2 Schuss. Jawohl. Treffen auf die 4. Einsen darf ich jetzt wiederholen, weil ich hier eine Zauberin in 12 Zoll habe. Moment noch kurz. Immer einer der Einheit ist meist auch ein Champion. Und bei den Cornet Hunter ist das so, der trifft besser. Oh ja, stimmt. Und ich glaube, du hast 2 graue und 4 blaue, dann passt das sogar. Ach so, richtig, genau. Ich dachte, du hättest das extra so gemacht, gut. Das heißt, die grauen Würfel sind in dem Fall der Schuss von dem Champion, der trifft eben besser um 1 und die blauen Würfel die beiden anderen. Er kann jetzt aussuchen, auf wen er schießen möchte, dabei dürfte er auch
Modelle anderen Einheiten zuteilen oder sogar auch, wenn man jetzt in dem Fall sogar zwei Attacken hat, kann man auch sagen, man schießt 1-1. Die Option hat man immer. Geht aber alles jetzt auf die Jungs. Alles auf den Dreierblock Glutons. Genau. Okay. Einsen dürfen wir wiederholen. Jawohl. Dann treffen von dir viele. 5 von 6. Ja, das ist echt stark. Jetzt auf die Dreien verbunden. Genau. Das sind tatsächlich 4 mit minus 1. 4 mit minus 1, die haben einen 5er. Dadurch haben sie nur noch einen 6er. Da habe ich keinen von gemacht. Okay. Das bedeutet, du machst 4 mal D3 Schaden. Ja. Das ist halt echt. Das war fair. 5 Schaden. 5 Schaden. Einer von denen hat leider nur 4 Leben. Das heißt, es stirbt schon der Vorderste. Und jetzt darf ich noch, muss ich noch eine weitere Wunde zuteilen. Und die gebe ich beispielsweise jetzt dem. Wo habe ich den Champion sterben lassen? Das würde ich gerne ungern. Ich lasse den Standartenträger sterben und gebe dem dahinter auch noch eine Wunde. Teile die ihm zu. Das heißt, die hat auch noch 3 Leben. Ja. Das war schon mal ein ordentlicher Fernkampfangriff. Wer sagt, dass die Bögen schlecht sind? Ja, sind halt, ne, der Schaden ist halt random, ne? Yep. Ja, dann er hier schießt auf die Jungs. Der Ancient. Genau. Jawohl. Mit seinem Stab. Ja. Und zwar eine Attacke auf die 3. Ja. Mhm. Und dann wieder auf die 3. Jawohl. Dann mit minus 1 bitte. Ich glaube grundsätzlich, der trifft auf die 2. Ach so, okay. Aber alles gut. Stimmt. Weil du noch volles Leben hast. Hast du recht, 2 ja. plus. Rent minus 1? Ja. Auf wen? Auf die hier? Genau. Das heißt, die haben auch nur einen 6er. 2. Nicht durch, wie viel Schaden? D6. Ach! Ui! Das ist hart. Das stimmt, noch hart. Einer. Und einer hat nur 3 Leben. Gut, dann machen die Bögen genau das gleiche da rein. Du willst mich aber zerfetzen, du. Gucken wir mal. Jawohl. Gleiche Sache, wieder auf die 4. Auf die 4 und auf die 3. Also die hier auf die 3, die auf die 4. Und dann dürfen wir die Einsen wiederholen. Nichts. Oh. Auf die 3. Jawohl. Nur der Champion alleine macht. Dann aber 2 mal minus 1. Alles klar, 2 mal minus 1. Wieder aber nur auf die 6. Habe ich noch keine mal gemacht. Habe ich schon wieder nicht gemacht. Oh, das rappelt sind 4 Schaden. Nochmal 4 Schaden. Das heißt, ich kann die 3 einfach weiterschieben. Und der hier ist ebenfalls tot. Hilfe! Ja, guter Fernkampf bis jetzt. Das ist ordentlich. Solide. Dann war es das mit Fernkampf. Ich glaube, die Branch Wraith hat nichts mehr mit Fernkampf. Wenn ich das Nein. richtig. Nee. Ja, dann kommen wir schon in die Angriffsphase. Jetzt bin ich gespannt. Die hier drüben sind ja gerannt. Die sind gerannt. Genau, die hier auch. Die, das ist ein Trupp hier außen, aber der hier in der Mitte kann ja chargen. Die dürften es probieren, genau, das sind diese Neubeschworenen, die dürften es auf die Neuen probieren. Genau. Auch wenn der Derobe den Neuen schaffen würde, könnte er immer noch entscheiden, ich will gar nicht, aber es liegt an ihm. Ui, da haben wir die 10. Das denke ich aber, werden wir tun. Da müssen wir halt nur gucken, wo wir hinkommen. Das ist halt die Frage. Hier ist, das sind halt nur 10 Stück. Was kann, er sieht biestig aus hier, ne? Da kann schon was, aber nichts, wo man jetzt unendlich viel Angst vorhaben müsste. Ist halt die Frage, was machen wir? Was machen wir? Ich glaube, du kannst ja auch eine heroische, das ist jetzt halt so eine Sache, ne? Wenn ich jetzt in 3 Zoll bin, kannst du ja auch eine heroische Intervention ansagen, beziehungsweise in Fight gehen, ne? Oder ich bin wenn du, in Fight. Wenn du innerhalb von 3 Zoll gelangst, dann darf ich automatisch, weil ich dann Teil des Nahkampfes bin, darf ich reinpeilen. Ja. Ja, deswegen weiß ich aber ehrlich gesagt. Die Frage ist, ob du es musst, weil Dryaden haben ja auch 2 Zoll Attacken, 2 Zoll Range. Das heißt, sie können sogar von ihrem zweiten Glied aus attackieren, weil die Bases kleiner sind als 2 Zoll. Und dann kann man eben auch Einheiten der Dryaden hintereinander stellen. Und dann kann sogar die aus der zweiten Reihe, die erste Reihe, die zweite Reihe, mit attackieren. Ja, wir gucken mal, wie wir das machen. Hier wird fleißig also Dryaden reingestellt. Immer hier einen anderen Angriffswinkel. Wir sind hier im großen Ansturm durch ihren neu beschworenen Wald, wo die Triaden rein beschworen wurden. Du alter Beschwörer, du. Mhm. Und stürme jetzt hier vorne an dem Wachturm vorbei in meine Fernkämpfe. Aua.
Oger natürlich auch als Fernkämpfer eigentlich im Nahkampf gut, mit so einer dicken Wumme. Da kann man das schon mal machen, ne? Muss auch mal auch was kommen. Warte mal, hier habe ich einen Fehler gemacht. 2, 4, 6, 8, 9. Eine fehlt noch. Irgendwie fehlt hier eine, nämlich die hier. Jupp. Okay. Das ist aber dann hier, ne? Das passt. Wichtig ist immer, genau, hast du ja auch jetzt gemacht, immer 1 Zoll Kohärenz muss man immer haben. Einheiten müssen immer mindestens 1 Zoll zu einem anderen Modell der Einheit stehen. Ich habe hier vorne vorhin irgendwie falsch weggenommen. Ich glaube, das war irgendwie hier hinten eine. Aber es passt schon. Wir wussten ja eh, dass du 9 Zoll weg bist. Hast einen 10er Zoll gemacht, das 10 Zoll Charge geschafft. Das ja. Passt. Dann jetzt kommt noch hier drüben, möchtest du auch noch chargen? Ja, tatsächlich, du hast 3 Einheiten, du zählst aber irgendwie doppelt, hast du gesagt. Ich zähle jetzt hier aktuell als 6 Modelle. Okay. 6. 6. Wir haben 6 Zoll weg. Ja, das schaffe ich nicht. Ich charge hier noch. Mhm. Und mit einer 9. 9, auf jeden Fall klappt das auch. Jetzt ist er im Attack-Mode. So. So. Ja, das ist, wird nichts. Das wird nichts. Das Schöne ist, wir sehen es ja gerade, er hat 9 Zoll gecharged. Man kann jetzt auch einfach nur mit einem hier vorne dran gehen und den Rest hier so ein bisschen rundherum basteln, dass man versucht, außerhalb von 3 Zoll von den anderen zu bleiben. Das machen wir auch. So. Und es gibt ja dann immer noch zu Kampfbeginn auch noch eine Pile-In-Bewegung. Das bedeutet, man kann sich noch bis zu 3 Zoll immer um das nächste Modell noch ranbewegen oder an das nächste Modell ranbewegen. Man darf sich nur nicht von dem nächsten Modell entfernen. Das zeigen wir euch gleich nochmal, wie das genau funktioniert. Ja. Das hier ist auf jeden Fall ein sehr kluger Angriff, weil er jetzt sehr, sehr viele Modelle in das Objective bekommt und damit eben die Kontrolle bekommt. Dann probieren wir das einfach nochmal mit dem hier. Heute hast du schon sehr gut gewürfelt, das fehlt jetzt noch. Nee. Okay, was wäre es gewesen, eine 11? Ich denke, auf jeden Fall eine 11. Okay. Ja, irgendwie sowas, ja. Okay. Ja, so, noch einen Charge, oder? Nee, ich denke, das reicht. So, jetzt wird's spannend. Ja. Jetzt hätten wir Effekte, die noch zum Beispiel am Ende der Charge-Phase kommen. Bei mir ist es zum Beispiel so, alle Oger, die chargen, die machen Aufpralltreffer. Das heißt, wenn sie chargen, können sie tödliche Verwundungen hinzufügen. Haben wir aber nicht, weil ich gecharged wurde. Und jetzt kommen wir in die Combat-Phase. Und zu Beginn in der Combat-Phase, bitte? Genau, zu Beginn der Combat-Phase mache ich erstmal mein bezauberndes Lied. Ne? Ja, dann... Den? Ja. Auf die? Die Triaden dürfen dann einen Gegner auswählen, auf den sie ansingen. Dann bekommen sie plus 1 auf den Treffer. Und hier machst du es auf die beiden. Genau. Und hier natürlich auf ihn. Genau. Genau. Dann würde ich die tatsächlich mal aktivieren hier. Das ist jetzt halt schwierig. 3 Zoll bin ich sowieso schon. Es gibt ja so coole 3 Zoll Schablonen. Damit kann man auch ganz cool bis zu 3 Zoll peilen. Da bin ich sowieso schon drin. Wir haben hier sogar einen bei uns im Club, der unsere eigenen Mini-Paradise-Designs für so 3-Zoll-Schablonen gemacht hat. Ich hatte es cool, 3 Zoll, 2 Zoll, 1 Zoll. Ist auch immer bei uns auf den Turnieren geschenkt. So. Da bist du... Upsala, jetzt habe ich den hier bewegt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Dann gehe ich mit dem einfach noch ein Stückchen hier rüber. Das, was natürlich jetzt sehr interessant ist, das heißt, wir haben jetzt in der Combat Phase angefangen. In der Combat Phase kann man dann auch immer Fähigkeiten töten, man kann Common Abilities ausspielen und so weiter. Da gibt es eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Das Einzige, was natürlich ein kleines bisschen und auch ein sehr taktisches Element ist, wenn man jetzt in der Nahkampfphase beginnt, da es Herr Roberts Zug ist, darf er als erstes eine Einheit auswählen, hat jetzt die Triaden ausgewählt, ist aber immer danach abwechselnd in der Reihenfolge. Das heißt, danach bin ich dran und darf ich zuerst eine Einheit auswählen, mit der ich zuschlagen möchte. Das heißt, wenn man jetzt natürlich mit vielen Einheiten charged, also eine Angriffsbewegung durchführt, muss man sich trotzdem immer bewusst sein, dass man eben nicht in jedem Nahkampf, den man beginnt, zuerst zuschlagen darf. Das ist eine ganz andere Regel, als jetzt beispielsweise in 40k wäre. In 40k, glaube ich, darf ja immer die zuerst gecharged ist, auch direkt den Kampf beginnen, richtig? Genau, die Gechargten dürfen da alle zuerst zuhauen, aber dann geht es ganz normal mit den regulären Aktivierungen. Allerdings kann man da auch dazwischen hauen, aber ja. Das ist jetzt hier erstmal nicht der Fall. Hier ist es nur wichtig zu gucken. Wenn ja aber jemand jetzt innerhalb von 3 Zoll um eine Einheit kommt, nehmen die also am Nahkampf alle teil. Demzufolge wurden die jetzt zwar angecharged,
aber die sind ja schon drin und die hier befinden sich auch innerhalb von 3 Zoll und können sich somit zum Kampf mit reinbewegen. Beim Pile-In, das hat der Robert ja schon gemacht, muss ein Modell sich maximal, darf es sich bis zu 3 Zoll bewegen, muss aber seine Bewegung mindestens genauso nah an dem Modell beenden, an dem es vorher war. Beispielsweise, wenn es jetzt hier Base-Kontakt gab von diesem Modell an meinem Ogre hier, dann darf die Triade auch, dürfte sogar bis zu 3 Zoll hier rumlaufen, sofern sie den Base-Kontakt eben behält. Ist das ein Modell zwischen der zweiten Reihe, könnte eben auch, weil das nächste Modell ist, auch hier vorne dran gehen. Jetzt ist es zwar näher an dem Modell, aber ist noch genauso nah an dem Modell dran. Das heißt, man hat da schon viele taktische Möglichkeiten, die man machen kann, die im ersten Blick einem nicht so richtig auffallen, aber es hat sehr viel Tiefe, wie bewegt man sich und wie stellt man sich. Und das macht auch sehr viel Spaß, das ein bisschen zu durchdeklarieren und auch sich eine Taktik zu überlegen. Ich persönlich finde, man sollte aber auch insgesamt nicht immer viel zu kleinlich bei den Sachen sein, aber regelkonform spielen natürlich eben auch. Gut, ja, die hauen zu. Die Triaden hast du ausgewählt. Durch das Baumlied haben wir jetzt immer 2 Attacken pro Modell. Sind wir bei 16 Attacken, weil 8 Kämpfen sind mit diesen 2 Zoll, was Marcel gerade angesprochen hat. Entsprechend jetzt, also 8 mal 2, 16, auf die 3. Also wenn man Bock hat, viele Würfel zu schmeißen, dann spielt man auf jeden Fall Triaden. Absolut. Und dann verwunden wir auf die 4. Wobei ich allerdings sagen muss, das waren nicht so viel. 4 Stück ohne alles. 4 Stück ohne alles, das bedeutet, wir haben ein 5er Safety, liegt welche. Und da teste ich mal. Habe ich nur einen geschafft. Ui, das heißt, wir bekommen schon wieder 3 Schaden. Und einer von den Liedbechern selber hat sogar nur noch ein Leben davon. Genau, dann darfst du. Jawohl, ich habe nicht mehr so viel Auswahl, weil hier habe ich ja keinen taktischen Vorteil mehr. Es darf jeder nur einmal aktiviert werden. Und er hier, bevor er jetzt ganz zugrunde gerichtet wird, peile ich mal hier rein und attackiere mit allem, was ich habe, eben auch auf die Triaden. Leider habe ich jetzt eben hier nur noch ein Modell von den coolen Ogre-Kluttons. Jetzt kann ich mir meine Karte hier aufmachen und sehe, dass einer von den Ogre-Kluttons alleine schon 3 Attacken hat und trifft auf die 3-3. Und weil das eben der Anführer der Gruppe ist, hat der noch eine Attacke mehr. Das heißt, ich habe 4 Attacken, treffe auf die 3 und verwunde auf die 3. Und die Sonderregel bei der Bewaffnung hier ist, für jede 6, die ich beim Hitwurf mache, erziele ich 2 Treffer anstelle von 1. Dann wollen wir mal auf die 3. Kann man das so, ja, kann man machen. Nur eine. Auf die 3. Den mache ich. Das bedeutet kein Rent für dich. Also auf die 4, weil ich plus 1 kriege, weil ich 10 oder mehr Modelle habe. Das stimmt. Nichts. Den machst du nicht. Und Schaden? 2 Schaden. Okay. Und als letztes darf jeder Ogre noch beißen. Das ist auch noch einmal nur eine Attacke auf die 3, auf die 3. Den mache ich und verwunde auch auf die 3. Auch kein Rend, nur 1 Schaden. Und den machst du. Wichtig ist, Robert hat gerade gesagt, er hat bei der 10 Modelle ein 4er Save. Alle Attacken werden immer zeitgleich abgehandelt. Also wenn ich jetzt auch mit der habe ich eine Verwundung gemacht, trotzdem hat der Robert mit den 3ern noch ein 4er Save, weil er zu Beginn der Kampfrunde eben 10 Modelle besaß. Jetzt wird's ganz übel. Den darf ich nicht mehr bewegen, weil du da ja schon im Base-Kontakt warst. Genau. Aber hier dürfen wir auf jeden Fall rumpeilen, dann bin ich hier näher. Hier wichtig dabei ist auch trotzdem, immer zu darauf achten, macht der Robert jetzt, weil er schon ein kluger Fuchs ist, wenn er jetzt innerhalb von 3 Zoll kommen würde, würde immer eine neue Einheit auch sich in dem Kampf mit involvieren. Das heißt, er könnte damit sogar auch übers Peilen neue Einheit in den Kampf holen. Ob vielleicht will er es aber auch nicht. Das heißt, man muss sich da dessen schon bewusst sein beim Peilen, dass man eben außerhalb der Reichweite von anderen Einheit bleibt, falls man sie eben nicht im Kampf holen will. Oder eben reinpeilt, kann auch ein taktisches Element sein, um diese eben in den Nahkampf mit zu binden. So, dann hier wieder 6 Stück sind jetzt nur kämpfend. Also 12 Attacken auf die 3. Die wollen nicht so richtig, die Triaden heute. Auf die 4. Da jetzt wollen sie auf einmal doch. Dann haben wir 5 Stück jetzt. 5. Könnte reichen. Da habe ich nur einen 5er und noch 3 Leben. Ja, ui. Reicht nicht. Ein Leben noch. Guter Mann. Der kämpft noch ein bisschen. Vielleicht flieht er gleich. Ja. Sehr gut. Dann war's das. Das war's von dir. Ich habe noch ein bisschen was. Ich beteilige mich nochmal hier vorne am Kampf. Ich
beginne mit den beiden Leadbechern, die hier vorne stehen. Diese Typen mit ihrer fetten Wumme haben zwei Attacken im Nahkampf. Der Champion, wovon ich immer einen habe, hat noch eine mehr. Das heißt, ich habe fünf in Summe. Und mache auch hier auf die 3, auf die 3. Die wollen noch nicht so viel hier. Nur 2. Und verwunden auf die 3. Beide mit Rent minus 1. Beide durch. Ui, das sind schon mal 4 Schaden. Und dann darf ich noch beißen, auch mit denen. Auf die 3, auf die 3. Beide. Und auf die 3. Eine. Machen wir mal. Den hast du auch gesaved. Ja, machen wir noch 10. 4 weg, ne? 4 weg. Genauso sieht es aus. Okay, dann nehmen wir die 4 hier erstmal weg. Perfekt. So, jetzt können wir nochmal einen Check machen. Die hier sind auch innerhalb von 3 Zoll. Das heißt, ich peile jetzt mit denen rein. Jetzt sehen die mal zum Beispiel, da ich die als erstes ausgewählt habe, sind jetzt keine Triaden mehr innerhalb von 3 Zoll. Und ich habe es versäumt, mit denen reinzupeilen. Und deswegen können die jetzt, sind die nicht mehr Teil des Kampfes. Das heißt, die hier nur noch. Und jetzt kann ich mit denen reingehen. Und darf mit denen auch noch mit attackieren. Die haben das gleiche Profil. Das heißt, ich fange mit 5 Attacken an. Und mache auf die 3, auf die 3. Also, guck mal. Wir sind bitte nochmal kuscheln hier. Ein. Mit minus 1. Das sind dann 2 Schaden. Und der Biss. Beide. Und beißen klappt ein bisschen besser. Und nochmal 2 Stück ohne Rent. Wieder einer. Also 3. Genau. 3 in Summe. So, und ihr seht, das war schon der ganze Nahkampf. War zwar noch nicht so viel, aber es hat schon mal ganz schön ordentlich Verletzte hinzugefügt. Da drüben liegen auf jeden Fall ein paar Triaden. Und am Ende also kommen wir jetzt in den Battleshock-Test. Jetzt gucken wir mal bei dir. Wir haben Mut 6. Den kriegen ja jetzt auch kein Plus oder irgendwie sowas. Haben 7 schon verloren. Das heißt, eine flieht automatisch. Plus das, was ich würfle. Das heißt, ich bräuchte jetzt eine 1. Nein, oder 2. Dann sind die komplett weg. Dann sind die komplett weg. Das heißt, die frisch Beschworenen von vorhin, die ja eigentlich nichts gekostet haben, sind dann auch gleich wieder vom Feld. Dann haben wir hier hinten noch. Die müssen nicht machen, weil sie vollständig innerhalb von das Gelände sind, was du am Anfang bestimmt hast. Ach so. Und du keinen Battleshock-Test machen musst. Ist das so? Ja. Ja. Yep. Gut aufgepasst. Bei Silberne darf man am Anfang ein Geländeteil bestimmen, wo man keinen Battleshock-Test machen muss. Da hast du dieses Teil ausgewählt. Das muss man immer machen, ich glaube, bevor Armeen aufgestellt werden. Und dann haben wir noch einen Battleshock-Test für mich selber. Ich muss hier einen machen, weil ich habe einen verloren. Und die sind ja im Fernkampf, der ist im Fernkampf gefallen. Die Typen haben an sich die Ogre Cluton Sprayery 6. Und das ist eine sehr unangenehme Angelegenheit, weil wenn ich jetzt eine 6 würfel, dann flieht ein weiterer. Das möchte ich nicht. Gott sei Dank. So, das heißt, der kann einfach so entfernt werden, zur Seite gestellt werden. Und hier drüben ist es noch ein bisschen dünner. Hier habe ich eine coole Sonderregel, weil ich habe nur ein Modell. 2 habe ich verloren, aber die Ogre habe ich am Anfang erwähnt. Wenn sie keinen Gegner im Nahkampf haben, kriegen sie plus 2 auf Move. Wenn sie Gegner im Nahkampf haben, kriegen sie 2 auf die Bravery. Das bedeutet, ich habe 8, ich habe 2 verloren, hätte dann eine 6. Demzufolge kann der Champion der Clutons hier nicht fliehen. Kommt mir sehr gelegen. Dann kann ich die beiden auch entfernen. Und wir haben am Ende der Runde, machen wir eine Punktezuteilung. Und der Robert hat mehr Modelle jetzt in der Mitte. Das bringt ihm 3 Siegespunkte. Der Robert hat hier drüben mehr Modelle. In dem 5 Objective gibt ihm 1 Siegespunkt. Das sind ja bei 4. Und hier hat es, glaube ich, nicht gereicht. Ne? Das heißt, der Robert hat am Ende seines Zuges jetzt mit 4 Punkten gescored. Und wir haben damit Runde Schlachtrunde 1, ein Ergebnis von 5-4 für Cello. Und wir starten damit für die zweite Schlachtrunde mit einem Indie-Wurf. Bis jetzt waren deine Würfel ja besser als meine. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wir beide haben einen Würfel und... Wer höher würfelt, darf entscheiden, wer die Runde anfängt. Ich habe eine 4 und du eine 3. Und du fängst an. Ich würde ihn erst nochmal behalten. Ja, ich glaube, dass das erstmal schöner für mich ist, wenn ich hier noch ein bisschen mitmoschen kann. So, Zauberphase. Also hier Heldenphase. Heldenphase für die Ogre More Tribes. Los. Erstmal kriege ich einen Common Point, ja. Auch in dieser Runde, also in der zweiten Runde.
Und was möchte ich noch erzählen, und zwar habe ich auch ein Geländestück, das ist der Moorpot, und ich hatte eben erwähnt, damit kann ich innerhalb von einem Zoll plus einen Zauber plus einen Bann geben, meinen Zauberern, also automatisch kriegen die das. Ich kann aber auch im Spiel den Moorpot leeren, also gibt es eine andere Bezeichnung, weiß gar nicht, wie sie heißt. Da kann ich auf jeden Fall alle Plutons, also alle meine Einheiten, alle Ogre-Einheiten, innerhalb von, jetzt haltet euch alle fest, innerhalb von 36 Zoll. Was? Also einmal fast über das ganze Spielfeld, kann ich alle Ogre-Einheiten um D3 heilen. Also ich kann dir dann von hier hinten aus Essen zuschmeißen. Die Bedingung ist einfach nur, es muss ein Held dran stehen. Der Punkt ist, das, was da drin ist, will keiner essen. Ja, nee. Sieht nicht so appetitlich aus. Mm-mm. Das sieht das Sushi hier auf dem Stehtisch ein bisschen besser aus. Ja. Ist auf jeden Fall eine coole Fähigkeit, um euch das jetzt auch mal zu zeigen. Mache ich das auch einfach mal. Und zwar entfache ich jetzt den Moorpot und darf jetzt alle meine Einheiten um W3 heilen. Und damit heile ich jetzt zum Beispiel hier vorne den Champion um D3. Um eine. Oh, ich sage nur auf zwei. Die Lead-Becher um 3. Dann ist der hier wieder voll. Und den hier vorne, der hat ja nur einen Schaden gekriegt. Den würde ich auch nur um einen heilen. Dann ist der auch wieder voll. Und das Coolste ist jetzt, wenn der Robert es schafft, ein Modell in meine Nähe von 6 Zoll um den Moorpot zu stellen und ich töte dieses Modell, dann ist der Pot wieder voll. Egal, ob du nur aus Holz bestehst oder aus... Ich wollte gerade sagen, das geht aber nicht, weil ich nur nicht organisch bin hier. Nee, auch abgebrannte Bäume würden dabei helfen. Okay, die essen echt alles, die Jungs. Die essen alles, die haben immer Hunger, der ewige Hunger. So, in der Zauberphase beginnen wir mit dem coolsten Zauber im Spiel. Doch Gott, Leute, jetzt kommt's. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Verschlinge Mund, Schlund oder so. Und zwar ist er ein Zauberwert von 7. Und ich kann eine Einheit wählen in 18 Zoll und gebe ihr D3 tödliche. Und dann darf ich einen Würfel werfen. Wenn ich eine 4 plus würfel, mache ich hier nochmal D3 tödliche. Und dieses Spielchen kann ich so lang, wie ich die 4 plus schaffe, machen. Okay. Gab es auf jeden Fall einen legendären Zauber bei uns aus dem Club von Paddy. Ich glaube, gegen Nils damals. Der hat damit, ich glaube, 21 Schaden gemacht. 21 tödliche. Aber da muss schon sehr viel zustande kommen. Ich probiere überhaupt erstmal den Zauber. Der Butcher macht das. Der Zauberwert ist ein 7. Ich kriege plus 1. Das heißt, ich wirke den Zauber mit einer 6. Traurigerweise nicht. Und weiter. Oh, das ist langweilig. Zauber sind sehr dünne. Das nächste, was ich mache, ist ein Mystic Schild von dem Firebelly. Ja. Das würde auf die 6 kommen. Das kommt mit einer 9. Okay, dann bannen wir das. Mit ihm. Jawohl. Da ist es gebannt. Da haben wir die 10. Guter Zauber ist das so mit den 3W6. Das ist klasse. Wer hat mir das erzählt? Forum. Hat im Forum studiert. Okay, okay. Gut, dann habe ich mit meiner mächtigen Ogre Zaubermehl keinen Zauber durchbekommen. Und demzufolge würde ich dann nun anfangen zu bewegen. Wir machen die ganze Bewegungsphase nicht mehr so ausführlich wie eben. Wir klären kurz einfach, was wir machen. Und zwar werde ich zum Beispiel mit den beiden nach vorne rücken, versuchen die Spites anzugreifen. Die beiden rücken auch nach vorne. Der Butcher möchte mit den Dryaden im Nahkampf gehen. Der Firebelly geht nach vorne. Die halten sich in Position. Hier drüben gehe ich in Position. Das Ding geht in Position. Die beiden werde ich vermutlich auch nicht chargen lassen. Ich versuche einen guten Charge zu machen und der Rest wird sich einfach positionieren und die Objectives mal suchen einzunehmen, um den Punktevorstand, den ich aktuell habe, aufzubauen. Und ganz, ganz wichtig, Robert, wir haben noch vergessen zu ermitteln, welches von den 3 Objectives 3 Punkte gibt. Ja, würfel mal. Dann mache ich diesmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich habe eine 4. Das heißt, wir bleiben in der Mitte. Blöderweise in der Mitte. Ja. Super. Dann Bewegung. Da geht's los. Fertig bewegt, wie ja, vorhin gesagt. Wir sind im ogermäßigen Attack-Mode. Wir kommen in die Shooting-Phase. Und zwar, ne, wir hatten eben alle so aufgestellt, wie erklärt. Und in der Shooting-Phase wird jetzt mal richtig geknattert. Und zwar schießen wir mit diesen beiden LED-Bällchen auf deine Cornet Hunter. Ja. Das sind 2D3 Schuss. Mhm. Übrigens, wenn die LED-Bällchen stehen bleiben und sich nicht bewegen, haben sie D6 Schuss anstelle von D3. Aber ich wollte sie alle ins Objective bringen, deswegen haben sie nur D3. Die beiden fangen an. D3 Schuss, das sind 2 auf die 4.
beide und auf die Dreien. Ein mit minus 1. D3 Schaden. Ne, Entschuldigung, Quatsch. Ruf. Das wäre aber. Ein Schaden. Okay, einer runter auf 3. Jawohl. Da haben sie. Machen wir als nächstes die beiden hier auf die Triaden. Ja. Auf die habe ich aber leider minus 1 Hit. Jo. Das heißt erstmal, die Attackenanzahl ist 3. Vollständig innerhalb von 6 Zoll im Wald. Korrekt. Auf die 5. Also 2. Brauchst du nicht auf die 4. Richtig. Auf die 3 ist nur einer. Das ist nicht safe. Nein, das macht dann einen Schaden. Gut. So, und jetzt, mein Lieber, jetzt kannst du dich umgucken. Pass mal auf. Jetzt knall ich mit, passt nicht. Machen nur ein kleiner Scherz. Die beiden schießen auf die Triaden. Mhm. D3 Attacken, machen wir mal eine 5 draus. Und auf die 5. Hier war eine 4 dabei, also 2. Und auf die 3. Einer nur. Oh, da steht er. Ui. Gut, aber... Da, dann nehmen wir von da weg dann gleich, lieber. Weil hier ist ja das, ich mache das ganz kurz mal rückgängig. Ich habe gerade nicht daran gedacht, dass das ja das gute Objective ist hier. Ja, da hast du absolut recht. Mein Tyrant, der hat auch eine Pistole dabei. Irgendwo an der Seite steckt sie. Und damit knall ich auch auf deine Triaden. Mhm. Der hat irgendwie alles Mögliche, was man nicht sieht dabei. Ne? Der hat alles. Fast eine Pistole, aber irgendwie sieht man nichts. Warte ab. 2 Attacken auf die 5. Guck mal, was er noch alles erzählt, was er dabei hat. Auf die 3 verwunden. Uno, mein Freund, mit Rent minus 1. Jo. Jo. Das ist ein D3 Schaden. Alter, safen kann ich. Das ist ein 40k schon so immer. Das ist aber gemein. Die beiden, dann ändere ich jetzt das Ziel. Die beiden schießen auf einen Agent. Ändert meine Würfel aber nicht. Sehen wir gleich. Also auch hier 2D3 Attacken. Dann machen wir mal eine 4 draus und den treffe ich diesmal schon auf die 4. Einer. Und auf die 3. Einer. Minus 1. Ich glaube, der hat von Haus aus ein 3er. Das ist richtig. Also reicht eine 4. Ist aber ungünstig. Dann muss die Kanone ran. Oh oh. Die schießt auch auf deine Kernet Hunter. Ja, das dachte ich mir. Die hat nur einen Schuss und der ist auf die 4. Das 6. Sehen wir nicht, ja. Und. Ja, alles gut. Auf die 2. Nein! No! No! Mensch, wie kann das sein? Du lieber. Oh. Naja, Ogre ist eben eine Nahkampfarmee. Dafür stehen hier aber ganz schön viele Fernkämpfer, ja, ne? Ja, hab ich mir auch gedacht. Naja. Achso, ich habe noch eine Pistole. Der Chef hier oben hat auch eine Pistole. Damit schieße ich auf diese Triaden. Mhm. Ich habe einen Schuss auf die 4. Doch gar keine Pistole dabei. So. Ogre sind halt Nahkämpfer, ne? Ogre sind halt Nahkämpfer. Gut. War anders als geplant, ne? In der Tat. Okay, Nahkampf. Jetzt muss ich aber ganz schön viel anders planen. Okay, wir kommen in die Combat Phase. Die Charge Phase, Entschuldigung. Das heißt, wir fangen erstmal an zu chargen. Ich fange jetzt erstmal an, ein Modell, eine Einheit auszuwählen, mit der ich chargen möchte. Und das ist in diesem Spiel der Butcher. Ja. Das heißt, ich würfel 2 Würfel, um eine 5 zu erreichen, habe eine 6. Nochmal der kurze Test für alle. So, das ist eine 6. Eine 5 wird gereicht. Und ich gehe 6 dran. Zack. Und das Schöne bei Ogre ist jetzt, nachdem man direkt einen Charge gemacht hat, darf man den Charge, also eine 6, so viele Würfel werfen. Und jede 6, bei diesen 6 Würfeln, macht eine tödliche. Eine. Eine pro 6. Genau, aber du hast jetzt... Ui, 2. Junge, Junge, Junge. Na, guck mal da. Ja. Und weil das so schön ist und so viel Spaß macht, machen wir das jetzt die ganze Zeit. Die beiden chargen. Mhm. Ui! 9, das ist hart. Eine 9. Ui, ui, ui. Leute, Leute, Leute. Und zack. Und zack. 9 Stück. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jede 6 zählt. Einer,
Naja, eben war es ja überdurchschnittlich. Ist ja gut. So, will ich jetzt diese Triaden hier vorne chargen? Ich würde sagen, ja. Fangen wir an. Der Tyrant. Die alte Maschine. Hua! 7. Ui, ui, ui. 7 Stück. 2, 4, 5, 6. Und 7. Und 6 zählen. Eine. Mhm. Du zählst doppelt am Objective immer? Ja. Okay. Dann. Jedem Modell. Ja, dann ergibt das, glaube ich, doch keinen Sinn, wenn ich hier hinten. Ja, okay. Die beiden Chargen? Ja. Hua! 8. Ja. Zack. 8 Würfel. 2, 4, 6 und 8. Eine. Mhm. Ja, das Spielchen spielen wir noch ein bisschen. Ja. Und die beiden? Ja. Hua! Eine 6. Ja. Das reicht auch. 2, 3, 4, 5, 6. Und 6 zählen. Keine dünne. Als letzter Charge. Nee, vorletzter Charge. Die der Firebelly. Nö. Der will doch noch nicht. 3, nee. Und die Mountfangs. Die brauchen jetzt mal einen ordentlichen Wurf. Wir müssen nämlich einmal komplett durch da oben. Kommt ihr 2? 7. Mist, reicht nicht. Also reicht nicht für die Conant Hunter. Dann bewegen die sich einfach so. Und charge. Nee, die bewegen sich so. Und chargen deine Spite Revenants. 2, 4, 6 und 7. Hier gilt die gleiche Regel. Jede 6 zählt. Boah! Hui! Nahezu wow, tot. 4! Wahnsinn. Guck mal da. Alter Schwede. Ja, okay. Das war mal ein cooler Charge. Ja. Das war's schon. Das war's schon. Okay. Da geht's los. Marcel aktiviert den Butcher. Jawohl. Der Butcher hat den Tenderizer. Das heißt, er hat 3 Attacken auf die 3, auf die 3. Rent minus 1 und 3 Schaden. Hui! Oh, 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 oh. Batschi, Batschi auf die 3. Hui! Stark. Alle verbunden auf die 3. Zack. 2 mit Rent minus 1. Beide durch. 6. Weg. Aus. Und finito. Aus die Maus. Mickey Maus. Okay. Genau. Da ist Essig. Das machen wir gleich weg. Dann ja. Bist du. Gut. Chef ist der mit der Eule hier übrigens. Jawohl. Die Triaden hier vorne werden ausgewählt. Genau. Und zwar haben wir hier 3 Stück, die auf den Trupp gehen und 2 Stück, die auf den Trupp gehen. Mhm. Chef von dem ganzen Trupp ist der mit der Eule, nur dass ihr das auch mal gehört habt. Hier ist er. Achso, die singen das Baumlied, darf ich ja jetzt auch, ne? Ne, nur in deinem Zug. Nur in meinem Zug. Dann hier erstmal die beiden auf die 4. Und auf die 4. Einer. Einmal, genau. Also von meiner Seite die rechten. Oder? Ne, die linken. Achso, Entschuldigung, aber ich habe ihn gemacht. Okay, dann die anderen auf die 4. Ja. Die 4. Ja. Was? Das war's. Okay. Du bist. Die Triaden wollten noch nicht so richtig. Aber ehrlicherweise kommt bei mir jetzt auch nicht so viel mehr. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten, ihr Lieben. Weil die Triaden an sich, weil sie innerhalb von 6 Zoll um einen Wald stehen, minus 1 to hit haben. Das heißt, mit den beiden LED-Bällchen hier vorne habe ich jetzt 5 Attacken. Und die haben jetzt minus 1 to hit. Das heißt, die treffen jetzt sogar nur auf die 4. Hier ist Kippe. Nein, nein. So, das sind nur 2. Und jetzt verwunde ich auch nur auf die 3. Eine. Und du hast einen 4er Safe. Ich habe aber Rating ist 1. Ich habe sowieso nur 4. Ja, dann habe ich wieder auf die 5. Dann gibt es genau, Schaden. Genau, das sind 2 Schaden. 2 Schaden. Hm. Okay. Die haben die großen Wummen. Ja. Und die beißen nochmal auf die 4. Einer auf die 3. Nee, das war schon alles von denen. Als nächstes würde ich auswählen den Tyrant. Den Tyrant und schiebe den. Das ist auch eine coole Regel, kann ich euch nochmal als Hinweis mitgeben. Wenn man gecharged hat,
darf man immer peilen, auch wenn keiner in 3 Zoll ist, aber man darf sich immer zum nächsten Modell peilen, weil man eventuell sogar jemanden in 4 Zoll Reichweite reinkriegen würde oder man auch 3 Zoll aufholen kann. Das ist eigentlich eine ganz coole Hinweis an euch. Der Tyrant, der ist cool ausgestattet, weil er hat hier 3 Bewaffnungsoptionen drin stehen und der hat einfach alles davon. Wie du eben gesagt hast, der Typ hat, der hat alles dabei. Unfassbar. Und das Thunder Mace macht als erstes, das sind 3 Attacken mit minus 1 to hit, nur auf die 4, ja, alle 3, und verwunden auch auf die 3, nur einer, mit minus 2, nee. 3 Schaden. Ah. Jetzt kommt die Glaive, das große Speer, auch nur auf die 4, 2 Stück, eine auf die 3, nein, gar nichts, und als letztes kann der Typ auch natürlich beißen. Auf die 4, auf die 3, Kippe, auf die 3, nee. Dann war das schon alles vom furchterregenden Tyrant und ich bin durch. In der Combat Phase, Charge Phase. Und ich habe das geschafft, was ich wollte. Ich habe das secured, ich habe das erobert wieder und das gehalten. Und dann würde ich jetzt am Ende meiner zweiten Runde auch wieder 5 Punkte scoren. Und im Battleshock-Test müsstest du theoretisch gesehen einen, glaube ich, machen. Auf jeden Fall. Ich habe ja hier schon 8 Triaden verloren. Die haben ja nur Mut 6. Kriege ich da irgendeinen Buff dazu mit Mut? Ja, du hast noch über 20, das heißt, du kriegst plus 2. Okay, dann bist du über 8 oder könntest du natürlich einen CP ausgeben und... Ich lasse die, aber ich gebe den CP tatsächlich aus. Genau, für einen Common Point. Obwohl, warte mal, ich kriege ja plus 2. Hm? Ich habe jetzt Mut 6, habe 8 verloren. Das, was du würfelst, würde gehen. Das ist schon hart. Ach, ich weiß es nicht. Ah, ich gebe den Comment Point aus, weil ich weiß auch nicht so richtig, für was ich ihn ausgeben soll jetzt gerade. Würde ich auch ausgeben, ehrlicherweise. Okay. Dann score ich wieder mit 5. Ach, hast du schon reingemacht? Und wir enden damit meinen zweiten Zug. Also meinen ersten Zug in der zweiten Runde. Aber du hast hier noch nicht, ne? Also... Bei den Jungs hier. Stimmt. Dann müssen wir auch noch einen Battleshock-Test dann sowieso machen. Aber hier darfst du ja noch theoretisch reinpeilen, ne? Ich bleibe stehen. Echt? Gut, dann muss ich aber einen Battleshock-Test sowieso machen. 6-4 verloren. Steht. Nein! Ich dachte, das reicht. Alles klar. Okay, dann ist es jetzt der Fall. Alles klar. Es steht dann nach meinem Zug jetzt 10-4, aber der Robert darf jetzt erstmal... Wir kommen in die Hero Phase. Ein was holen wir noch schnell nach. Ganz vergessen, ich bin ja auch Silver Neuling. Wenn eine Einheit einen Charge, also am Ende der Charge Phase, obwohl auch in deiner Runde als auch in meiner, wenn eine Einheit innerhalb von 1 Zoll in meinem Wald steht, darfst du noch testen. Auf die 6 kriegt sie nämlich D3 tödliche. Das trifft auf die eine Lead-welche Einheit zu. Lead-welche Einheit? Okay, dann kommen wir jetzt regelkonform in die Hero Phase. Du hast 1 CP generiert. Genau. Und darfst jetzt anfangen zu zaubern. Er macht seinen Hauszauber. Erwecken des Waldes. Dann nehme ich den Wald hier drüben. Und alle Einheiten, die in 3 Zoll sind, würden W3 bekommen, wenn ich es mit der 6 schaffe. Gewirbelt, hast du eine 6? Ja, eine 6. Das versuche ich aber zu bannen. Ja, ist gut möglich, dass du das schaffst. Jawohl. Schade. Das ist schlecht. Das wäre sonst perfekt gewesen. Holt sie Triaden. Yep. Mit einer 10. Versuche ich auch mal zu bannen. Der Firebelly. Nicht geschafft. Okay. Dann stellen wir die mal. Ach nee, die müssen hier. Zauber erfolgreich gewirkt. Da. Jetzt habe ich innerhalb von, was weiß ich, wie viel Zoll um den... Wildwood ein Zauber erfolgreich gewirkt. Jetzt kriegt der innerhalb von 1 Zoll auf die 4 plus. 5 plus. 5 plus. Ja, die 3 tödliche. Die 3 tödliche. Oh, 3. Ja, genau. Genau. Also innerhalb von 6 Zoll, wenn du innerhalb von 6 Zoll einen Zauber erfolgreich wirkst, dann kriegt das die Einheit um den Wood auf die 5 plus ab. Also das war natürlich eine gute Ausgebeute. Das 10 Triaden beschworen und 3 tödliche gemacht. Das ist schade hier gewesen, aber gut. Ich meine, du hast auch so grottig gewürfelt die ganze Zeit. Das stimmt. Das wäre auch mächtig gewesen, wenn du das auch hingekriegt hättest. Ja. Hat sie ordentlich geknallt hier vorne. Absolut.
In der hellen Phase möchtest du noch dein CP ausgeben für die Befehlsfähigkeit vom Treelight Engine, weil das hält, glaube ich, nämlich bis du das nächste Mal wieder dran bist. Treffer auf Schutzwürfe von 1 wiederholen, meinst du? Ja. Das trifft nämlich auf ihn und auf alle innerhalb von 12 Zoll, glaube ich. Ach und so. Die Treelight und die Hunter auch alle. Und von denen auch noch innerhalb von 12 Zoll. Das ist nahezu fast eine ganze Armee. Ja, dann machen wir das doch. Ist, glaube ich, ganz nett. Ja. Absolut, absolut. Aber erstmal bewegen wir. Jawohl. Möchtest du was ansagen, wie du dich bewegen möchtest? Ich bin gerade unsicher. Ist auch mal cool, mit so einer Sicht von oben. Ich glaube aber... Jetzt wird es aggressiv, das weiß ich. Ja, ich muss jetzt gucken, wie ich das genau mache, weil da, du hast jetzt, bist so nah aneinander. Das heißt, wenn ich eins charge, charge ich irgendwie gleich doch ganz viel mehr irgendwie. Ich muss diesen Punkt da kriegen. Aber ich muss halt hier jetzt auch ein bisschen Druck rausnehmen. Ne? Das heißt, ja gut, ich denke, den Blob werde ich trotzdem hier rüber verschieben. Werde versuchen, hier drüben aufzuräumen. Im Fernkampf hier hinten und dann irgendwie im Nahkampf hier. Und mit dem, weiß ich nicht, gucken wir mal, auch hier in der Mitte Druck aufbauen irgendwie. Alles klar, wir bewegen mal. Hier ist der Vormarsch der Ents. Ents. Der letzte Marsch der Ents. Entchen hier vorne vor, die Kuna-Tante hat er sogar hier drüben auf der Flanke vorbewegt. Und Robert, was sagst du zu der Mitte? Ja, weg da, ne? Ich hab da, also klar brauche ich die Punkte, aber ich weiß nicht, wie ich da reinchargen soll. Deswegen versuche ich mich jetzt ein bisschen hier rüber zu verschieben. Hier habe ich wenigstens die Jungs noch als Unterstützung. Und dann presche ich halt volle Düse da in den Punkt jetzt erstmal rein. Es hilft nichts irgendwie. Sehr, sehr geil. Ein taktisches Manöver. Fernkampf. Ui, stimmt. Jetzt haben wir auch noch. Ancient. Ancient, Ancient. Es hilft nichts. Der muss, der schießt hier in die Jungs rein. Jawohl. Auf die 2. Jo. Auf die 3. Jawohl. Dann mit minus 1 bitte. 6er. Die habe ich gemacht. Jawohl. Dann die Jungs. Die 3 Hunter. Denk an den Chef, dass er 1 bitte trifft. Ja, hier. Achso, ja. Ach, der Chef schießt in den einen, der noch 2 Leben hat. Mhm. Hast du das gesehen? Gut, gut festgehalten. Am Ehering. Und die anderen beiden hier rein. Ja. Auf Einsen wiederholen. Jawohl. Okay, dann auf die 3. Mhm. Ja. Na. Einmal minus 1. 6er? Nee. 1. Mhm. Chef? Ja, einmal. Eine. Einmal verwundet. Oh, yes. 6er. Nicht. Boah, 2 Schaden, das kann nicht wahr sein. Der alte Taktikfuchs da hinten. Ja, Hat den Champion totgeschossen. So, hier drüben haben wir noch ein paar. Nee, die haben wir schon geschossen. Nee, die haben wir nicht geschossen. Quatsch. Was erzähle ich denn da? So, die schießen in die Nahkämpfer-Typen hier. Jawohl. Also Vollgas. Einsen wiederholen. Mhm. Nee. Dann auf die 3. 2? 2 Stück bitte. Auf die 6. Alter. Jetzt holt er auf hier mit 10. Junge, Junge, Junge. Wie warst du, Safe Master? Mhm. Du kannst gar nicht schon lange. Jawohl. Okay. Chachi. Dann wohl Chachi. Genau. Jo, dann würde ich sagen, oh, jetzt müssen wir aber eine Menge chargen hier. Ach ja, es hilft nichts. Eigentlich wollte ich die... ja, komm, erstmal er. Das ist eine 7. Das sieht sehr gut aus, eine 7, Robert. Der ist biestig im Nahkampf, ne? Kommt doch die Würfel drauf an, aber der Engine hat eigentlich keine Angst davor. Okay, dann geht der Engine hier hin. Ich will jetzt erstmal die Schweinereiter hier. Na, was auch immer das ist. Kernet Hunter. Jawohl. Die sind 9. Auch drin. Haben die jetzt, wie viel Zoll haben die Reichweite mit ihren. Oh, 1 Zoll nur. Egal, die müssen aber in Nahkampf hier. Hm. Er hier?
Der chargt auch? Ja, klar. Na, Logo. Hat er. 5, reicht. Schick it. Gut, dann hier drüben, die 30 Triaden. Oh Gott. Sind nur noch 22. Irgendwo dahin. Jawohl. 9. 9, 9. Okay, dann, ja, bewegen wir mal ein bisschen. An allen vorbei. So. Hier drüben ist jetzt allerhöchste Eisenbahn. Ja, 30 Triaden sind schon biestig, hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich. Also, weißt du noch, früher hast du mal mit Winterleaf, das, mit dem Artefakt, die ausgewählt, dass sie zweimal zuhauen können. Das hast du mal gegen mich gemacht. Ja, das ist, ich finde das super. Ich finde das wirklich super. So. So viele Sechsen habe ich schon gewürfelt eben. So. So. Und so, die durfte nicht hier. Die muss leider da stehen bleiben. Hier, die stand am Haus. Da müssen wir aufpassen, dass wir alle 12 Zoll lassen hier. Wo bringen wir jetzt das meiste an hier? Ich glaube hier tatsächlich. Action Cam. So. So. Ist eine Knoppler Cam. So und so. Die Jungs wollen auch noch rein hier. Jawohl. Hast du mal 2 Würfel? Super. Okay, lassen wir das. Habe ich gut gegeben. Super, ey, total verseucht. 4, 6, 8. Das passt. Ja, dann lassen wir das auch jetzt dabei. Dann darfst du zuerst eine Einheit auswählen, die in diesem Nahkampf zuerst zuschlagen möchte. Und ja, ich bin super gespannt, wen du nimmst. Ich muss auf jeden Fall mein Enzyl nehmen. Da hoffe ich mal, dass ich irgendwie da einen Ansturm überlebe. Und trotzdem noch mit vielen zuzuhauen. Ja, Ancient. Moment, wir könnten die Entscheidung dir abnehmen, weil der Treated Ancient als Großmodell darf am Anfang der Nahkampfphase testen auf die 4 plus wurzelt einen Gegner und der darf dann erst zum Schluss attackieren in der Nahkampfphase. Was du mit der 4 plus schaffst. Dann das heißt, du kannst die Maul und Fangpack auswählen, die dürfen erst am Ende der Nahkampfphase kämpfen. Das wäre mega stark. Und super. Das hat dir wahrscheinlich die Entscheidung eher erleichtert. Absolut. Dann wird jetzt richtig geknattert. Absolut, hoffe ich mal. So, und jetzt gehe ich auch in Base-Kontakt hier. Und peile dann noch rein zum nächsten Modell. Von dem riesen Oger her gibt es bald nicht mehr so viele. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. So. So. Da ist die Kanone im Weg. So. Kanönchen. So, so, der ist raus. Ja, dann haben wir hier. Und hier. Und hier, hier und hier. Okay, super. Dann muss ich jetzt auf jeden Fall echt eine Menge Würfel zählen. Ja, können wir gerne machen. Ich kann hier schon mal ein paar von mir auch mit rübergeben. Ja, wir haben hier. Also wichtig ist, es kann natürlich jetzt auch nur ein Modell auf eine Einheit hauen, mit der ihr im Base-Kontakt ist. Man muss sich dann entscheiden, zum Beispiel diese Teil in der Mitte, kann man entweder sagen, man haut auf ihn oder auf diese Einheit mit. Ich bin gespannt, wie du dich entscheidest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stück sind 30 Würfel, hauen jetzt auf die. Ja. Wie viel hast du da? 5, 10, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, das ist der schönste. Das ist der schönste, ja. So, dann denk dran noch, dass du dein Lied singen kannst, weil es deine Runde ist. Auf jeden Fall auf die natürlich, weil es klar war, dass ich da am meisten dran kriege. Okay. Auf die 3. Ja. Yep. Und einen wiederholen. Jawohl, durch den guten Zauberer, der da in der Nähe steht. Ich wollte gerade fragen, ob du überhaupt eine 2 hast. Ja, ein paar. 4 Stück habe ich, zähle ich jetzt. Genau. Auf die 4 aber jetzt. Naja.
Passiert. Ja, das ist nicht so gut. Bei so wenig Würfeln. So, was haben wir denn da? Das ist schon ein bisschen was. Der Pink hat es nicht geschafft, guck. Ja, das war klar. Kannst du mir die andere mal hier reingeben? Ja, klar. Vielen Dank. Zum Glück kein Rent, aber mit dem 5er Safe ist das doch sehr optimistisch. Zack. 1, 2 habe ich geschafft. Einer tot, 2 tot, 3 wären tot, 3,5 wären eigentlich tot, da ich nur 2 habe. Sind die beiden ohne Triade natürlich ausgelöscht. Und jetzt darfst du natürlich, weil die restlichen noch zu der gleichen Einheit gehören, mit der ja auch noch auf die Klutons hauen. 2, 4, 6 Stück sind das. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf die Vieren hier aber jetzt. Jawohl. Eins wiederholen. Auf die Vieren. Und da haben wir nicht so viele. Nur 2. 5er. Eingemacht. Ein Schaden. Dann kriegt der Typ hier vorne, der als da rumschreit, hier ganz wild. Der kriegt noch eine Wunde. Und hat noch 3 Leben. Okay. Hier darf ich nicht. Also kann ich nur die auswählen. Und schlage mit den Glutons zurück. Nee. Ich aktiviere als allererstes das Fahrzeug, weil du in 3 Zoll bist. Fahr mit dem Fahrzeug hier mal ran. Und jetzt, ihr lieben Freunde, hier ist der sogenannte Iron Blaster. Merkt euch den Namen, weil das ist heroisch, was der hier abbrennt, abfährt. Mit 3 Attacken auf die 3-3 geht's los. Hua! 2. Und vermunden auch auf die 3. Beide! Kein Rent, aber 2 Schaden würde das machen. Beide durch. Einsen darfst du rerollen, glaube ich. Ist das so? War auch nichts. Ich überlege gerade, ob die innerhalb von 12 Zoll von den Kronotantern sind. 4 Schaden? 2. Achso, insgesamt. Das sind 2 durch. Ja. Achso, dann 4. Okay, ja. Dann kommt jetzt was ganz Großes von dem Rhinox vorne, das Horn, auf die 4, auf die 3, jawohl, mit Rent minus 1, D3, 3, ja. Und jetzt kommt dein bester Freund, der Fahrer, kann er nicht. Fahrer hat 2 Attacken, auf die 2, 2 D6 Schaden. Was? Nein, auf die 5, 5. Auf die 5. Auf die 5. Ah! Mist, wäre ein Schaden gewesen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das war's. Den darfst du aktivieren. Dann gehen wir da hinten hin zum Ancient. Wir brauchen wieder Würfel. Ja. Okidoki. Ancient hat erstmal. Wir fangen an mit seiner gewaltigen, fehlenden Kralle. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mit anfangen. Einmal auf die 3. Wiederholen. Einsen wiederholen. Geht das? Nein. Immer noch nicht. Dann haben wir die weiten Schwünge. Sind 3 Attacken auf die 3. Und auf die 3. Einmal bitte mit minus 1. Einmal minus 1 auf die 5. Nicht geschafft. Dann haben wir 5 Schaden. Was? Er macht das W6. Jo. Du hast eine 5 gewirbelt. Jo. Genau, eine 5. Die Typen haben immerhin 6 Leben. Boah, eine noch, ein Leben. Ah. Ich glaube, das war schon alles. Ja, der kann nichts. Dann alles klar. Dann darfst du wieder, du hast nichts. Ich habe noch die 2 Glutons. Ja. Und danach darfst du noch mit den Huntern, bevor ich noch mit den Mountfang zuschlagen darf. Die beiden Klutons haben zusammen 7 Attacken. Auf die 3, auf die 3. So, dünne. Aber eine 6. Das bedeutet, ich darf einen Würfel dazulegen.
Und auf die 3 again. Das heißt, ich habe 4 Stück ohne Rent. Ui. 2 hast du gemacht. Wie viel Schaden? 4 in Summe. Boah. Und nochmal 2 Bissattacken auf die 3. Auf die 3. Beide. Hui. Aber ohne Rent wieder. Nur einer. 1 Schaden. Okay. In Summe. Boah, hat er richtig abgeräumt hier. In Summe macht das schon was. Okay. Dann die Hunter. Und der eine Typ ist ja auch noch da. Dürfen alle noch vor mir. Dann machen wir erstmal die Hunter. Der Chef trifft ja auch hier besser. Ja. Dann die Hunter haben auch 3 Attacken sogar. Eieiei. Brauchst du noch einen blauen noch? Ich brauche 2 hiervon und eine davon. Passt okay. Alles super. Dann haben wir die auf die 4. Einsen wiederholen. Ich glaube, das Einsen wiederholen gefällt dir aber. Ja, oh, das braucht man aber auch hier. Ja. Jo. Und auf die 4. Zweimal minus 0. Vierer. Komm, der eine muss weg. Beide safe. Ach du lieber Himmel. Jetzt die Spites, ja. Der eine. Ich glaube, der hat 4 Attacken, ist der Champion. Ist das so? Und einen wiederholen. Jo. Alles. Und auf die 3. Da sind 2 Stück. Auf die 4 erneut. Das schafft er. Beide gemacht. Das schafft er. Guck das mal bitte kurz, wann die Conod Hunter stampfen. Die stampfen irgendwann. Conod Hunter, zertrampeln. Ende der Nahkampfphase also kannst Ende. Du eine Feindliche. Ja, okay. Okay. Dann darf ich noch, bevor das Stampfen kommt, damit könntest du auf 3 testen, auf die 4 plus jeweils noch eine tödliche machen. Deswegen, weil die Situation so brenzlig ist, möchte ich, dass mein Typ überlebt und ich attackiere mit beiden Mount Fangs auf die Conod Hunter. Und die Typen habe ich mit den Grand Hackers ausgestattet. Das heißt, die haben nur 2 Attacken pro Modell. Das heißt 4 Attacken. So, meine Freunde, jetzt zählt's. Auf die 4, auf die 3. Hua! Stark. Da hast du eben zu viel 4 gewürfelt. Ui, keine. Dann die Schweinchen da unten drunter. Sind gar keine Schweine. Warum hast du eigentlich Schweine zu gemacht? Wie Rhinox. 8 Attacken auf die 4. Schon besser. Und auf die 3, ihr Lieben. 3 Stück mit Rand 1. Dann bleibt es bei der 4, weil wir... Ne, 1er Self-Reroll hast du. Ach, genau. 5er und 1er Rerollen. Dann 2 durch. 2 Schaden. Wahnsinn. Okay, super. Dann hat 2 Schaden, hast du gesagt? Ja. Dann hat einer noch 3. Der Chef fällt den Bogen hier hoch. Yep. Dann nimmt er hier den. Sehr cool. Jetzt darfst du noch stampfen. Okay, 3 Stück auf die 4 plus, ne? Jawohl. Dann haben wir eine tödliche, das reicht. Dann ist er Game Over hier. Ah. Nicht schlecht. Guti. Dann haben wir schon Ende. Ja, ich gebe da einen Command Point aus. Ja, da habe ich keine Lust zu, dass die gehen. Hast du überhaupt noch einen? Ja, habe ja einen gekriegt, heute eben wieder. Nee, Quatsch, ich habe die Command Ability ausgegeben. Richtig. Stimmt, hätte ich das mal nicht gemacht. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Da gehen schon mal... Wie viel? Wie viel hast du denn noch? 1, 2, 3... 2, 4, 6, 8, 9 Stück. Oh oh. Da gehen schon mal jetzt... Was hatte ich gesagt? 12. Da gehen schon mal 6. Oh, 6 glaube ich. 6? Ja. Plus? Oh. 4 sind 10 Stück. Das war's. Das war's wie die Einheit. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh oh. Oh oh. Battleshock-Test da hinten muss ich nicht tun, weil ich 8 Bravery habe mit dem und hier vorne alles, was von mir gestorben ist, war eine ganze Einheit. Dementsprechend muss ich hier keinen machen. Jetzt müssen wir Würfel werfen. Jetzt müssen wir einen Würfel werfen und leider muss ich kurz noch zusammenfassend, dass ich die Kontrolle überall behalten habe. Sowohl hier als hier auch hier. Das heißt, es täte dir jetzt unfassbar gut, wenn du zu Beginn der dritten Runde nun mal den Doppelturn bekommst, mein Freund. Ja, das entscheiden jetzt die Würfel. Das entscheiden die Würfel, mein Freund.
Let's go. 4-5, das kann nicht wahr sein. Sehr gut. Dann kommen wir in die dritte Runde und ich gehe stark davon aus, mein Freund, dass du den Doppelturn nimmst. Oder? Klar. Ja, machen wir, ja. Na Logo, ja, ihr seht, dadurch kann das Spiel jetzt sogar in diesem Fall, weil es punktetechnisch, muss man jetzt mal sagen, 10-4 steht, aber der Robert hat mal eine gute Chance, um da nochmal rauszukommen und jetzt dadurch, weil er ja immer im Nachziehen war, jetzt hat er die Chance, das Blatt ein bisschen zu wenden und kann mal zurückkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sieht's aus. Eins, oh, das ist da ganz, drüben das. Gar nicht so schlecht eigentlich. Das ist nicht so schlecht für dich, das muss man sagen. Gut, dann... Weil dieser Typ hier zählt auch nur als zwei Modelle, ne? nicht mehr. Okay, gut, dann kriegen wir das ja tatsächlich hin, wenn wir dann nicht wieder eine Doppel-Eins werfen bei denen. Ich spendiere dir schon mal, weil ich Spendierhosen an habe, 1 CP. Super, dann gebe ich jetzt den Common Point auch nicht aus. Ja. Glaube ich, nee, lassen wir. Ansonsten in der Command Phase... Ach, dann wähle ich tatsächlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Hauszauber, dann darf ich... 30 Zoll, das ist riesig. 30 Zoll, ich glaube, das machen wir einfach mal. Wir werden, glaube ich, nochmal einen Wald erwecken, weil hier das bisschen heilen. Ich glaube, nee. Das machen. Heilen kannst du ja auch, wenn du einen Zauber erfolgreich wirkst. Genau, dann erweck mal den Wald hier einfach. Ja, jetzt zeig mal her. Dann nehmen wir die 9. Eine 9 klingt super, ich versuche zu bannen mit einer 11. Geschafft. Das ist schlecht. Okay, das ist schlecht. Dann die zweite Dame, die darf noch. Holt Triaden. Und das 6 wird das, glaube ich, nichts. Ich glaube, es sind 7. Wo ist er denn? Ach, hier unten. 7. Nee, wird nichts. Jo. Magie, der Ogre. Das ist nicht gut. Dann muss ich mich jetzt bewegen. Dann werden wir. Uiuiui. Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. In der Bewegungsphase, sie haben mich hier drüben stehen geblieben. Die Triaden haben sich positioniert. Und hier drüben ist schon wieder ein Vormarsch, der Coronot Hunter. Wir probieren es nochmal da hinten. Wir probieren es nochmal. Wird immer weiter dezimiert, die Ogre-Truppe. Jetzt wird erstmal geschossen. Genau, die Coronot Hunter erstmal hier in den Kollegen hier vorne rein. Yep. Den letzten. Ja, genau. Also auf die 3 bzw. auf die 4. Alles wiederholen, also Einsen. Das passt. Wow, 5. Und dann auf die 3. Alter Schwede. 3 Stück, genau. 3 Stück, ist auch super. 3 Stück. Da habe ich nur einen 5er. Dann machst du alle. Okay. Meine Safe-Würfe sind super heute. Das war so nicht geplant. Er hier, da rein. Ja, wiederholen. Top. Top. Minus. Hat alles immer nur minus 1 bei dir. Ja. Pathfinders Dortmund-Würfel. Vielen Dank auch. Hast du mir mal geschenkt. Mhm. Hätte ich mal sein lassen sollen. Das war... Dann die hier drüben. Ja, bitte. Probieren wir das nochmal. Also, ich habe die schlechtesten Safe eigentlich überhaupt. Das sieht man. Die Jungs schießen hier rein. Jawohl. Der nicht, aber alle anderen? Komm jetzt. Boah, das habe ich eben schon gesagt. Wie viele? 5 oder 4? 5. Boah. 5 auf die 6. Woo, keiner. Jo. Damit jetzt 3, 6, 7, 8, 9, 10 Schaden. 10 Schaden von den Körnertantern. Genau. Zack, weggi. Gut, dann kommen wir schon zum Charge. Oh, fix hier. Fixi, Foxy. Ja, bringt ja nichts. Wer chargen? Die Triaden, nee, die können ja gar nicht mehr. Die Körnertanter. Könnten schon, das ist nur extrem weit, die Triaden. Ja, nee, das willst du nicht. Doch, wir probieren es. Das kannst du machen. Komm, ja. wir machen es. Triaden? Triaden? Nein. 10? Nee. Okay. Nicht. Wer jetzt? Körnetanter. Mhm. Das sieht gut aus mit einer 8. Sieht überragend aus, wenn du mich fragst. Ja, das passt. Das braucht mir auch, Leute, das braucht mir auch. So. Top. Die Jungs.
Jawohl. Probieren Sie nochmal. Jetzt aber. Also. Insgesamt nicht so viel Bock, aber jetzt kommen sie langsam. Jetzt müssen sie. Gut. Ne, wir lassen hier ein bisschen Platz. Mhm. So. Kannst du auch nach unten bewegen, ja. So, so. Ah, ja, ich vergesse mal, dass hier... Peilen darfst. Dass der... Dass das Objective größer ist. Genau. Ja, ja. Ist größer. Die Dame. Die ist auch. Junge, jetzt willst du es aber ganz sicher machen. Ja, müssen wir. Aber jetzt ist hier die Sache... Steht die Engine in 3 Zoll? Ja, ja. Der ist im Nahkampf geboten, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann fehlen wir hier erstmal, ne? Gucken wir mal. Auf die 4 Plus? Ja. Jawohl! Ja, zuletzt zu, dann hauen wir auf jeden Fall da zuerst zu. Wer denn? Ich glaube tatsächlich, da machen wir mal die Spites zuerst. Weil die haben 3 Attacken, sind 1... Ich nehme den Chef, mache ich extra. 1. Ich habe ein bisschen reingepeilt für dich, sodass alle 5 drin sind. 1, 2 und 3 und einen noch. 4. Das sind erstmal die normalen. Auf der Chef? Der Chef hat. Also trifft hier, eins besser. Ne, der hat eine Attacke mehr. Ja, genau. Okay, dann machen wir das alles zusammen. 4, oder? Du hast ja, habe 3 genommen. Habe ich. Ich habe nur einen dazu genommen, weil 3 hatte ich schon. Okay. Auf die 3. Eins wiederholen, die 2 machen wir raus. Aber viele 2er, oder? Ja, 4 Stück. Aber auch viele Einsen, die jetzt zu 3 werden. Oh, ne, 5, sogar noch eine. Okay, dann wieder auf die 3. Oh, das 6, 8, 10, 11 Stück. Wie haben die? Die haben keinen Bock. Ach du meine, 60 Punkte kosten die. Alles klar. Haben die Mieten ja kein Rent, ne? Nee, leider nicht. Das wäre jetzt die Krönung. Okay, ich habe nur einen 4er Safe. Nur ist gut. 1, 2, 3. Alter, wow. 5 Schaden. Gut, ich habe trotzdem noch voll gut gesehen. Nee, geht so gut gesehen. 5 Schaden, der Typ hat nur noch 4 Leben. Ah! Guter Mann. Der guter überlebt Mann. Das nicht. Shitty. Ja. Ah, das ist nicht gut. Du darfst aber. Ich attackiere zurück. Tja, die Brain Shref oder ja, die Kühnertander? Hey Keule, kannst du das schaffen? Was hat denn die Brain Shref in Statistiken so? 5er ja. Safe, 5 Wunden. Mhm. Ja. Also, dann kommt mein Angebot an dich. Der Gunners Glubber, der geht in die Kühnertander und die Rhinox geht in die Brain Shref und macht 4 Schaden. Und der Todesstoß kommt von dem Fahrer. Unten. Ach du lieber Himmel, niemals. So, seid ihr bereit, ihr Lieben? Es geht los. Die Gunners Klapper, 3 Attacken auf die 3, auf die 3, auf die Körnertante. Gucken wir mal, alle 3. Und auf die 3 verwunden. Machen wir 3 draus. Kein Rent, das heißt, du hast ein 4er Höschen. Alles safe. Gut, das habe ich schon mal anders gehofft. Dann kommt das Scharbhorn auf die 4. Beide getroffen. Auf die 3. Beide verwundet. Rent mir das 1. Nein! Auf die Branch Raid? Ja. Dann geht einer durch. D3 Schaden. 2. Stell mal vor, ich hätte den 2. verwundet. Hätte ich jetzt Schaden gemacht. Nochmal. 4. Es ja. Wären 4 Schaden gewesen. Hast du ja nicht. Ja, habe ich ja nicht. Das stimmt. Nur wegen dem 1-6er-Wurf. So, jetzt der Fahrer. Der Fahrer hätte jetzt die goldene Wunde gemacht. Auch die 5. Na gut. Okay. Träumen darf man ja. Dann habe ich mal alles drauf gemacht. Darf ich wieder aktivieren? Mhm. So. Die haben 1 Zoll, ne, die Jungs? Die haben 1 Zoll. Ja, kannst du ein bisschen rumgehen hier. So. Ja, so passt. Kannst ja 3 Zoll peilen. Ja. Die okay. Haben wie viele Attacken? Das waren recht viele. 4. Drei nur? 3 Attacken. Mhm. Chef trifft ja besser. So, 3 Attacken. Auf die 3 bzw. 4. Einsen wiederholen. Das, also, wie auch immer, ich finde Einsen wiederholen super. Da reicht uns die 3, da die 4. Sind aber trotzdem ein paar raus. Wieder auf die 4. Da haben wir wieder 3 Stück. Kein Rent, also ein Vorab. 3 nicht gemacht, nur noch ein Leben. Oh nein, die Branch Raft, die zahlt es mir, timed. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn?
Mach die ruhig jetzt. Okay, Branch Blade. 3 Attacken auf die 4. Ja. Also oh, wiederholen. Cool. 2. Okay, auf die jetzt? 4. 4 die. Einmal. Ja, eine. Minus 1 aber. Ja, Trent? Ja. Wo hat die Trent her? Ja, minus 1. Das kann ja wohl nicht wahr sein. 5er. Nein! Ein Schaden. Ja, Großmaul. Wurdest du umgebracht von der Dame? Von wegen der Fahrer-Kilti. Ja, weggefahren bist du. Ja, ja, witzig. Scheiße. So. Okay. Ja, jetzt hast du hier drüben ja auch überall zuerst. Genau. Der Kollege probiert jetzt nochmal. Eine Attacke auf die 3. Jawohl. Mhm. Auf die Verwundeten mit Gewaltige auf die 2. Das reicht tatsächlich mit minus 2, bitte. Ja, ah, nee, warte mal, das ist ja nur ein Schaden. Dann. Ja, ja. Das macht man am Ende, ne? Ist egal. Okay. Weil, wenn du eine 6 beim Hitten wirbelst, machst du D6 tödliche direkt. Ach so, habe ich ja nicht. Nee, ein ist Schaden. Aber instant durch. Also 5 Leben noch. Jetzt das Wichtige: die weiten Schwünge, 3 Attacken auf die 3. Ui. Auf die 3. 2x minus 1. Ah. Der arme Kerl, der muss sich ja jetzt einen abmühen da oben. 5. Fuck. Sorry. Ach, 7 Schaden. Gut, Feierabend. Ah, das Trampeln hat ihn alles zerstört. Okay. Reiht sich in die Armee hier drüben ein, wird wieder aufgebaut. Ui. Ich kann gar nicht mehr zurückschlagen mit irgendwas. Das ist gut. Das hast du aufgeräumt. Aufgeräumt. Ja, zumindest. Darf ich jetzt noch peilen? Nee, darf man nicht mehr, ne? Bist mit denen nicht gecharged. Hier dürftest du noch peilen. Hast du aber mit einem schon? Ja, das ist egal. Das heißt, hier kriegst du jetzt 3 Punkte. Ja, ansonsten nichts. Ja, aber ist nicht schlimm. Damit kann man arbeiten. Ja. 7-10. Immerhin schon ein bisschen aufgeholt. Gut. Dann Rundenende. Es gibt keinen Battleshock. Nichts passiert sonst. Ja, nee. Kein, ja, stimmt. Das okay. War's. Dann kommen wir in Turn in die zweite Runde, der zweiten Zug, der dritten Runde, Ogre. Da geht's los. Ein Common Point für die Ogre More Tribes und wir fangen an zu zaubern. Der erste Zauber, den ich mache, ist ein Mystic-Schild von dem Firebelly. Ja. Ich habe den extra nach vorne bewegt, weil ich mit dem einen coolen Zauber machen wollte und du haust immer ab. Naja, Firebelly, Mystic-Schild, eine lockere 12. Okay. Dann bannen wir nicht. Kannst du beim. Nee, ich will das Maul bannen. Gut, dann ein Mystic Schild haben wir. Hab ich mir extra hier so coole Marker rausgelegt. Für den Chef. Und jetzt haben wir das coole Maul vom Butcher auf vermutlich den Twilight Ancient, gewirkt auf die 7 mit einer lockeren 9. Okay. Hui. Dann wollen wir doch mal. Okay. Ladies and Gentlemen, welcome to the mall. D3 tödliche vom Butcher. Zwei. Auf die 4 plus schlägt the mall nochmal zu. 3. Ui. Okay, wir sind bei 2, ne? Ja, jetzt kommt erst der Schaden. Ja. D3 wieder. 3. Also 5. Auf die 4 plus. The Maul! Greif wieder an! Nein! Okay, es bleibt bei 5. Der gute Mann hat noch 7. The Maul! Der gute Mann hat noch 7. Das ist okay. Nehmen wir so. Oder so. Ist cool, oder? Hast du ein bisschen Angst gehabt? Ja, voll. Okay, in die Bewegungsphase machen wir es recht simpel. Die gehen hier rüber, die hier gehen. Oh, ich kann auch gar nicht auf die schießen. Okay, dann bewegen die sich irgendwie hier rüber und hier drüben greife ich an. Das gibt ja mehr Punkte, ne? Ja. Okay, und der Tyrant, seht ihr gleich als Überraschung, der hat was ganz Großes vor. Ich kann ihn ein Fass werfen, was er wieder irgendwo versteckt hatte. Ja. Tschüss. Da, wie angekündigt, jetzt geht's Geschieße los. Jetzt hat er auch endlich sein Fass dabei. Mhm. Das Knoblauch-Springfass. Haben wir ihm mal oben drauf gesetzt. Jawohl.
Und ich schieße mit den LED-Bechern. Das mache ich mal was Teuflisches. Teuflisches? Schieß auf die Körner, Tante. Zähl mir was Neues, ja. 2D3, Schuss. Mhm. Oha. 4. Auf die 4. Auf die 3. 3 Stück. Red 1. Alles durch, glaube ich, ne? Jo, das sind 3 Schaden für die Jungs. 2 Leben noch, ne? Jupp. Die beiden, die machen was richtig Teuflisches. Schießen auf die Körnertante. Die schießen auf die Körnertante. Mit 2 G3 Schuss. Hua! Auch 4. Hua! Sehr gut. Mist, keiner, ne? Die beiden, die besorgen es hier richtig. Die beiden schießen nämlich auf den Enchi. die schießen auf die Körnertante, da hat einer noch 3 Leben. Jo. 2 D6 Schuss. Ach so, weil sie stehen geblieben sind, ne? Genau. 5, 6, 7, 8, 9. Und auf die 4. Naja. Und auf die 3. Das kann man so machen, ey. Naja. Satz mit X. Sage ich nicht zu. Satz mit X. Gute Safe-Würfe, schlechte Schusswürfe. Ich charge. Ja. Der Tyrant. Der Bock, der Junge. Und los. Das kann nicht wahr sein, das reicht nicht. Ein Common Point für den Charge Reroll. Das schafft er nicht. Und los. Er bleibt stehen. Oh nein, mein Batschi wird aber nur ausgezogen. So, kommen wir doch mal darüber. Los, der charged. Batschi! Hua! 6. Reicht. Dann komm. Der gewinnt das nicht. Stell dir mal vor, du machst jetzt das Fall auf die 4 bloß und der ist tot. Ja, das wird kommen. Ich charge nicht. Echt jetzt? Ja, ich wollte meinen Zuschauern demonstrieren, dass man auch würfeln kann und muss nicht chargen. Ach ja, okay. Ja, dann war es das jetzt, oder wie? Ich muss dir gestehen, hätte ich eine 11 gewürfelt, also hätte ich gecharged, weil dann darf ich ja 11 mal auf die 6 testen, ob ich eine tödliche machen kann. Aber das ist natürlich jetzt Mist. Das ist doof, ja. Bleib ich so stehen, dann endet meine dritte Runde genauso ohne irgendeinen Nahkampf, wie Ogres so machen. Vielleicht kriegst du einen Double Turn. Oh, vielleicht krieg ich einen Double Turn. Ich krieg jetzt erstmal nur 2 Punkte. Bin damit bei 12 und... Ach nee, ich darf ja noch. Richtig? Nee, du hast angefangen. Ich habe angefangen, stimmt, sorry. Dann kommen wir mal. In die vorletzte Runde und in die Wurf, mein Lieber. Zack! 3 zu 6, sieht dünner aus für Micke, aber ist auch gut fürs Spiel, weil ich fühle immer noch hoch. Echt? Für 12 zu 7. Ich würde aber am liebsten dir geben, dass... Oh, du schaffst mich jetzt, keine Sorge. Wir überlegen mal. Bevor die Entscheidung vom Robert natürlich gefällt wird, erstmal die Ermittlung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. 1. So, das nämlich da vorne. Ja, wenn du den nicht nimmst, hole ich mir das. Das wäre sehr, sehr blöd. Auf keinen Fall. Du musst ihn nehmen. Nicht doppelt. Ganz gut, normal Reihenfolge. Dann machen wir Command Phase. Command, ich krieg erstmal einen Punkt. Jawohl. Dann würde ich. Nee, gebe ich nicht aus, wegen Battleshock vielleicht irgendwas machen. Dann machen wir hier erstmal die Heilung. Erwecke. Nee, bringt auch nichts. Boah, was mache ich mit dem? Mystic Shield. Du kannst auch versuchen, von den Spite Revenants D3 wiederzuholen, wenn du möchtest. Ach, stimmt, das geht ja auch, ne? Das geht auch. Und heilen darf ich ja trotzdem, wenn ich einen gewirkt habe, ne? Jawohl. Dann machen wir einen Spite wiederholen. Boah, Leute, der will nicht. Kann ich Command Point ausgeben, dass ich das rerolle? Ja. Wieso? Es geht nur in 40k. Du hattest doch eben ein Charge. Ach, das war ein Charge Warf, ne? Okay, dann wäre es die 5, also reicht's nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, der kommt nicht auf die 5. Nee. Hier. Zauber für die Branch Wrath. Auf die 7 erstmal ein paar Triaden holen. Do it. Oh Gott, der brennt eigentlich. 11.
Der brennt dann raus hier. Der Mr. Firebelly hier, der grüne Rauch, der macht jetzt eine 12. Und da drüben, da packt er schon wieder fleißig 10 Stück zusammen. Ohne zu wissen, ob ich banne. 12. Ah, eine 9. Da fehlt eine Menge. 3. Da fehlt eine Menge. Ich glaube, du hast schon mehr fast beschworen, als du am Anfang aufgestellt hast. 30 habe ich, glaube ich, beschworen, oder? Nee, 20? Nee, 30. In der ersten Runde einmal nicht hast du es beschworen. Dann sind es 30, ja. Wahnsinn. Da sind sie. Da sind sie. Nochmal 10 Dryaden aufs Spielfeld, die jetzt sogar chargen dürften, aber nicht bewegen können. Genau. Okay. Okay. Dann Fernkampf. Erstmal Bewegung. Genau, richtig. Erstmal Bewegung. Ja. Der steht ja schon in... Nee, der durfte nicht in 3 stehen. So, die bewegen sich ein Stück hier hoch. So. Und so. Der... Welches Objective gibt mehr gerade? Wieder unten, ne? Das da hinten, ne? Okay. Den machen wir. Jetzt wird es ganz dünne für einen Butcher. Lass mich noch einmal The Mall bitte casten. Nee. Nie wieder. Nie wieder. Robert da drüben hat Angst vor The Mall. Auf keinen Fall, mach mal ihr The Mall irgendwas. Jetzt weiß ich überhaupt nicht so. Das gibt mehr. Das heißt, die advancen. Wer ist das gerade? 7, 9. Die Triaden hätten das? Ja. Das ist aber eine gemeine Taktik. Blocken. Ja. Robert, das ist ein Einsteigerspiel. Du darfst nicht die fiesen Tricks des AOS und 40k-Universums erklären. Ich glaube, fürs Blocken braucht man keinen AOS studiert haben. Das ist absolut richtig. 2, 4, 6. Ja, natürlich eine taktische Bewegung, Force Objective, um den Weg zuzuschneiden, um Modelle reinzubekommen. 2, 4, 6, 8, 10. Das passt so, ja. Dann, da drüben auch irgendwas? Ich überlege, ob wir die hier bewegen, die Jungs. Ach, ich weiß es nicht. Spite Revenants, die haben 5 Bewegungen auch nur. Ja, nicht so schnell. Die sind nicht so schnell, nee. Der hat, hier war, ach so, das ist die Lebenspunkte von ihr. Warte, ich besorge dir mal einen Würfel dafür. Die Spites advancen. Oh, 5. Hier ist die Lebenspunkte für die Branch Wrath. Gut. Gehen die Spites hier hin. Jetzt hast du aber natürlich ein Meat Shield. So. Zwischen die zwei Häuser. Zwischen die zwei Türme. Okay, passt so. Ups. Da ist der Bogen ab. Muss man wieder dran bauen. Guck mal, Tyrant, mein Freund, was sie hier vor dich gestellt haben. Ups, Bogen wieder ab. Aus Blickwinkel von Sir Lord Longstrider. Gut, okay, das war's. Dann jetzt wird geschossen. Jetzt wird geschossen. Wir fangen mit dem Endsinn wieder an. Auf wen? Auf den blutigen Typen da. Och nee. Alles? Komm. Ja, alles. Ja, die nee. Colonel Thunder sind ja auch noch da. Dann machen wir erstmal, der hat ja nur noch, wie viele Lebenspunkte hat der? 5 verloren. Ja. Erlitt eine Wunde, das heißt, wir sind hier unten. Das heißt, die 18 Zoll treffen erstmal auf die 4. Noch die 4? Jo, reicht. Trifft auch noch. Auf die 3. Oh. Minus 1. Nehmen wir mal schnell einen kleinen, wichtigen Würfel hier. Hallihallo, hallihallo, minus 1, das heißt eine 6. Hätte das die 6 Schaden gemacht? Ja. Ah. Starker kleiner Batsche. Da freut er sich, der Kleine. Gut gemacht, Batschi. Okay, dann schießt die Körnertante halt nochmal. Nein. Auf. Gib mir nochmal bitte 2 Würfel. Welche? 2 blaue. Dann schießen die Körnertante alle da drauf. Der muss fallen jetzt. Der macht seine Demol heute noch. Auf geht's. Das ist nicht schlecht. Das ist in der Tat nicht schlecht. Alle. 3 Stück. Auch minus 1? Jawohl. Ui. Batschi, wir brauchen 6, mein Freund. Komm.
Sechsen. Keine Sechs. Oh, war keine. Oh, lass ihn leben. Oh nein, sind genau 7 Schaden. Oh, der hat genau 7 Leben. No! The Maul greift ihn. Ist das schlimm jetzt? Nö. No. Gut, dann haben wir da hinten die Körnetanta noch. Die schießen auf. Ja. Was ist der Fasstyp da? Tyrant, ja. Mein Chef. Sir Lord Longstrider ist das. Dann schießen die da drauf. Da drauf. Auf den hast du aber minus 1 gewohnt. Das macht nichts. Echt? Ja. Seine Generalseigenschaft. Ich habe aber keinen Bock, dass der mir irgend so ein Fass um die Ohren schmeißt. Das passiert aber gleich. Wir gucken uns das mal an. Gut. Wir schießen hier drauf. Ja. Oder haben die weniger hier? Die haben einen Lebens von weniger. Komm, dann schießen wir. Nee, der hat nur ein Leben. Echt? Also 5 Leben haben die nur noch. Komm, dann zieh mal da drauf. Okay. Na, diese Branchcraft, die muss weg. Ich gebe den 1 noch, ein 1er Hit Reward. Ja, genau. 4 Stück. Also, egal was ihr schon mal gesehen habt über silberne Bogenschützen, hier seht ihr, dass sie es taugen. Ja. Minus 1, 6. Ich habe keinen gemacht. Boah. 6, 7, 8, 9. Die rammeln hier als alles weg. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nahkampf. Charge. Ancient? Yep. 7. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, so. Knapp hier vorbei, dann passt das. Mhm. Aber ja, dann gehen die noch mit rein. Nee. Das reicht nicht. Dann auf die 4 plus, da hauen die zum Schluss. Charge da drüben nicht, ne? Nee, dann ist ja eh egal, ne? Ja. Okay, dann haut er direkt zu. 7 Lebenspunkte, also 5 gefuttert. Mhm. Dann fangen wir an mit den gewaltigen Krallen auf die 3. Auf die 3. Auf die 3. Dann minus 2. Achso. Minus 2. Einmal, ist durch. Ja. Ein Schaden. Ja, yep, einer noch 2 Leben. Dann haben wir weite Schwünge, 2 Attacken. Auf die 3. Auf die 3. Zweimal minus 1. Wie Schaden machen die? Die 6. Immer noch. Das bleibt dabei immer. Das bleibt, ach, das bleibt immer dabei. Nur die Attacken werden weniger. Hey, du hast die ganze Zeit schon 2 Attacken gehabt. Nee, 3 am Anfang. Weite Schwünge, 3, 2, 2, 1, 1 ist das Bracket. Verrückt. 6. Nächster. 2 Stück. Feierabend. 8. Was hast du eben über den Typ erzählt? Ja. Der brennt alles ab hier. Jetzt. Der brennt alles ab. Okay. Das ist stark von dir, der Zug. Muss ich mal loben. Der war gut, ja. Die Würfel waren gut jetzt. 3 Punkte. 4. 4 Punkte für dich. Dann hast du aufgeholt auf 11 zu 12. Boah, Wahnsinn. Und meine 4. Runde jetzt erst. Hero Face. Ladies and Gentlemen, welcome to round number 4. Ogre More Tribes. Wir fangen an mit dem Firebelly. Mhm. Es ist immer noch nichts in Reichweite für seine coolen Zauber. Deswegen machen wir einen Arcane Bolt auf die 5. Ich mache eine 7. Was kommt noch? Nichts mehr. Echt? Dann die 9 war natürlich mit meinem Butcher hast du gewonnen-hitted eben. Das ist dann wohl gebannt. Ach, richtig, ist eine 8, ja. Also hier wegen den beiden hier. Ja. Also so nicht. Das ist schon mächtig, oder? Das muss man ja. Ja, aber man sollte ja meinen, dass es beim Zaubern auch wirkt. Und dafür, also ich habe 2 Zauberphasen gehabt, wo es nicht so gut lief. Ne? Das stimmt. Also 3, 2, 1 Würfel oder so. Ja. Aber an sich ist das schon... Ja, also auf jeden Fall. Ich finde es auch gut. Mächtig. Ich bekomme einen CP. Ah ja, genau. Und ich mache in der Bewegungsphase der Bachi Yachi mit seinem 10er Move geht der hier rüber. Und er macht sich jetzt bereit. Okay. In der Shooting... Oh, stopp, Moment. Firebelly, mein Freund. Das ist der beste Mann. Der darf auch noch 8. Hände reiben, Hände reiben. Fernkampf. Die Lettbelcher. Das sind die beiden hier. Ja. Die schießen auf deine Spite. Ja. Mit... Mit 2W6 Schuss? Ja. Oh, das sind 6 Schuss. Auf die 4. Mhm. Und auf die 3.
einer nur. Sehr dünne. Verdammt nochmal an den Fünfer. Echt? Das ist aber eklig. Ich schmeiß das Fass. Ja, minus eins oder was? Oder wie? Muss ja eh nicht testen. Fünfer, ja, nee, das passt, ja. Der rosa auf Würfel. Deine Triaden werfe ich das Fass. Das kann man einmal im Spiel machen. Ich darf jetzt 6 Würfel werfen. Ja. Und ich darf plus 1 für je 10 Modelle nehmen. Das heißt, du hast ja genau 10. Nee, das sind mehr. 2, 4, 6, 8. Nee, das sind genau 10. Okay, stimmt. Und für jede 5 plus kriegst du D3 Mortals. Okay, ja. Was? Für jede 5 plus kriegst du D3 Mortals. Okay. Hört sich erstmal viel an, aber werden wahrscheinlich nicht so viele werden. Ich habe nur 2 gemacht. Das heißt, 2x D3 Mortals, 4. Okay. Gut. Passt. Schon ist der Plan etwas schwieriger geworden, den ich vorhatte. Wolltest da durch, du Lümmel, ne? Könnte man meinen. Dann schieße ich mit der Pistole vom Tyrant noch drauf. Auf die Spites. Ja. 2 Schuss auf die 4. Beide. Auf die 3. Einer nur mit Rent minus 1. D3 Schaden. Ein nur, das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay. Der Firebelly macht seinen Feueratem auf den Treated Ancient. Okay. Auf die 4 plus kriegt der D3 tödliche. Alles klar. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, ist eine 4. Das sind D3 Mortals für den Fire, für den Ancient. Für den Firebelly auch, oder was? Nee, nur 2 auf dich. Dann hat der noch 5. Richtig. Okay, wenn wir hier irgendwo eine 5 finden, so, wie dann... Wie machen wir das jetzt gut. Am klügsten, mein Lieber? Weiß ich nicht. Ich charge mal. Alles klar. Firebelly, komm. Der charge auch nicht. Nein, nicht ganz genau. Teste ich jetzt mal gleich, was der Tyrant so macht. Tyrant charge zuerst und es geht los. 7. Okay. Wo will er hin? Hier ran. Alles klar. 7 Würfel auf die 6. Jedes 6 ist eine tödliche. 3, 4, 5, 6, 7. 6en. 2. Ja. Es kann echt nicht wahr sein, dass ich den Block nicht ausgeschaltet habe. Wirklich. Die Litbechers, die chargen auch da rein. Ja. Hua. Och nein, nein. 1 CP. Nur noch 2. Wiederholen. Mit einer lockeren 12. Ach du lieber Himmel, das gibt jetzt tödliche, oder was? Hoffentlich, ja. Wir gehen. 12. Machen wir mal eine Marcel Schuppig-Luftmessung hier. Jawohl. Zacki. Reicht nicht, oder? Außenrum. Na klar. Ach so, an sie dran. Okay, ja. 12 tödliche. Also 12 Würfel, Entschuldigung, die 12 tödliche. Das wäre auch witzig. 6, 9. Jede 6 ist eine tödliche. Ja, ich mach sie weg. Ja. Genau 2. Reicht doch. Sehr gut. Meinst du, ich mach so ein. Eigentlich war das hier der Wurf vom Firebelly, ne? Naja. Ich würfel mal mit dem. So wird das nix. Firebelly. 1 CP. Charge Reroll. Hua! Das ist eine 1 und. Noch eine 1. Billy hat richtig Bock. Oh. Ist aber ganz dünne. Okay, dann schreite voran mit deinem teuflischen Plan. Ja, ja, ich bin noch voll im Soll. 3 Zoll peilen. Dann beile ich mal hier rein. Und ich attackiere mit all was ich habe auf die Hunter. Ja. Ich denke, das überrascht keinen. Und ich gebe noch ein CP aus. Und wiederhole Hit Rolls of 1. Keine CPs mehr? Nö. Wenn du schockierst, gibt es eh keine mehr hier. One Man Army jetzt hier hinten. Mit dem Thunder Maze. Auf die Konrad Hunter, auf die 3. Jede 6 macht.
Eine Mortal in Edition. Naja. Gut, machen wir lieber mal keine. Und verbunden auf die 3. 2. 2 Stück mit Rent minus 2. Im Moment, du durftest noch sagen übrigens, dass du wurzeln willst. Ja, genau. Dann richtig. Könntest du mich alle Safe Rolls wiederholen. Dann machen wir das. Minus 2 hast du gesagt. Ja, aber 6. Das ist ziemlich ernst, Mann. Kommt mir bekannt vor. Ah, okay. Die Glaive. 2 Attacken auf die 3. Auf die 3. Jawohl. Rent minus 1 nur. Wehe. Das kannst du nicht ernst meinen. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen, was hier los ist. Jetzt habe ich, hab ich noch einen Biss auf die 3. Okay. Feierabend. Hervorragend. Großer okay. Tyrant. Admiral Longstrider. Das war's. 3 Palmen haben ausgehalten. Dann bist du. Was mit denen da hinten? Die dürfen noch nicht. Du bist jetzt dran. Du hast aber nur 1-2 Palmen jetzt, ne? Ach so, dann Palmen aber so. Dann hauen wir tatsächlich, glaube ich, mit den Jungs zu. Mhm. Sind 6 Attacken. Hier haben wir 3. Da haben wir nochmal 3. Der Chef trifft auf dem hohen Boden, ne? Besser. Das heißt, wir brauchen hier, kannst du mir so einen anderen Würfel nochmal geben? Der Chef trifft besser. Das heißt, der Chef trifft auf die 3, der andere auf die 4. Wir dürfen die Einsen wiederholen. Natürlich. Das kann okay. Nicht sein. Also ne, auf den Chef, logischerweise. Ja, ja. Und dann haben wir 4 Stück, bitte. Jo. Jetzt habe ich einen für den Safe mit dem Tyrant, der große läuft. Oh, ein 4er nur. Ui! 3 Schaden. Ah. Wie viel hat der Kollege? Hä? Wie viel hat er? Jetzt nur noch 5. Okay. Oh oh. Ich peile mal mit den LED-Bällchen rein. Ja. So, dann kriegst du jetzt nochmal ein. 5 Stück auf die 3. Mhm. Mhm. Auf die 3. 3 Stück mit Rent minus 1. 5 aber rerollable. Das heißt auch alles wiederholen. Also die 1. Ich kann das nicht glauben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was sind das denn für Hunter? Die will ich haben. Ich kaufe die ab. Oh! Bei 6 Safe-Würfen, 6. Er muss aber einen Reroll haben, ne? Ja, toll. Sehr stark. Also, die sind nicht klein zu kriegen, die Jungs auf dem 6er Objective da hinten. Witziges Wortspiel. Mhm. Cool, dann habe ich noch 2-mal einen Biss. Auf die 3. Genau. Ja, yeah, es liegt, weil das Fass hier drin ist, das ist auch nichts. Dann ermittel doch mal, wo. Ne, jetzt erstmal deine Punkte natürlich. Du darfst noch mit den Dreharen, wenn du willst, zuschlagen. Auf jeden Fall, ja. Palmer. 2, 4, 6, 8 Attacken. Geht. Okay. 2, 4, 6, einen Würfel brauchen wir noch. Wie viele? Einen Würfel. Dann haben wir die Triaden auf die 4. Yep. Da dürfen wir nichts wiederholen. Auf die 4. Einmal. Dann frisst er den noch. Mhm. Haben wir noch 4 oder was? Jupp, ich glaube, ich habe keinen einzigen Schaden im ganzen Nahkampf gemacht. Wahnsinn, ey. Was habe ich eben erzählt? Fernkampf nicht so mal ins Nahkampf sehr. Also mhm. Ja, läuft Ast rein. Okay, deine Punkte? Den da. Ich glaube, ich krieg nur den in der Mitte. Jupp. Hier habe ich zwar 6 Modelle, aber du hast mehr als 6, aber du musst noch vorher einen Battleshock testen. Genau, auf die. Nehmen wir bei den. 5 plus 4 sind schon mal, was haben die für einen Mutwert? 9 gehen 2. Ne, 8, 6. Gehen 3 nochmal. 3. Richtig? Ja. Mhm. So. Weißt du, was witzig ist? Jetzt hast du 7 da drinnen und ich 6. Ja, ist witzig. Das stimmt, das ist echt witzig. Das kann wirklich nicht wahr sein.
Okay. Ach so, die 10 ja doppelt. Mein Gott, dann hätte ich einen Common Point ausgeben müssen eigentlich. Dann war es jetzt das Glück mit den Dummen hier, ne? Aber das Objective gehört dir. Ich krieg den Punkt nicht. Ich krieg nur den in der Mitte, weil ich das noch halte. Also und 13 zu 11. Jawohl, 13 zu 11. Das war die vierte Schlachtrunde und wir kommen in die letzte Runde. Edi Wurf, mein Freund. Jo. Okay, 4 zu 2. No! Da. Du darfst jetzt erst ermitteln, wo ist. Hinten, da! Sehr stark. Nimm. Du willst mich jetzt auch noch demütigen. Ich kann es gar nicht kriegen. Das ist da hinten. Ich möchte mal wissen, was der Typ jetzt macht. Also räum mal auf. Okay. Nimm mal die Runde, los. Vielen Dank. Dann habe ich auch nochmal einen Doppelturn zum Abschluss. Wie steht es? 13 zu 11. Okay. Ja. Also super knapp sowieso. Super geil, ja. Wir probieren mal unser Glück. Wir bleiben jetzt live hier. Wir bleiben live. Ein CP für die Ogre Maw Tribes, ihr Lieben. Hier haben wir ihn. Wir fangen an, Zauber zu wirken. Firebelly. Ich kann den Namen nicht mehr hören. Das ist so geil. Der Firebelly, der ist der Beste. Ist ein Gegner in 3 Zoll? Nein. Okay. Können wir das mal bitte kurz durchspielen, was da passiert, wenn einer 3 Zoll ist? Ja. Ich darf deinen Würfel werfen und auf die 4 plus kriegt die Einheit D3 Mortals. Okay. Also aber jede feindliche Einheit. Okay, also das heißt, wenn Sergeant Belly das geschafft hätte, endlich mal hier reinzukommen, dann hätte es jetzt echt gut gekracht. Aber nur auf die 4 plus? Ja, und gut. Dann auch nur D3. Das ist so ungefähr der... Ja, ja gut, aber Curlish Hunter und... ne. Ja, das ist ja, ne? Das ist also einmal der schlechteste safe. Zauber, den es gibt, glaube ich. Egal, ja gut. Ich hätte gerne The Maul nochmal. Oh, das, ja, das ist... Ich mache einen Arcane Bolt. Okay. Da hast du... Mit einer lockeren 7. Okay. Habe ich ihn durchgekriegt? Nee, habe ich nicht gebannt. Dann ist eine Mortal für den Ancient. Okay, auf die 4 runter. Hervorragend. Firebelly, mein Freund. Pass auf, Firebelly kommt noch und... kriegt gleich seinen Atem noch ab. Oh, das wird doch knapp. Das wird stimmt, knapp. Der Atem. Dann charge der Firebelly ihn an und er stirbt davon. Ja, pass auf. Wir gucken. Bewegungsphase sind im Nahkampf. Der geht auf 3 Zoll dran. Ja. Pfeil wurde abgerissen. Und wir kommen in die Shooting Phase. Jawohl. Als allererstes schießt der Tyrant auf die Triaden. Mit seiner Pistole, die holt er sich aus der Tasche. Fass haben wir nicht mehr. Auf die 4. 1. Auf die 3. Ja. Minus 1. Ja. D3 Schaden. Nein. Nur eine. Eine Triade. Ja. Die beiden LED-Becher. D6 Schuss. Oh oh. Auf die Kohle-Tante. Weil sie stehen geblieben sind in deiner Bewegungsphase jetzt. Jawohl. Okay. Ich dachte eigentlich, dass sie auch nicht im Nahkampf stehen dürfen, aber das stimmt nicht. 2d6 Schuss. Wupp. Eins über Durchschnitt. 4, 5, 6, 7. Auf die 4. Oh. Ohlalala. Auf die 3. Drei Stück, lieber Robert. Ups. Gibt's mir noch. Ah. Minus 1. Ja. Problem. Ein. Die darfst du noch nicht rebollen. Okay. Einmal, zweimal durch. Achso, der hatte noch 2, genau, ja. Sehr gut. Okay, wir machen mal ganz schnell einen Akkuwechsel. Firebelly! Da ist er! Wo ist er denn? Lass mal das Haus wegmachen, dass wir Firebelly zugucken können. Alles klar. Firebelly! So, Firebelly Fan Cup Attack. An hier. Guckt ihn euch an. Nee, der muss sich zum Engine ausrichten. Der will den anspucken jetzt. Okay. So, Fire Breath, Firebelly. Auf die 4. Satz mit X. Aber wir haben ja noch einen Charge. Okay, dann machen wir das Haus wieder dahin. Das hilft ihm mehr, der braucht ein bisschen mehr Deckung. Charge Phase. Ja. 2d6 für den Firebelly. Ach so, Mann, ey. Bitte eine 3 oder so jetzt. Eine 7. Ja, kriegst auch seine 7 Würfel, ne? Willst du einen Rerollen oder was? Ja, CP echt? Ausgeben. Okay, also macht er jetzt, um eine höhere Augenzahl zu bekommen? Nee, ich mach das für den Nahkampf und gebe dem Hitbolt so ein 1 wiederholen. Okay. Ich charge. 7 Würfel erstmal. Wo willst du überhaupt hin? Dahin. Ich
kann das Objective gar nicht kriegen. Nee. Egal. Ja. 7 Würfel. Jede 6 macht eine tödliche. Nur eine. Hat er noch 3. Mhm. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was Firebelly im Nahkampf macht. Firebelly. Firebelly, das ist so ein schönes Wort. Ich will Firebelly als erstes aus. Und lass den Hit-Rolls von 1 wiederholen. Und jetzt, mein Freund, weißt du, was Feuer ist? Okay. 2 Attacken. Weißt du, was Feuer ist? Ja, der Engine, der verbrannte Baum, der wird jetzt abgefackelt. Ihr Lieben, passt auf geht rein. 1 Reroll, der hat sich schon mal gelohnt, der CP. Und zack, da ist er. Okay. Auf die 3 verwunden. Du weißt Bescheid, auf die 3. Nur eine. Minus? Mit Rent minus 1. Oh. Komm, du hast noch eine Chance. Kipp. Ja, da ist er. 3er Stein. Ja. Von Haus aus. Mano. Die 3 Schaden wären es gewesen. Ui! Ach so, darf ich nicht noch auf die 4 plus gucken, ob du zum Schluss... Eigentlich schon, ja. Ach Mann. Stimmt, hab ich vergessen. Nein, aber das war so, alles gut. Ich glaube, der wär schon sein Tod gewesen sonst. Nee, mach... Warte mal. Lass uns das mal so machen, dann aktivierst du jetzt da hinten zuerst lieber. Nein, mach... Da passiert nichts. Hier machen wir nichts. Ja gut, dann machen wir hier... Die Aktion ja. Sind wieder 6. 3 Attacken. Ups, da ist einer leider weg. Mhm. Der eine trifft besser. Auf die 4. Einsen wiederholen. Okay, und wieder auf die 4. Haben wir tatsächlich 4 Stück. Wahnsinn. Das ist dein Ernst jetzt? Ja. Ein Leben. Da muss ich jetzt... Oh, ja, ich hab gedacht, die schaffen es, wirklich. Dann los! Ja, da muss ich jetzt einen Tyrant zuerst auswählen. Wie? Okay. Haus auf die Triaden, ne? Nee. Was? Warum? Mit dem Thunder Maze. Das ist ein Hammer in seiner linken Hand. Damit gehe ich auf die Kernet Hunter. Mit der Glaive gehe ich auf die Triaden und mit dem Biss auch in die Kölner Tante. Okay. So. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt, der Thunder Mace. Jetzt fällt ja alles um. Rache für den letzten Zug. Der Thunder Mace auf die 3, auf die 3. Mhm. Eine 6. Das bedeutet, das ist eine tödliche zusätzlich. Die machen wir schon mal. Für die Kölner? Ja, das heißt, okay. Einer hat nur noch 4 Leben. Mhm. Nicht der hier, sondern der. Nicht der Chef, genau. So, und verwunden auf die 3. Eine mit Rent minus 2. Auf die Kernel Hunter. Ja, auf die 6. Rerollable. Wieso? Ich habe ich doch jetzt noch Wurzels. Nicht. Ach so, okay, stimmt. Okay. Nein. Dann sind das 3 Schaden flat. Hui, hat er noch einen. Der Biss zeigt sie gleich. Jetzt kommt das Glaive auf die Triaden. 2 Attacken auf die 3. Auf die 3. Beide mit Rent minus 1. Beide safe. Das ist unfassbar stark. Jetzt kommt der Biss. Ja. Auf die 3. Auf die 3. Nein. Nein. Das kann wirklich nicht wahr sein. Gut, ich hau mir den Triaden zu. Ja. Chefin ist weg. Boah, ich warne dich. Einsen wiederholen. Stimmt. Nehmen wir die 3. Und das war nein! So, dann mach mal. Dreimal. Komm. Die erste Triade. Safe. Der macht's so spannend. Ich hasse sowas. Triade Nummer 2. Wuuuuh! Aber jetzt. Das kann er nicht halten jetzt. Ich hab die 2 gesehen gerade. Das wird eine lockere 5. Nein, es wird die 2. Mit Ansage! Das kann echt nicht wahr sein. Na gut. Na gut. Egal, wir brauchen den General nicht. Wir haben den Firebelly. Wir haben noch die Blattbecher. Okay. So. Den Firebelly darf ich noch auswählen, oder? Ja. Okay. Dann habe ich nur die Blattbecher. Die 2. Die müssen jetzt reisen. Ich peil rein. Mhm.
Der schlägt auf die beiden, der Chefe, und der hier mit der kleinen Kammer auf die Hunter. Okay. So, dann fangen wir an. Der auf die Hunter. Zwei Attacken auf die 3-3. Eins. Zwei. Trifft. Rent News 1. Das war Hunter? Ja. Zwei Schaden. Oh, dann ist einer weg und einer hat noch vier. Jupp. Achso, hier. Genau. Und der letzte auf die Triaden. Auf drei Attacken. Auf die drei. Und auf die dreien. Alle drei. Hui, mit Randy Designs. Das kann ich nicht. Einer. Nee, einer ist durch. Einer ist durch, ja. Zwei Schaden. Okay. Toppi. Gut. Nee, haben nur zwei gelebt. Waren zwei Schaden, gibt das oder? Okay. Jetzt noch als letztes der eine Biss auf den Konatanta, auf die drei und nix. Okay, das Schicket. Gut, dann dürfen wir aber hier. Jawohl. Dann müssen wir aber kurz gucken, was die hier überhaupt hat. Achso, die haben wir hier. Da haben wir drei Attacken auf die vier. Ja. Eins wiederholen. Das hat sich eingebrannt, hier eins wiederholen. Und auf die vier. Einmal bitte. Ein Schaden. Genau. Red Bull ist eins. Genau. Ja. Dann hat der noch drei Leben. Du hast den Punkt aber, ne? Den Punkt habe ich. Okay. Aber der Ancient darf noch. Ah ja, genau. Der Ancient hat aber nicht mehr viele. Der müsste jetzt. Er ist im vorletzten. Mhm. Das heißt, erstmal eine Attacke mit dem Dingsbums da. Das Gute. Auf die drei. Oh, auf die drei. Und das andere. Auf die drei. Und dann verwunden. Hat die nur eine Attacke, oder was? Ja. Minus zwei einmal, einen Schaden. Minus zwei ist durch. Ja. Ein Schaden. Hat die andere gar nicht getroffen? Nee. Hat er noch sechs Leben. Okay. Steht auf Feuer Berliner. Subi. Gut. Punkte. Drei. Hier ist alles tot. Vier. Genau. Nee, Entschuldigung. Das hier gibt drei. Das gibt also zwei Punkte für dich. Jawohl. Da bin ich bei 15. 15 zu 11, ne? Du brauchst alles. Nee, ich brauche den. Der gibt 3. Mhm. Und dann 4. Dann sind wir Gleichstand. Richtig, du brauchst alles, um zu gewinnen. Okay, das super. Geht ja. Dann, okay. Hero Face, er heilt sich. Oh, wie denn? Was? Wie denn? Mit seinem Zauber hier. Man muss einen Zauber wirken, dann kannst du dich um die drei selber heilen. Genau. Machen wir das. Spikes wiederholen, wenn du willst. Machen wir doch. Da hätten wir jetzt die 9. Der Fire Belly brennt das aber. Nein. Oh Gott. Der Fire Belly ist so nicht, stark, ey. Das gibt es nicht. Da holen wir Dryaden. 8. Kann ich nicht bannen. Okay, dann stelle ich die Dryaden mal auf. Noch ganz kurz eben nochmal. Hier vorne gab es noch einen Comment. Battleshock-Test. Hier hat man den Comment Point noch ausgegeben, eben gerade. Deswegen steht der Robert bei 2, weil er jetzt ja gerade noch einen bekommen hätte. Kommt er jetzt auf 2 wieder hoch. Nur fürs Protokoll. Genau. Haben wir eben gesehen, dass wir es vergessen haben zu filmen. Movement, ganz kurze Regelfrage. Ich darf in den Nahkampf reinschießen, ne? Du darfst in den Nahkampf reinschießen, ja. Okay, alles klar. Dann, Übrigens hier, die beschworenen Einheiten sind hier gespawnt. Das ist ein, Taktik-Fuchs-Move, ne? Beschwörung, 12 Zoll, Wald auswählen, innerhalb beschwören, zack, die holen für ihn das Objective hier in der letzten Runde und die Triaden hier vorne, die Beschworenen, ey, das fühlt sich Triaden beschworen. Wahnsinn, ne? Boah. Very nice. Das ist echt viel. Und die kommen jetzt hier vorne noch rein. Jetzt werde ich auch noch in der letzten Runde vom Tisch gefegt. Gut, dann schießen wir. Jawohl. Mit dem Chef, ja. Mit den Jungs. Beide. Also was die heute hier weggeschossen wirklich haben. Wirklich gut, ja. Eingesaved zwar. Ein Schaden. Schaden. Hab keinen weißen Würfel mehr. Zack. Der, nicht der Chef. 3 Leben. Mhm. Und da drüben? Ja, die 3 Körnetanter. Jawohl. 3, Wahnsinn. Gib mir mal hinter nochmal 2 blaue. Die schießen natürlich in deinen Fire Belly. Nein. Okay, die treffen schon mal nicht.
4 Treffer. Oh! 6. Oh, das ist der Tod von Feuerbelly. 2 nur. 2 gehen durch, oder was? 2 gehen durch. 4 Schaden. Noch 2 Leben. Charge? Nee, der Tudor hat auch noch Fernkampf. Auf jeden Fall, genau. Ja. Eine Attacke trifft auf die, trifft auf die 5. Auf die 5, weil er nur so wenig Leben hat. Mhm. Nicht auf die 4. Auf die 4, meine so. Ich ja. Ja. Ja, okay. Nee, 5. 5. Boah. Okay. Dann Charge, ja. Charge, ja. Wo chargen wir jetzt? Alles. Das Problem ist jetzt... Oh. Wie viele Lebenspunkte hat so ein Typ hier? 4. 4. Der hat, einer hat noch 3, ne? Mhm. Oder was hier? Der ja, hier? Ja. Oh, schon. Der warte, kannst du wegmachen. Dann hat der nur noch 2. Ja. Sorry. Nee, alles gut, alles gut. Dann charge ich mit den Triaden tatsächlich, mhm. oder? Oh, das ist so blöd. Könnt ihr jetzt auch einfach stehen bleiben und kriegt trotzdem mehr. Jo, an sich schon. Ich lass das. Hier drüben aber. Ja, auf jeden der Fall. Der Spite. Spite-Hieb. Oh. Kommt. Könnt. Und. Sogar die Könnte, da chargen wir auch noch. 6. Ja, reicht. Ja, ja schicket. So. Wenn der Wie viel hatte der noch hier, der Kollege? 2, 3? 3, glaube ich. Weiß nicht, ob das noch. Dann. Wer soll im Nahkampf auf die 4 plus erstmal wird entschieden, ob genau, erstmal gucken wir, der Feierling noch darf? Ja. Der darf. Jetzt bin ich gespannt, was er macht, der Lord. Da, das kriege ich. Ich hau hier zuerst zu. Komm. Wer? Der Colonel Hunter. Der Chef. Mhm. Also, auf die. Ach, das ist auch doof. Nee, eigentlich ist das doof. Ja, doch, ist egal. Wir versuchen es einfach. Auf die 4? Ja. Wow. Auf die 4? Ich glaube, er hätte auf die 3 getroffen, aber egal. Hast du ja, stimmt, getroffen. Richtig. Aber nur einmal, ja. Hohen Schaden. Das heißt. Du darfst. Wir haben vergessen, als die stampfen eigentlich noch am Ende der Phase. Haben wir eben als vergessen. Stimmt. Die Kondotanzer. Der Firebelly, der haut mit allem, was er hat, zum Ende des Tages auf den Ancient. Mhm. 2 Attacken, mein kleiner Freund, auf die 3. Na gut, dann soll es heute, finde ich, für ihn sein. Gut. Ancient haut zu. Mhm. Dann haben wir, warte mal, der hat jetzt noch 3, ne? Das heißt, er hat tatsächlich vorletzte Bracket ist das. Weite Schwünge, eine Attacke auf die 3. Auf die 3. Minus 1 bitte. Hast du 2 Sechsen gehört? Ja. Unfassbar. Wie viel? Minus? Minus 1. Sechsen. Mal gucken, ob ich das auch so gut kann. Wäre ja nur fair. Nein. 3 Schaden. Der macht immer noch D6. Ja. Immer, das bleibt dabei, immer. Nur die Attacken werden weniger. Dann wird der Fire's Belly hier im Wasser versenkt. Wut. Okay, ja, dann war's das, ne? Hier drüben noch der Fire Belly zur Rechten auf die Branch Rev. Der Fire Belly, Entschuldigung, Fire Belly. Alles Fire Belly. Fire Belly Armee. Der Chef von den Lettbechern auf den Cullard Hunter. So, auf die Branch Rev, auf die 3. Eine, auf die 3. Yep, Rent minus 1. Ach so, das wird. 4. Oh, das reicht, glaube ich. Sind 2 Schaden? Nicht. Zu einem Leben? Ein Leben. Dann kommt der gefräsige Biss. Oha. Eine Attacke auf die 3. Nein. Und der andere Chef auf den Kunasander auf die 3. Und auf die 3. Beide mit Rent 1. Dann haben wir. Den dürfen wir wiederholen. Ne? Beide, ja. Wir brauchen die 5. Einmal nur. Dann sind es nur 2 Schaden. Und der Biss wäre auch nix. Na gut. Hätte klappen können. So ist es nichts geworden. Als letztes auch noch die Branch Rev. Zuhauen, stimmt. Hat die nicht schon? Nee, die hat noch nicht. 3 Attacken auf die 4, auf die 4. Oh Gott. Warte mal, hier müssen wir. Dann kipp ich. Achso, die 1 dürfen wir wiederholen wegen ihr. Mhm. Und auf die 4. Einmal. Minus 1. Steht. Stark! Zum Glück. Jo, dann kriegst du Punkte. 3. 4, 5. 4, 5. Und damit
Du Maschinchen, ey. Ist das witzig. Ziehst du auf 12, 17 zu 15. Danke für die Hilfe. Welche Hilfe? Naja, war schon viel Hilfe. Ist ja auch ein Einsteigsspiel für How to Play AOS. Ich hoffe, wir haben einen guten Mix gefunden zwischen Spielfluss und Regelbär, sodass ihr ein gutes Gefühl dafür bekommt, wie das so abläuft, wie so ein Spiel funktioniert. Ich hoffe, wir haben viel erklärt. Wir gucken jetzt auf jeden Fall nochmal kurz ein bisschen über, wie nennt man das nochmal? Ich habe schon so lange nicht mehr im Berryboard aufgenommen. Postgame. Ja, Mann. Wir machen jetzt ein Postgame. Genau, so sieht's aus. Vielen Dank für das Einstiegsspiel mit Einsteiger. Hey, das war nicht für dich, das war für alle da draußen. Ich war ja aber stellvertretend für Einsteiger, weil ich ja selbst lange nicht gespielt habe und absolut nicht in Übung bin. Also, aber wir spielen ja öfters mal miteinander. Hat ja immer so ein bisschen dieses Flair. Ja, soll es ja auch sein. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft für immer. Für alle. Und ich habe ja auch nicht weniger Spaß, nur weil ich jetzt die Runde verloren habe. Ich finde, das ist eigentlich die wichtigste Botschaft, wenn man jetzt Neueinsteiger ist oder auch Veteran ist. Wenn man sich trifft und miteinander spielt, was ja auch in der heutigen Zeit aktuell nicht ganz so einfach ist, aber wenn man das macht oder auch zu Hause mit seiner Familie, mit seinen besten Freunden spielt oder so, habt echt Spaß dabei. Und Scheiß. Sucht das euch Leute, mit denen es Spaß macht. Ja. Und das ist das A, das ist echt das A und O von allem. Eigentlich ist es total scheißegal, ob ich es gewonnen habe oder verloren habe. So, ich freue mich auch nicht, wenn ich nach Hause gehe, ob ich jetzt gewonnen oder verloren, sondern ich freue mich jetzt, wenn ich nach Hause gehe und sage, ich habe einen super geilen Abend gehabt, wir hatten super viel Spaß, haben super viel gelacht, haben ein geiles Spielerlebnis gehabt. Geile Würfelwürfe hatten wir. Also ein paar mehr. Also die Safe-Würfe da hinten waren vollkommen krank. Das habe ich selten erlebt, wirklich. Auf der Kamera vor allem. Auf der Kamera. Und die haben mir sehr weh getan. Es hat wirklich sehr, sehr weh getan, nur dass ihr da mal Bescheid wisst. Das hat dir hier auf jeden Fall den Sieg gekostet, hier hinten. Also ich muss ja echt zugestehen, ich habe versucht, so ein bisschen so zu spielen und auch ein bisschen so zu gucken. Ich habe aber auch permanent gedacht, muss ich wirklich sagen, dass ich es immer noch unter der Kontrolle die ganze Zeit habe. Auch als ich dann gesagt habe, ja, du bist jetzt da. Und ich habe alles noch gedacht, ja, das passt noch so. Mhm. Aber als es dann immer ein Brenzige wurde und dann kam die Safe-Würfe immer noch von dir, dachte ich mir so, das passt doch nicht mehr. Ich glaube, das wird nichts mehr. Weil ich dachte mir so, ich habe so einen hohen Punktevorsprung. Ist cool, wenn ihr jetzt gut aufholt, soll es schön spannend sein. Und am Ende, kein Problem, score ich nochmal da, nochmal die 3 oder 4, das passt schon irgendwie. Aber am Ende ist der Damage echt out geblieben. Also Tyrant hier vorne, der hat mich sehr, sehr enttäuscht. Ja gut, aber das waren meine Würfelwürfe, ne? Ja. Also. Also auch mit dem Fass, auch wenn das cool klang, und auch der Fernkampf und sowas war mir ein bisschen dünne, muss ich sagen. Ja, aber die Köln-Tante, also fand ich halt echt gut, was die geschossen haben. Die haben mich bisher immer enttäuscht. Ja. Ich habe die jetzt so 4, 5, 6 Spiele mal gespielt. Natürlich im riesen Zeitraum, aber die haben mich immer enttäuscht. Ich persönlich habe ja, wie gesagt, mit Silber jetzt angefangen, weil ich beim Robi schon immer so cool fand. Ich habe immer gerne auch mitgeblättert damals in seinem Battletown. So, boah, ey, voll cool. Und irgendwie so alles, was man als erstes liest, ist immer so Winterleaf, glaube ich so. Also Winterblatt ist so eine von dieser von der Lichtung. Weiß gar nicht, jetzt die ganzen Bonis hauptsächlich konzentriert man sich ja drauf, weil man bei jeder 6 beim Hitwurf 2 Treffer macht. So stark. Gilt das auch für Fernkampf eigentlich oder nur für Nahkampf? Weiß ich gar nicht. Müsste man mal gucken, aber auf jeden Fall, das macht ja diese Kombination mit diesen Massenantriaden und dem Arc Revenant, ne? Das ist ganz cool. Mit der Common Ability dann, boah. Wir sind ja, ich bin so ein bisschen anderer Spieltyp. Ich mag mehr so Listen, wo man von allen ein bisschen was hat. So Standardlisten, wenn man so will. Ich habe gerne ein bisschen Magie, ein bisschen Fernkampf, ein bisschen Nahkampf und versuche dann so ein bisschen das Spiel mir so zurechtzulegen, wie ich es gerade so brauche, im richtigen Moment irgendwie eine richtige Entscheidung zu fällen. Deswegen finde ich diese Lichtung, die du jetzt hattest, Krummwurzel, das unterschätzt man voll, ehrlicherweise, aber du konntest fast mit deiner ganzen Armee das ganze Spiel über jede 1 wiederholen, beim Hitwurf. Hm. Das summiert sich halt super aufwendig mit dem Fernkampfattacken von den Kolatan, dem Fernkampf vom Engine. Das ist halt alle beständig, Triaden, ne? Du hast halt konstant diese konstante Einsen wiederholen und bei dem Winterleaf ist es halt sehr punktuell. Ne? Du hast mal so einen übelsten Peak, wo du einen Damage-Output hast, der ist dann krass. Mhm. Also wenn du es dann drauf anlegst, aber es kann halt, man sieht ja auch, wie schnell die Triaden fallen. Ne? Also so das Element, wo man sich dann drauf verlässt und das kann im 2000-Punkte-Spiel. Ich meine, da kriegt ja jeder
halbwegs krasse Trupp kriegt so ein Trupp Triaden auch ganz schnell weg. Ne? Ja. Obwohl, also, wenn du jetzt 30 Stück um deinen Wald stellst, wo sie Battleshock immun sind, also wenn sie zum Beispiel einen großen Wald nimmst, machst du Battleshock immun, minus 1 to hit, mit 4er Safe. Ne? Wenn jetzt die Bubble vom Dings haben, haben sie noch einen Safe Rolls von 1 wiederholen, 4er ja, Safe. Mag ich schon. Also ist Silhouettes eine, auch in der aktuellen Meta, zwar nicht so gut, aber ich finde es eine sehr, sehr coole, stylische Armee und ich finde sie sehr unterschätzt. Genau deswegen habe ich sie eigentlich auch angefangen. Gefällt dieses Spiel, die Dynamik auch sehr, sehr gut. Und eigentlich trifft es aber fast auf viele Armeen eigentlich zu. Man kann mit vielen Armeen sehr, sehr cool spielen oder auch unterschiedlich spielen. Da habe ich jetzt bei den Ogern auch gespielt oder gesehen. Klar, mit Ogern kann man auch anfangen und Mammuts spielen und dann hat man halt nur so 6-7 Modelle auf dem Feld. Mhm. Mag ich bei denen jetzt zum Beispiel auch gar nicht so. Deswegen gefällt mir das mit denen hier ganz gut. Hast du ja auch gesehen, ich habe ein bisschen Fernkampf, ein bisschen Nahkampf. Ich kann viel Magie. Fernkampf tatsächlich so, auch. Ne? Ja. Aber die können halt parallel auch immer noch was im Nahkampf, die Jungs. Also. Deswegen finde ich auch so geil, diese Lead-Led-Belcher, wie auch immer man das ausspricht. Gefällt mir sehr gut, die Typen. Für 80 Punkte für 2 Stück. Witzig ist auch, dass so langsam, wenn man jede Einheit mal kennenlernt im Spiel und wenn man sich die ganzen Namen der Farben von GW mal vor Augen führt, das kommt dann irgendwann zusammen, ne? Mhm. Lead Belcher, hier ist das Silber, das ist anscheinend hier nach benannt und was weiß ich. Die also, Silberfarbe, ne? Ja. Ja, ja. Hat irgendwo alles einen Sinn. Ja. Cool. Was ich nicht gut weiß, das könnt ihr nochmal von außen etwas beurteilen, aber es sollte halt insgesamt auch in diesem Video ein guter Mix sein zwischen dem Spielfluss, dass wir halt wirklich auch in diesem Spielflow sind und nicht immer unterbrechen, machen eine Pause, erklären nochmal alles irgendwie einzeln. Sondern es sollte ein Spielfluss sein und dabei halt ein Erklären, falls es jetzt für den einen oder anderen ein bisschen zu schnell ging, wenn man jetzt wirklich komplett neu ist, glaube ich schon, dass das vielleicht ein bisschen zu schnell ist. Es soll halt für alle so ein bisschen ansprechend sein. Es gibt sehr, sehr viele schon How to Plays oder die Grundregeln an sich sind auch sehr, sehr einfach erklärt und ich muss ehrlich sagen, Age of Sigmar ist ein Spiel, bei 40k wird das vermutlich ähnlich sein. Das lernt man am besten wirklich eigentlich auch durch eigenes Spielen. Absolut. Und man macht auch Fehler am Anfang und vergisst, was das passiert. Dir jetzt in so einem Spiel immer noch und bei mir auch. Das merkt man immer, man geht da hin und hat dann mal hier mal was vergessen, mal hier was. Und ganz im Ernst, wenn ihr es das erste Mal spielt, dann sprecht euch einfach ab, holt das einfach nach. Oder wenn es jetzt eine Runde her ist, ist es halt egal, spielt keine große Rolle. Wichtig ist einfach das Zusammenkommen und das Spielgefühl, das Spielerlebnis ein bisschen zu teilen. Und wer jetzt gewinnt, wer verliert, wie gesagt, spielt eigentlich erstmal nicht so eine Rolle. Klar, wenn ihr jetzt große Turnierspieler sein oder werden wollt, ist das ja eh jetzt, glaube ich, nicht das Ansprechende in diesem Videoformat, aber grundsätzlich ist Spaß und das gemeinsame Spiel in diesem Hobby halt immer das Allerwichtigste. Und das macht sehr, sehr viel aus, weil wenn wir jetzt hier uns getroffen hätten und man frühstückt einen 3 Runden ab und ihr geht danach nach Hause, es kommt halt darauf an, was man will, wenn man sich jetzt trifft, um so ein Bootcamp zu machen, um für ein Turnier zu üben. Das ist vollkommen legitim, dass ihr euch da auf die Fresse haut mit den Würfeln. Aber im Grunde, ja, wir haben jetzt halt einfach das Spaßspiel demonstriert, wo es darum geht, eine nette Zeit, eine gute Zeit mit einem guten Menschen auf der gegenüberliegenden Seite von der Platte zu verbringen. Fertig. Genauso soll es auch sein. Da muss man Spaß haben, ne? Deswegen nachholen und hin und her, das ist schon ganz gut. Aber ich glaube, so grundsätzlich haben wir diese einzelnen Phasen in der Heldenphase, was passiert da, dass man da zaubert, dass man kommende Bildes nutzt, in der Bewegungsphase erklärt, wie bewegen wir, wann bewegen wir, was machen wir in der Bewegung, haben wir in der ersten Schlachtrunde auch von beiden Seiten sehr ausführlich gezeigt, wie man bewegt, dass man ja auch noch rennen kann, um W6 zu dem Wurfergebnis, zu dem Bewegungswert hinzuaddieren kann. Dass man dann nicht mehr Fernkampf machen kann, sondern man kann nur noch auch nicht mehr chargen. Außer natürlich, da steht in den Regeln dabei. Gibt es ja manchmal auf den Einheitenkarten, dass ihr es eben könnt. Dann könnt ihr in der Fernkampfphase schießen, auf den Sichtbereich gucken. Ist was in gerader Linie, müsst auf jedes Modell gucken. Das hört sich alles erstmal viel an, aber letztendlich spielt sich das sehr flüssig. Merkt man ja selber. Okay, ich kann 8 bewegen und bewege 1, geh hinterher. Ich schieße mit dem, ja guck mal, 2 treffen, einer nicht. Das geht eigentlich super zügig, also auch gar nicht so kompliziert, da gibt es auch nicht so viele Unklarheiten. Aber man muss wirklich das oft üben und dann daran denken, weil nämlich genau das, was du auch gesagt hast vorhin, mit diesen Synergien, die sich dann ergeben, man braucht dann wirklich auch Vorausblick und muss dann sagen, wie bewege ich
erziele trotzdem den gewünschten Effekt jetzt in der Runde, den ich brauche, um zu scoren, habe aber trotzdem jetzt noch so meine maximalen Synergien, wie zum Beispiel bei den Triaden, dass die im Wald stehen vielleicht, den Dreier safe haben, minus eins to hit haben und dann aber auch trotzdem der Zauberer, der jetzt bei mir den 1er Reroll gibt und so, das muss halt auch am Ende dann alles passen. Ne? Also dann, das stimmt. Klar, dass das echt mal schnell geht, auch alles im Fluss irgendwie, aber um dann das Optimum rauszuholen, das dauert dann. Ne? Das dauert. Das lernt man auch selber, erst mit sich selber, weil dieses Problem ist dieses, dass man einen Fehler gemacht hat, sieht man erst danach, wenn es zu spät ist. Wenn man jetzt bewegt hat, dann kommt der Kampf und dann will man einen sehr Reward, denkt man so, oh, ich stehe ja gar nicht mehr in 12 Zoll zu einem Zauberer. Stimmt, und dann okay, und dann kann man letztendlich so 2-3 Phasen später resigniert sagen, lernen, Mist, lernen. Das war jetzt ein Stellungsfehler, wenn man so will. Lernen durch Schmerz. Die altbekannte Devise, die immer zieht. Das hilft. Von klein auf schon immer, auch hier, klar. Ja. Oder eben lernen durch Schmerz sehr, sehr gut und natürlich dadurch auch, so öfter man es macht, umso mehr lernt man auch seine Armee kennen. Deswegen ist es immer schön, auch eine Armee einfach öfter zu spielen und auch wirklich nicht, das empfehle ich euch von ganzem Herzen auch, nicht im Internet irgendwie zu gucken, irgendein Turnierspieler, was hat der gespielt und die Modelle nachzukaufen. Hi Vega! Weil dadurch lernt man auch nicht das Spiel richtig kennen und auch nicht die Armeen, weil da muss man die Liste auch erst noch ein paar Mal spielen, um sie zu können und auch erst zu verstehen. Und das Schönste ist eigentlich, wenn man sich seine eigenen Gedanken macht, weil man mit gewissen Spielmodis besser zurechtkommt. Es ist ja auch so ein bisschen eine Spielerfrage, wie er selber spielen will. Mag ich mehr offensiv, mag ich mehr irgendwie Objectives einzunehmen, um gar nicht so im Nahkampf zu gehen? Will ich eine ausgewogene Liste haben? Will ich jetzt mich doch lieber fast nur auf Fernkampf konzentrieren? Und man kann sich in vielen Armeen auch sehr, sehr gut darauf spezialisieren, wie man das sich halt aufstellen will. Deswegen ist es sehr cool, aber eigene Sachen zu finden. Man kann sich auch gut täuschen. Ne? Ich habe ja meine erste Armee, die ich hatte bei Age of Sigmar, die haben ja dann, natürlich habe ich es ja nicht so in Gänze richtig oft gespielt und hin und her, aber ich habe die ganze Zeit irgendwie gemerkt, der Spielstil macht mir keinen Spaß so richtig. Jetzt habe ich es auch nicht mehr. Ja, also kann man ja auch sagen, da waren die Seraphon, die Dinos, die du am Anfang halt optisch cool fandest. Mega. Und hast halt, sind sie auch, hast du einfach gespielt und hast einfach so gemerkt, so, es ist nicht so meins, die Spielweise und irgendwie das Kombinieren und das so, wie es sich zusammensetzt. Und dann ist das auch super legitim, dass das halt mal der... Ja, es ist am Ende dann natürlich auch vieles, was zusammenkommt. Ne? Natürlich hatte ich jetzt nicht, ich hatte, was weiß ich, 2.500 Punkte oder so, keine Ahnung, plus, minus, mit dem, was vielleicht noch umgebaut irgendwie da lag. Aber dann habe ich das so ins Verhältnis gesetzt. Na klar, konnte ich jetzt nicht alles ausprobieren, was diese Armee hergibt. Ich selbst als Spieler konnte das sowieso nicht richtig fordern. Aber, und dann kommt das Nächste, der Aufwand, mir das jetzt alles zu bemalen, was ich vielleicht noch bräuchte, war mir bei spezifisch dieser Armee einfach zu hoch. Und da hatte ich auch einfach die Lust verloren. Und dann kam es halt zu dem Bäumchen. Ne? Und der Spielstil ist halt fantastisch. Zumal ihr beide Armeen auch gleichzeitig hattest und dann mit Silber nicht gespielt hast und immer so gemerkt hast, irgendwie macht funktioniert das Bäumchen so ein bisschen mehr. Und dann, deswegen ist es auch cool, wenn man eine Armee erstmal hat und die erstmal sammelt und damit erstmal zurechtkommt, anstatt jetzt auch schon voreilig noch eine zweite anzufangen. Auf keinen Fall. So, wenn man ganz viele Projekte auf einmal fängt, macht man noch keins so richtig fertig. Das stimmt schon. Und lernt das auch eigentlich auch nicht wieder richtig kennen. Lieber ist immer eine gute Devise. Ich kaufe auch immer wie ein Bekloppter, wenn man einen neuen Scheiß und will immer alles haben. Habe mich sehr gut schon zurückgehalten, habe ich nur noch 5 Armeen. Ist das viel? Nee. Ist normal für jemanden, der so lange spielt wie du, denke ich. Ich denke, aber wenig ist es natürlich nicht. Ne? Nee. Du hast ja auch noch eine 40k-Armee, die gehört ja auch noch dazu. Ne? Ist ja auch nicht wenig. Nee, ist auch nicht, absolut nicht wenig. Das macht das Hobby halt irgendwie auch aus. Man hat immer Bock, weiter zu kaufen, mehr zu haben, aber... Schön ist es auch, erstmal mit dem auszukommen, was man hat und mit denen auch zu spielen und nicht zu schnell auch aufzugeben, sondern auch irgendwie sich selber irgendwie mit der Armee identifizieren. Weil ihr könnt es mir glauben, ihr lest euch ein Armeebuch durch und dann irgendjemand kommt um die Ecke und sagt, hey, ich spiele so und dann denkst du so, wow, stimmt, eigentlich kann man es so machen, ist gar nicht so blöd und funktioniert das auch. Und genau so viel Potenzial steckt in jedem Armeebuch und es gibt viel zu viele Leute, die einfach von irgendjemandem irgendwas kopieren und das dann einfach spielen, anstatt sich selber Gedanken zu machen, um sich ein bisschen auch damit zu identifizieren und vielleicht entdeckt er eine ganz andere Seite, auf die noch gar keiner vorher gekommen ist. Also immer euch selber ein bisschen mit dem Hobby einzusteigen und auch selber zu entdecken, ist ein sehr, sehr cooler Tipp, den ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen würde. Ja, vor allem auch das, was im Internet steht, was vielleicht in der aktuellen Meta bei durchschnittlich so und so viel gespielten Armeen X und Y
Das muss ja nicht gleich auch erfolgsversprechend sein, wenn ihr zu Hause spielt oder so. Also gewisse Dinge können ja vollkommen asynchron zu eurem Spielkreis zu Hause funktionieren oder generell auch zu der Meta, weil ihr einfach nicht auf diese Armeen trefft, auch wenn sie eine hohe Chance haben. Also deswegen diese Devise einfach ausprobieren, einfach mal was machen. Das kann man ja dual auf beide Systeme jetzt anwenden. Ja. Das bringt immer Erfolg, definitiv, und kann auch für Überraschungen sorgen mal. Ne? Und eigentlich dazu auch, entscheidet danach auch, zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Armee auswählen wollt, das Setting, ne? Optik, Setting, was gefällt euch so am besten? Ne? Finde ich jetzt Bäumchen bei Silvernet cool, dann finde ich die Armee schön und wie ist das System cool mit Wälder aufstellen, irgendwie die Einheiten rauskommen. Ey, wenn das meins ist, dann entscheide ich mich dafür. Und ihr könnt auch davon ausgehen, dass alle Armeen früher oder später auch immer Updates bekommen oder FAQ'd werden. Diese Punkte, was jetzt eine Einheit kostet, wird immer angepasst. Also jetzt zu dem Zeitpunkt nur das zu kaufen, was gerade ganz oben ist, ist mit Abstand die schlimmste und blödeste Entscheidung, die man machen kann, weil dann kauft man sich vielleicht eine Armee, die einem gar nicht gefällt, nur weil man denkt, sie ist erfolgversprechend. Und im halben Jahr ändert sich vielleicht mal ein, zwei Sachen, weil GW auch regelmäßig Balancing betreibt. Und dann habt ihr sie da stehen und wollt sie erst nicht spielen, weil es vielleicht dann doch nicht mehr ach so gut ist. Und vor allem, wenn ihr eine Armee wirklich perfekt könnt und jeden Trick und jedes Kniffelchen kennt, ist es durchaus möglich, dass ihr auch trotzdem noch mit einem Spieler, der eine T1, Tier-1-Armee hat, die aber nicht wirklich gut kann, dass ihr den platt macht. Ne? Auf jeden Fall. Also wenn man das jetzt wieder, dieses Kompetitive, ne? Am Ende des Tages. Ist es immer. Deswegen ist das total wichtig, das einfach außen vor zu lassen. Spielt, was ihr wollt, spielt auf das, was ihr Bock habt. Ihr müsst euch ja immer darüber im Klaren sein, dass ihr, wenn eine Armee anfängt, ist nicht das Kaufen im Internet damit getätigt, die Armee zu haben. Die muss alle, jede Figur von vorne bis hinten, zusammengebaut, ausgeknipst, geklebt, bemalt. Selbst da geht das auch schon los. Da geht das auch schon los mit dem Spaß an der Armee. Habt ihr Spaß auch an dem Zusammenbau? Es gibt Armeen, ich habe auch schon viele Armeen gebaut, definitiv in allen Systemen. Und ich kann euch definitiv sagen, wenn ihr jetzt neu in dem Hobby seid, es gibt Armeen, die machen überhaupt keinen Spaß zu bauen. Null. Ihr habt keinen Spaß an den Modellen, aber man macht es halt, wenn man es im Sammelsurium haben will. Vielleicht ist das irgendwann mal in der Meta, dann brauchbar jetzt 40k-Technik und dann hat man es im Keller. Aber das ist dann eigentlich schon kein richtiges Hobby mehr. Nee, das ist kein Hobby. Das ist dann halt echt Druck, weil man vielleicht irgendwann, braucht man sie mal für ein Teamturnier, für irgendwas. Also man muss ja auch dazu sagen, bei uns auf dem YouTube-Kanal selber haben wir ja schon sehr oft die Ausrichtung, dass wir kompetitiv reden, denken, klar, aber weil wir halt auch Turniere selber veranstalten. Man muss ja auch das dazu sagen. Aber wenn wir uns jetzt treffen, das ist halt immer die komplette Kehrseite davon, weil wir untereinander nie so ausgerichtet sind. Also wir, also ich privat habe noch nie eine ausgemaxte Liste oder so, mir zwei Wochen lang drüber den Kopf zerbrochen, wie ich die spielen kann. So, wenn wir sagen, ja, wir spielen heute, ich habe mich eben 20 Minuten vorm Treffen zusammengesetzt, habe Sachen zusammengeklickt, auf das ich gerade Bock hatte, und habe gesagt, lass einfach zocken und fertig. So. Und also ihr wartet einfach immer, bis derjenige dann da ist, die Armee hinstellt und dann baut euch was zusammen, was dagegen gut ist. Das kannst du aber nicht ernst sein. Nein, Mann, bei dir definitiv nicht. War nicht immer so, alle behaupten das. Nein. Quatsch, nee. Du bist da absolut freundlich, definitiv. Ganz ehrlich. So, das ist aber auch wichtig. Die Karte ist bald voll, mein Lieber. Wir haben sehr, sehr viel geredet. Das ist ein sehr, sehr langes Einführungsvideo für schön. How to play Age of Sigmar. Also, wie gesagt, coole Mischung zwischen normalen Battle Report und ein bisschen mehr Regelbär erklären haben wir gemacht. Ich hoffe, es ist echt verständlich gewesen. Falls ihr jetzt wirklich komplett neu seid, was hoffentlich auch wirklich sich Neulinge angucken, dieses Video. Und ihr habt noch weitere Fragen, ohne Mist, ihr könnt so einfach unten drunter ballern oder uns auf Facebook, auf Instagram kontaktieren. Wir sind super offen für alles. Wir antworten sehr, sehr gerne, weil wir natürlich das Hobby allgemein überall fördern wollen. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe für Interessenten, immer alles teilen, Hobby teilen. Einfach alles so, was um das Hobby angeht. Wir unterstützen da, wo wir können. Ansonsten, bleibt gesund. Genau. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Definitiv. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja. Ich bin nur sehr traurig, weil Fire Belly gestorben ist. Ansonsten. Ich auch. Das ist ein großartiges Modell. Say goodbye. Ich habe die schlechteste Stimme im Universum. Ich auch. Haut rein, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüss. Werft den Fire Belly jetzt mal die Kraft. Und dann treffen.